Sorry. Hallo? Hallo? Ja? Was sagst du, Flo? Was sagst du, so, Flo? Oh, Turi ist da. Hallo, Turi. Na? Hallo. Mhm. Na, du. So. Okay, dann können wir loslegen prinzipiell, oder? Mhm. Smalltalk mit Flo habe ich jetzt einfach geditcht. Also mich hat interessiert gar nicht, was Flo interessiert. Was spielst du so, Flo? Ich möchte das gerne wissen. Stadtland Fluss jetzt. Prost. Ach, Stadtland Fluss spielst du. Ja. Nee, da bist du hier falsch eigentlich. Beziehungsweise ich habe stehen bei mir Stadtland Hass. Ich glaube, das ist es, oder? Das ist auch in Ordnung, ja. Okay. Ja, offizieller Titel ist Stadtland Frust. Und das ist das, was auch am Ende übrig bleibt dann als Gefühl. Ja. Sehr, sehr gut. So. Okay, also ich erkläre nur ganz kurz für die Leute, die es noch nie gespielt haben, keine Ahnung, kann ja sein. Oder willst du erklären, Turi? Nee, mach du ruhig. Okay, also. Vorweg kurz, ich habe den Stream nicht an, aber ich verspreche hoch und heilig nicht zu schummeln. Keine Sorge, das ist okay. Turi. Also da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Ich vertraue dir da voll und ganz. Brauchst du dich nicht rechtfertigen. Okay. Also ohne Scheiß, mein Ziel war, mir ist egal, ob ich gewinne oder verliere, mein Ziel war eigentlich nur, dass. Seit wann das? Warte mal, lass mich mal zu Ende sprechen, dann verstehst du es. Mein Ziel war eigentlich, dass Turi verliert, weil Turi hat noch nie verloren. Ja. Und. Ja, aber jetzt gerade, wo ich Edo höre, habe ich eigentlich Bock, dass Edo verliert. Deswegen. Aber könnt ihr beide verlieren, ne? Ich will, dass Varion gewinnt. Flo. Ihr könnt auch alle drei verlieren. Ja, scheiße. Ach so, okay. Also, wir spielen jetzt gleich Stadtland Fluss. Stadtland Fluss sollte jeder kennen. Ein Buchstabe wird vorgegeben und die Kandidatinnen müssen versuchen, Wörter mit diesen Buchstaben zu finden. Die Kategorien dazu sind ja klassisch oder ursprünglich Stadt, Land und Fluss. Aber wir ändern die jetzt ein bisschen ab, damit es ein bisschen interessanter wird. Weil ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich Edo gestern Nacht wieder Ländernamen auswendig gelernt hat, damit er jetzt hier wieder voll vorbereitet ist, oder? Ja, Amsterdam. Okay, warte, ich sag jetzt einen Buchstaben, du sagst mir dazu das Land, okay? Mhm. Y. Jemen. Wäre nur auf Englisch korrekt, Turi. Auf Deutsch schreibt man Jemen mit J. Was zählt denn jetzt eigentlich? Was? Also Englisch oder Deutsch? Also eigentlich zählt Deutsch. Schreibart. Eigentlich zählt Deutsch. Außer das Wort ist so geflügelt, dass man es auch Englisch benutzen kann. Also wenn Anglizismen so eingedeutscht sind, dass wir die halt im normalen Sprachgebrauch nutzen, dann zählt auch das Englische. Aber es gibt im Deutschen kein Land mit Y. Ja, weil du gegoogelt hast gerade. Nein, das wusste ich doch. Ich kenne doch alle Länder. Ich hab da schon wieder deine Scheiß-Tastatur gehört. So, ach ja, sag alle Länder. Alle Länder, das dauert viel zu lange. So viel Zeit haben wir gar nicht. So. Sendezeit ist eine kostbare Sendezeit. Die kann ich jetzt nicht so wasten hier. Okay, also. Wie machen wir das denn jetzt gleich? Also, Turi, du machst dann das Spiel wieder auf, ne? Kann ich machen, ja. Das wäre super. Ah, okay. Und dann schickt Turi uns den Link. Und dann einigen wir uns erstmal auf die Kategorien. Turi, weißt du noch, wie wir das letzte Mal gemacht haben? Wir haben, glaube ich, so gemacht, dass wir eine feste Kategorie haben, Stadt, Land oder Fluss, ne? Mhm. Und dann hatte, glaube ich, jeder Mitspieler hatte zwei Kategorien mit in den Pool geworfen, oder? Glaube ich, ja. Ja. Das war, als wir alleine gespielt haben, glaube ich. Stimmt, ne? Vielleicht machen wir es diesmal so, dass jeder eine mit in den Pool Und dann dachte ich, können wir ja noch mit so Standardkategorien auffüllen, falls es doch wenig ist, so hier Name, Tierberuf, bla bla bla. Ich denke, wenn wir insgesamt so auf 5, 6 Kategorien oder sagen wir 7 kommen, ist gut, oder? Mhm. Ja, genau, noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Also erstmal, habt ihr das Regelwerk alle gelesen? Ja. Ja, ich wurde ganz schön getrollt von Turi. Okay, dann werde ich jetzt abfragen, was steht auf Seite Nummer 9? Irgendwas mit Rotkäppchen. Ja, okay. Auf Seite Nummer 9 steht, dass du, was Mobbing bedeutet eigentlich. Stimmt, es gab eine Mobbing-Definition von so einem Stockholm-Paper oder so. Ja, keine Ahnung, dachte ich, nehme ich mit rein. Ja, das war ziemlich geil. Genau, also es gibt Punktabzug für Jammern, für Mobben und für Schreien. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man schummelt, gibt es auch Punktabzug. Ja, ansonsten. Oder gibt es noch für irgendwas anderes Punktabzug? Für Abschreiben, ne? Aber das wird schwer möglich sein. Also keine Chathilfe, kein Google. Nein, genau. Die Chats müssen aus- oder weggedreht werden. Also die dürfen Chats. Man kann die Chats aufmachen, wenn man dann in die Vergleichsphase geht, wo dann geguckt wird, wer Punkte bekommt. Aber so Only Emote würde das gehen? Das würde auch gehen. Emote Only geht auch. Ja, klar, geht auch. Klar.
Okay. Genau, dann noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn wir die Kategorien wählen, dann wird die Kategorie, die vorgeschlagen wird von einem von uns, wird nur zugelassen, wenn die Leute nicht wehtun. Also zum Beispiel, wenn Kategorie Pokémon kommt, und aber nur zwei Personen kennen Pokémon, dann ist halt unfair, weil dann kriegen die anderen nie Punkte da drin. Mhm. Und deswegen müssen wir uns halt auf Kategorien einigen, wo halt... Aber ist das nicht, besteht nicht darin eigentlich der Sieg, dass man quasi dominiert eine Kategorie? Ja, aber stell dir vor, ich nehme eine Kategorie mit italienische Adjektive. Ja. So, und dann seid ihr alle... Wissen wir, du hast keine Ahnung davon. Wissen wir zum Beispiel, ich habe keine Ahnung davon, aber ihr auch nicht. Und deswegen... Nee, aber weißt du, wenn jemand so ein eine spezielle Sache halt super gut weiß, dann ist halt blöd, es reinzunehmen, wenn die anderen gar nichts dazu schreiben können. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Okay, gut. Also. Stadt, Land oder Fluss, welche davon nehmen wir schon rein? Genau, wir machen jetzt die Kategorien und dann schickst du uns den Link. Ja. Aber genau, könnt ihr mir eine Frage noch? Der Link, also wie sieht das aus? Ist das eine Browser? Browser. Also ist das eine Google Docs oder nein, 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 das, nein. Das ist in einem Browser, so eine Seite. Warte, ich kann euch das schon mal. Ich schicke euch einfach mal so einen Leerlauf-Link hier rein. Genau. Ja, ich habe es mir nur nie gesehen. Ich würde gerne sehen, wie es aussieht. Dann einfach. Das ist kriegst du das? Okay. Ja. Es ist Stadt am Fluss online einfach. Da spielen wir. Flo, hast du dich vorbereitet? Nee. Okay. Habe ich auch vergessen, euch die Seite zu schicken. Tatsächlich. Ja, aber die Seite, das ist selbsterklärend. Das kriegen wir schon hin. Ja. Das ist easy. Okay. Das haben wir, cool. Das haben sogar Dalu und Trilux verstanden links damals. Und rechts oder so. Ja. Wir haben das damals mit Dalu und Trilux zuletzt gemacht, Turi, ne? Ja. Das war halt, also das war ein Schlachtfest. Da, also die Diskussionen da, das könnt ihr euch nicht ausdenken, über was da diskutiert wurde. Was da, über Skianzüge mit, wie war da? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr. Sie, die Modemarke, werde ich nicht vergessen. Ja, ja. Sie? Dann gab es noch chinesische Sumo-Ringer, das werde ich auch nicht vergessen. Da gab es richtig wilde Sachen, das war heftig. Ja. Ja. Okay. Ja. Kategorien, Stadt, Land oder Fluss, welche nehmen wir? Ich wäre für Land. Ja. Also ich will für Stadt, aber wer mir ich will, glaube ich, auch für Stadt. Wir machen ja mehrere Runden. Ja. Ja. Wir können dann auch gerne Stadt. Ja, lass mit Stadt starten. Okay, gut. Ja. Also Fluss ist eine Vollkatastrophe. Land also Stadt nicht. Starten, ne? Ich habe Stadt starten gesagt, ne? Wir fangen an mit Stadt starten. Okay, ja. Entschieden. Ja. Genau. Soll ich schon auf Spiel spielen klicken, oder? Nee, noch nicht. Nee, du kriegst einen neuen Link dann. Ich schicke euch vielleicht den Link und dann joint ihr da automatisch rein. Darf man sich vom Chat inspirieren lassen, was Kategorien anbetrifft? Klar. Ja. Du darfst sie auch helfen lassen nachher. Das werde ich auch brauchen, die Hilfe. Ey, glaub mir, wenn mein Chat mir hilft, dann werde ich auf jeden Fall nicht gewinnen. Ich habe deinen Chat gelesen, während du Schach gespielt hast. Und das war, also ohne Scheiß, es ist das Geilste, wenn Leute Schach spielen und man den Chat liest und die Leute so offensichtliche Blunder dann so reinschreiben. Du Trottel, hättest einen Turm gerade schlagen können. Dann schreibt einer drunter, nein, dann hätte er doch seine Damen verloren. So, Leute sich so richtig Köpfe einschlagen bei Schach, das ist das Geilste. Ja, ich habe einmal mit Chat Schach gespielt, ich habe komplett verloren. So. Ich habe ja gegen Chat ganz oft gespielt, also wo der Chat die Züge gemacht hat und ich musste gegen die spielen. Und die haben mich jedes Mal kaputt gemacht. Ich habe auch mal gegen Matteo Schach gespielt. Ja, das war auch toll. Dann die Dame mit dem König verwechseln. Ja, das war super. so, okay, also, wir wissen jetzt schon mal, dass Stadt ist. Und dann, was machen wir? Ich würde sagen, jeder schlägt jetzt einfach nach und nach eine Kategorie vor. Wir diskutieren darüber, ob wir die reinnehmen. Mhm. Ihr könnt gerne anfangen, wenn ihr wollt. Okay, ich möchte gerne die Kategorie ein Clickbait-Titel für ein YouTube-Video. Dann müssen wir das ja... dann ist es ja ein kurzer Satz, oder? Oder ist es nur ein Wort? Ja, ein kurzer YouTube-Titel halt, was man denken würde, was so ein YouTube-Video sein könnte. Muss aber Clickbaity sein. Okay. Gibt es da Diskussionen? Ja, okay. Ja, wir werden immer diskutieren, Flo. Jedes Mal. Es wird über alles diskutiert. Also ich nenne die Kategorie YouTube Clickbait. Ja. Aber denk dran, es safe for work, safe for stream zu machen. Ja. Okay, das finde ich gut. Dann nächste, hat Flo oder? Elo, mach du. Ja, das war voll schwer. Also ich habe jetzt hier ein paar Vorschläge. Was waren das da oben? Ihr könnt gerne aus dem Chat Vorschläge nehmen. Also das ist kein Problem. Wenn die Leute aus dem Chat eine gute Idee haben. Ich weiß ja nicht, was ihr schon hattet. Ist egal, ist völlig egal, was wir schon hatten. Komplett egal. Schon mal Influencer?
Wow. Also das ist aber cool, das ist cool. Namen von Content Creator, von YouTubern. Mein Gott. Da bin ich super schlecht drin. Aber finde ich lustig, ja. Ja, okay. Hat mir noch nie, Okay, gut. Also ich nehme Influencer, ne? Zählt alles. Also Streamer, also YouTube, TikTok. Aber auch Schauspieler, oder? Schauspieler sind auch Influencer, oder nicht? Nee, Schauspieler würde ich nicht sagen. Naja, kommt auf die Schauspieler an. Paris Hilton ist auch Schauspielerin, aber auch Influencer. Sagen wir Online-Influencer, okay? Also das heißt, wenn die eine Webserie machen... Ja, aber was ist mit so Leuten zum Beispiel, die bei Bachelor waren und danach ihren Scheiß-Tee influenzen oder so? Würde ich schon zählen. Also, ja. Würde ich schon zählen. Also, okay, ja. Wollen wir das nicht einschränken auf Twitch-Streamer? Boah, das ist aber schwer. Oh, das wäre noch schwieriger, glaube ich. Dann machen wir das. Super schwer. Nur Twitch-Streamer. Ja, ernsthaft? Okay, ja, okay. Ach, okay. Alter, das wird heftig. Ist okay, aber das gucken wir mal. Wer sich wie in der Twitch-Welt auskennt. Okay, wir haben bisher Stadt, YouTube-Clickbait und Twitch-Streamer. Okay, warte, ein Punkt noch. Twitch-Streamer ab, weiß nicht, 500 Follower. Nee, Follower? Nee. Oh, ab 500 Follower, nee, einfach, oder 200 Follower oder sowas, weil es gibt jeden Twitch-Namen und hinter jedem Twitch-Namen kannst du sagen, es ist ein Streamer. Naja, aber wenn du so ganz kleine machst, vor allem wenn du einfach nur redst, ne, dann musst du dann musst du den richtigen Namen richtig schreiben. Und Twitch-Streamer haben immer so ganz weirde Namen, so Sniper, Killer, XX. Ja, aber zumindest 10 Follower oder sowas. Also es gibt 9 Millionen. Ja, okay, dann sagen wir als Untergrenze, 10 Follower muss der Channel haben, wenn wir den. Ja, oder Twitch-Partner wird bei mir im Chat geschrieben. Was sagt ihr dazu? Boah, also, das ist aber hart, weil dann das grenzt es ja noch mal krasser ein. Ja, okay, aber wüsstest du einen kleineren. Warum jetzt? Nehmen wir nicht direkt Twitch-User? Ja, nee. Genau, einfach Chat, einfach Leute im Chat. Ja. Jeder hat einen Channel. 9 Millionen mehr. Nee, lass uns sagen, weiß ich, 50 Follower. Okay, 50 Follower, okay. 50 Follower. Sagen wir 100, damit es glatt ist. Ja, oder 100 Follower. 50, 100 ist egal. Es geht nur darum, dass es jemand ist, der aktiv ist und nicht einfach nur einen Account. Okay, der Name bleibt aber trotzdem Twitch-Streamer, ne? Aber Twitch-Streamer ab 100 Follower, genau. Okay. Jetzt hatte jemand geschrieben, finde Leute im Chat geil. Also einfach Usernamen im Chat. Aber das ist Quatsch, das machen wir nicht. Das ist Quatsch. Okay, dann Flo. Also ich fand den Vorschlag gut, Pokémon. Mhm. Haben wir leider schon öfter diskutiert. Ich kenne drei Pokémon. Ja, okay. Da war ich bisher auch jedes Mal so fern, hab die nicht reingenommen, die Kategorie. Boah, halt super speziell, ne? Boah, dann würde ich sagen, Automarken? Ja, ist ein Klassiker, ist ein Klassiker, kann man machen. Ja. Ich als alter Autofanatiker, ich liebe Autos. Automarken? Ja. Ja, aber ich würde schon sagen, Automarken ist jetzt nicht Golf, sondern Volkswagen. Ne? Also was? Wollen wir also Automarken keine Modelle. Das ist aber voll schwer. Wollen wir nicht beides machen? Beides. Ja, wir können auch beides machen. Marken und Modelle, okay, weil sonst ist hart. Ich habe früher mal als Kind habe ich es gespielt. Automarken. Wir haben an der Hauptstraße gewohnt und meine Mutter hat mich immer so an die Fensterscheibe gehalten und ich musste immer die Autos sagen, die vorbeifahren. Was ist mit Anime, Manga? Was damit? Oh, das ist schwierig. Da habe ich absolut keine Ahnung. Ich muss noch eine Kategorie machen. Ich mache mal so einen Klassiker. Besuchen. Todesursache, wurde auch gerade hier geschrieben. Weil das ist so, ist immer cool, ist immer kreativ. Und da kann jeder was mit anfangen, glaube ich. Ja. Aber es kann alles sein, auch sowas wie von der Kokosnuss zerschlagen. Ja, das Problem ist, du musst es dann, wenn es angefochten wird, musst du es halt verteidigen und so, du musst es dann so verteidigen, dass die anderen sagen, ja, okay, das kann ich verstehen, das ist plausibel. Also, um es auch nochmal zu verdeutlichen, eine Todesursache ist keine Waffe. Also, du kannst jetzt nicht dahin schreiben, Pistole. Nein, aber du kannst sagen, das von der Kokosnuss erschlagen. Ja, aber was dann der Buchstabe? Ist dann V wegen von oder K wegen Kokosnuss? Ja, gut, aber wahrscheinlich ist auch schon mal jemand wegen der Colaflasche im Arsch gestorben. Also ich weiß nicht, also dann kannst du ja irgendwie alles aufschreiben, oder? Gab's doch alles schon mal. Oder? Gutes Beispiel. Ja, irgendwie gab's C für Colaflasche oder welcher Buchstabe ist das? Ja, bestimmt ist mal einer von der Leiter gefallen, da stand eine Colaflasche auch rauf. Ja, stellt euch einfach vor, ihr müsstet jemanden obduzieren oder wie das heißt, und müsst oben in den Bericht schreiben,
Todesursache. Ja, genau, so. Genau. Das muss schon glaubwürdig und nachvollziehbar sein. Also aber sowas ist ein Wort okay, sein? Dann würde ich sagen, Colaflasche rektal eingefügt. Nee, dann müsstest du, nee, okay. Dann, nee, aber das ist ja nicht die Todesursache, sondern die Todesursache ist dann Darmriss. Oder innere Blutung, weißt du, was ich meine? Ja. Also, du kannst ja dann in Klammern dahinter schreiben, wegen Colaflasche. Die Colaflasche, rektal eingeführt, ist im Prinzip eher wie, Waffe wurde abgefeuert, aber gestorben bist du ja an der Blutung, weißt du? Aber ist das nicht eher, okay. Ja. Also wir werden noch drüber diskutieren, weil das ist schon ein valides Argument. Eigentlich kannst du dann alles nehmen. Mhm. Aber wir müssen es dann schon so machen, dass die echte Todesursache ist. Okay, ja. Gut, dann. Stadt, YouTube-Clickbait, Twitch-Streamer, Automarke oder Modell und Todesursache. Boah, das ist jetzt schon schwer, finde ich. Mhm. Wollen wir noch eins dazu nehmen? Oder wollen wir noch eins aus den Chats nehmen, damit die Chats eins vorschlagen können? Ja. Oder halt so ein Standardding, Tier oder irgendwie so, keine Ahnung. Chat hat Meerestiere, Comicfiguren, Süßigkeiten, Sportarten, Getränke. Hier gibt es noch Ausrede für Schwänzen, finde ich auch ganz gut. Allergien, Enzyme, okay, was sind das für Streber? Chemisches Element, oh, das finde ich geil, chemisches Element. Nee, da bin ich raus, Veto. Schwerste Met habe ich auch vorhin gelesen, Sachen, die stinken. Ja, aber dann wird immer nur Matteo geschrieben, ist nervt. Das ist aber auch, hier, was haltet ihr von Videospiele? Ja, finde ich auch gut, aber ja. Fand ich ganz cool. Müssen wir nicht, aber habe ich gerade gelesen. Videospiel nehmen? Ja, würde ich sagen. Können wir machen. Machen wir, Videospiele. Okay, Videospiel. Ah, ich habe, da habe ich echt. Das wird wieder Stress geben, ey, wenn dann. Dark Souls, Dark Souls 2, okay. Dark Souls 3. Genau. Also, D ist abgedeckt. Die Kategorien sind Stadt, YouTube, Clickbait. Twitch-Streamer, Automarke oder Modell, Todesursache und Videospiel. Klingt cool. Okay. Klingt cool. Okay. Ja. Sind wir cool mit solchen Spielstellen? Ja. Warte mal, die Zeit noch. Also erstmal, wir machen es nicht auf Zeit wegen Tippen, weil das finde ich immer voll stressig, oder? Also wir machen es nicht, wenn der Erste fertig ist, dass er Stopp drückt und alle anderen dürfen nicht mehr schreiben. Sondern wir machen Zeitlimit, damit jeder überlegen kann. Genau. Oder habt ihr Einwände dagegen? Also Turi ist ja dafür. Edo und. Also ohne Zeit oder? Also ich kann automatisch eben einstellen, dass nach einer bestimmten Sekundenzahl die Runde beendet ist. Man kann dann nichts mehr schreiben. Und hier gibt es zum Beispiel 45 Sekunden, 60 Sekunden, 90, 120, 150 und so weiter. Machen wir da mehrere Durchläufe, ja, oder? Ja, klar. Die Anzahl der Runden kann ich auch einstellen. Wir machen viele Durchläufe, also keine Ahnung. Ach so. Genau. Also, mit den gleichen Kategorien. Genau, also mit mehrere Buchstaben kommen, weißt du? Damit mehrere Buchstaben kommen. Und wie kriegen wir nochmal Punkte? Wie ist die Punktevergabe? Das wird von dem Programm selbst gemacht. Also wenn wenn du als Einziger das Wort hast, kriegst du irgendwie 10 Punkte. Wenn zwei Leute dasselbe Wort haben, kriegen die jeweils 5. Und so weiter. Man kann auch Sachen xen, also die nicht... Genau. Indem man der Meinung ist, dass die nicht gelten, die können wir diskutiert haben. Wir kommen dann in den Diskussionsscreen, da seht ihr die alle Lösungen, also auch die von den anderen Spielern. Und dann werden wir darüber diskutieren, was valide ist und was nicht. Und dann wird es halt per Mehrheitsentscheid weggemacht. Wenn wir uns nicht einigen können, dann gibt es ja, wie in den Regeln schon steht, den Chat-Vote. Die Chats entscheiden dann, ob das valide ist. Und wenn die Chats sich nicht einigen können, dann müssen wir jemanden anrufen, der unparteiisch ist. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal Maurice angerufen oder Andi, ich weiß es gar nicht. Die ja beide unparteiisch sind. Ja, aber die sind ja gegen mich jedes Mal. Ich habe noch einen Vorschlag, mein Vater. Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt Maurice anrufen würden, der würde immer in Favor von dir entscheiden, Flo, als von mir. Maurice hasst uns einfach alle, der wird für niemanden. Nein, Maurice ist richtiger Flo-Fanboy. Ja, mich mag er, glaube ich. Der liebt Flo. Ich bin cool mit ihm. Der hat ihn ja sogar eingeladen zu seinem Talk. Ich wurde noch nie eingeladen. Ja, okay, aber ist in Ordnung. Eine Frage, haben wir eigentlich einen Squad-Stream? Weil Chat. Stimmt. Ja. Können wir vielleicht mal machen. Es wäre spannend, mal schnell durchzuswitchen. Ja, klar. So, klar. Wie viele Runden machen wir dann? Ich wäre für. Was ist die Zeit nochmal, Tori? Hast du die schon gemacht, die Zeit pro Runde? Nee, habe ich noch nicht eingestellt. Achso, also Runden würde ich sagen mindestens 5. Okay. Wenn nicht sogar 5. mehr, oder? Oder wollt ihr mehr? Naja, das sind ja nur diese Kategorien. Wir können danach nochmal machen mit anderen Kategorien. Ja, dann finde ich 5 cool. 5 Buchstaben finde ich cool. Ich habe euch eine Einladung gesendet. Ja, danke, Flo. Ich weiß halt nicht mehr, was wir sonst immer für eine Zeit hatten. Ob 90 oder 120 Sekunden. Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie viele Kategorien wir haben. Ich glaube, wenn man so 15 bis 20 Sekunden oder 15 Sekunden Zeit hat, um über jede Frage nachzudenken, ist, glaube ich, gut.
Ja, wir haben 6 Kategorien jetzt. 6 mal 15 sind. Edo? 6 mal 15? Ja. Das ist doch leid, 90. Genau, dann machen wir 90 Sekunden. Ja. Okay. Das war wie in der Schule früher, wenn du so, das ist doch leicht, überbrückst sozusagen, damit du noch im Hintergrund rechnen kannst. Ach, Herr Lehrer, das ist doch eine sehr einfache. Du weißt, dass ich eine Doktorarbeit nehme. Ich kann mich hier auf alles gleichzeitig konzentrieren. Triviale Antwort. So. Eine Sache so noch. Die Seite schmeißt automatisch die Buchstaben raus. Ä, Ö, ja. Q, ja. Ja. Ü. Ja. X ja. und Y. Soll ja. ich das so lassen? Ja, ja. Weil ja. Die das heißt, die schmeißt automatisch raus. Die sind nicht die drin. Können nicht vorkommen. Die sind nicht im Pool von den Buchstaben, die kommen könnten. Das heißt, muss ich mal AE machen oder OE und selber sowas? Nein. Das kannst du schreiben, aber Edo, die werden nicht. Du schreibst deine Doktorarbeit, aber verstehst diese Regel nicht, oder was? Stopp und so. Also da kann halt kein Q kommen, zum Beispiel, als Anfangsbuchstabe. Herr Edo, bist du dumm oder so? Ja, ich verstehe. Oh, shit. Oh, shit. warte mal, das ist Mobbing. Aber die Runde ging noch nicht los. Ja, das stimmt. Ich hab verstanden, ich wollte es da rausbilden. Aber das wäre Mobbing im Prinzip. Und davor habe ich rumgeschrien. Genau, das wollte ich nur zeigen. Aber könnt ihr es trotzdem mal erklären? Ja. Ist das nicht Beleidigung eher? Also, Stadtlandfluss funktioniert doch so: man sagt doch hier A, B, C, D, F, G, halt, und einer sagt doch Stopp. Ja. So, und als Stoppbuchstabe kann nicht vorkommen. Ach so. Q, X oder Y. Aber ich muss mal ganz kurz noch was sagen. Wenn man extra sich dumm stellt, um das zu baiten, dann wird man auch bestraft, meiner Meinung nach. Weil das ist wie Schummeln. Zu sicher, Matteo? Nein. Matteo, einfach mal minus 100 Punkte jede Runde. Ich habe die Einladung angenommen, by the way. Hat es schon funktioniert mit dem Squad-Stream? So, also ich erstelle jetzt die Runde, ja? Hat funktioniert, oder? Ich glaube, ja. Ja, erstell die Runde und dann, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Link nicht leaken. Das heißt, schaltet mal vom Rechner runter. Matteo, ich würde dich bitten, als letztes zu joinen. Warum? Weil die Runde geht ja mal automatisch los, doch dann. Okay, du hast, okay. Weil dann, ja, warte, genau, Matteo als letztes, weil ich kenn's, ich muss einmal das UI sehen. Ja. Easy. Ja. Kannst du mir das woanders, kannst du das im Discord in den Among Us Channel schreiben? Weil ich kann nicht aufstehen an den TS. Ja, kann ich machen. Danke dir. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Holt ihr euch den Link dann auch da raus? Was? Ja. Aus dem Discord? Ja, ja. Among Us? Okay. Discord, Among Us? Da. Danke. Also ich joine jetzt noch nicht. Ich warte jetzt. Nein. Du musst warten. Also was halt auch noch wichtig ist, hier bei dem Spiel, da gibt es an der Seite so einen Chat. Vielleicht könnt ihr da ab und zu einfach mal Sachen reinspammen. Irgendwas ASDF, bla 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 oder so. Weil nach einer Zeit, wenn die Runden zu Ende sind zum Beispiel, geht's einfach weiter. Es gibt das Spiel sonst automatisch und die nächste Runde startet. Genau, das ist nämlich so AFK-Protection, falls ein Spieler nicht mehr da ist, dass es trotzdem weitergeht. Genau. Den Link darf keiner sehen. Genau, ihr dürft den Link nicht sehen. Ihr öffnet das, dann macht ihr mit FL Vollbild, damit man das Fenster nicht sieht, damit man sieht die URL, die nicht sieht. Ja, kann ich nochmal ganz kurz pinkeln gehen? Mach mal. Ja. Okay, ich bin gleich wieder da. Das kann ich ja jetzt zeigen schon. Ne? Ich bin du kannst zeigen, wie ich pinkeln gehe. Das kannst nur du zeigen, den Link nur den Link darfst du nicht zeigen oben. Das musst du wegschneiden. Ja, schneid am besten oben einfach ein bisschen was weg. Aber warte mal hier, der Link des Spiels ist ja da drüber, oder? Warten auf. Das ist ja doof. Ja, genau. Ja, dann am besten den Screen noch nicht zeigen. Vielleicht. Also ich habe das Spiel jetzt gezeigt. Bei mir sieht man, gibt es auch einen Dark Mode? Nee, oder? Oh, nicht. Bei dir? Hä? Aber Edo, über uns warten auf Gegenspieler, da steht doch der Link für das Spiel. Wie aber Edo ist noch nicht drin, das bist nur du, okay. Hä? Ich bin auch drin, warte mal. Oh, scheiße, da steht ein Link. Ups. Okay. Hä, wie kann man, ich kann den doch gar nicht wegschneiden. Nee, kannst du auch nicht. Nee. Ach so. ich hätte dann, verstehe, ich hätte dann beitreten und erst dann, ja. Ich dachte, ihr tretet automatisch bei, wenn ich auf den Link klicke. Und habe extra den Link oben weggeschnitten aus der Leiste. Aber steht noch vielleicht Link in der Mitte. Vielleicht sind die Leute ja so lieb und join einfach nicht so. Ja, aber das Ding ist, Edo ist trotzdem noch nicht hier drin. Ja, jetzt, stimmt, jetzt bin ich 3 von 4. Elefant? Okay. Ach so. Das bin wahrscheinlich ich. Bist du Elefant? Ja. Mhm. Ich glaube, das steht oben in der Ecke, wer ihr sagt. Ja, oben rechts steht es, ja. Elefant, ja. Und das heißt dann, wenn wir dann drin sind, dann kann ich es zeigen. Dann kann ich heute den Link zeigen eigentlich. Weil kann eh keiner mehr rein dann, oder? Theoretisch. Ja, schon. Aber du kannst auch einfach dir das angenehm machen und
oben ein bisschen wegschneiden. Habe ich schon oder gemacht, sowieso. Das habe ich eben gerade gemacht und deswegen dachte ich, ich bin safe, aber ich wusste, dass das Ding mitten im Dings auch nochmal steht. Was ich vielleicht auch machen würde, falls ihr es komplett super safe for work haben wollt. Ja. An der Seite stehen ja so Spiele, die andere Leute gerade aufmachen. Und also da steht jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, man kann ja auch irgendwie das Wort Porno sagen oder sonst was, aber ja, es könnte ja auch wegschneiden. Also das links da an der Seite kann man komplett wegschneiden, alles? Ja. Würde ich machen. Also du siehst ja, in der Mitte siehst du doch dieses neue Spiel, dieser Kasten, wo wir da gerade drin sind. Mhm. Nur das ist wichtig. Nur das sieht man gleich. Das heißt also rechts, das wo oben rechts Werbung steht, kann ich wegschneiden. Und wo der Chat steht, kann ich wegschneiden, so gesehen. Und alles links davon von dem Kasten kann ich auch alles wegschneiden. Ja, kannst an jeder Seite, glaube ich, 400 Pixel oder so weghauen. Ja, geil. So, warte mal, Ahnung, wie viel das kann man nicht reinzoomen irgendwie? Kannst du auch, aber wegschneiden ist cooler. Kannst du selbst in OBS verstellen. Ja, aber wie machst du das denn in OBS, ohne du gehst das in OBS zu rein. Du gehst in OBS rein. Du hast du zufällig, also ja, kann ich das stellen. Hast du mal Browser? Mach mal kurz meinen Stream auf bei dir. Kannst du kurz reingucken? Blend das doch einfach aus, das Browserfenster kurz, oder nicht? Genau. Also ich habe jetzt, ich hab, oh Scheiße, also sollte sie verstellen. Ach so, ja, stimmt. Warte mal, na klar. Ja, stimmt, Turi. Da müsste das doch gehen. Also, ah, geil. Ich hatte ja auch angefangen, mir eine Browser-Szene zu machen dafür und da habe ich auch links und rechts einfach komplett alles weggeschnitten, weil braucht man halt gar nicht. Ja, stimmt. Das ist. Dann hast du zwar so ein Viereck da irgendwie, aber... Pff. Ach so. Ja. Hä? Aber ich bin echt dumm. Hallo? Egal, Hallo? Ich kriege das schon irgendwie hin gleich. Ja. Du kannst mit Shift gedrückt halten und dann oben und Sachen zuschneiden an der Seite und sowas. Kannst du wirklich zuschneiden. Mhm. Kann ich joinen? Machst du das einfach? Genau. Sekunde, hat aber noch nicht. Ich glaube, die schneiden gerade noch ihre Browserfenster. Ich kann es aber, ich kann es ja erst schneiden, wenn das Spiel anfängt eigentlich. Hat das Spiel schon begonnen? Aber der Chat sieht das ja, wenn ich es jetzt versuche zu schneiden. Ja, das meine ich doch, Edo. Weil ich kann jetzt ja nicht schneiden, in OBS irgendwas schneiden, wenn, also der Chat sieht das ja, was ich schneide. Ey, Edo, willst du dich veräppeln? Das meinte ich doch gerade. Hä? Ich dachte... Und du so, warte, das geht doch ganz einfach. Ey, vorhin habe ich Edo noch gelobt, ne, dass er so krass im Schach war, was ist denn bei ihm? Also es ist auch gar nicht so wichtig jetzt, weil ich habe auf 4 Spieler gestellt und wenn Matteo drin ist, dann kann niemand weiter reinkommen sonst. Ja, okay, das kriegen wir schon. Ja, aber die DDoS attacken das auch wieder hier, ich kenne die doch. Mann, ich bin gerade wieder. Sekunde. Sag mir bitte, wann ich joinen kann, okay? Sag mir einfach, wenn ich joinen kann. Ich weiß nicht, was Flo. Stadtland Frust, Sekunde. Macht Edo heute Matteo-Cosplay? Das Mobbing im Chat. Kann der Chat Minuspunkte kriegen, wenn er mich mobbt? Na klar. Nee. Ja. Chat darf sonst nie wieder mitspielen bei Stadtland Frust. So. Ach so, ja, okay. Also, von mir aus, wenn wir starten, muss ich kurz an der Seite zurechtschieben und dann, okay. Ist okay. Wie viel Zeit haben wir? 90 Sekunden. Pro Runde, ja. Yes. Also ich wäre ready auf jeden Fall. Ja. Darf ich dir reinjoinen? Darf ich joinen? Ja, komm rein. Komm jetzt rein. Sagt, wenn ich das anzeigen darf. Wartet mal, ich bin zwar drin, aber ich habe noch nicht... So, und jetzt mache ich auf PC. Ja, da ist gleich noch so ein ganz kleiner Timer, der zählt 5 Sekunden runter oder so. Dann hast du Zeit, dein Kram dazu. Wer von euch ist ein Vulture? No. Du bist bei mir noch gar nicht drin. Komm mal rein da jetzt hier. Und das passt ja. Varion, V und Elefant ist Edo. Ja. Hä? Was, ey? Ist es Zufall oder ist es irgendwie... Nee, ist Zufall, glaube ich. Soll ich dem Spiel beitreten drücken? Jetzt mach ich. Ja. Ah, ich hab's geleakt, by the way. Es geht los. Ich hab's geleakt, ist egal. Okay, es geht los. Okay, es geht los. S ist der Buchstabe, oder was? Ja. Boah, ich bin fertig. Das ist mir scheißegal. Ach so, ich dachte, wir sind dann alle fertig. Ich dachte, wenn einer fertig ist, sind alle fertig. Okay. Nein. Scheiße.
Ich habe resettet. Hast du davon? Ah, das hast du davon, warum? Weil du so früh fertig warst. Nein, aus Versehen. Schreib einfach nochmal neu. Wie hast du resettet? Was meinst du denn? Schreib einfach. Alles weg. Schreib. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, dann sag's ja, einfach dann. Ja, ich weiß es noch. Okay. Ich bin auch ehrlich. Okay, ich habe alles gelöscht. Okay, ich habe auch alles. Okay. So, dann beginnen wir mit Runde 1. Ich lese immer die. Warum haben wir die Namen nicht richtig drin? Ich hätte mich anmelden sollen. Oh Mann. Scheiße. Was ist denn Porpoise? Was ist das? Das bin ich. Was ist das für ein Tier? Porpoise? Ist das ein Stachelschwein? Das ist eine Beleidigung, das gibt Punktabzug. Hä, nein, du hast mich gerade Stachelschwein genannt. Das Spiel hat begonnen, du hast mich gerade Stachelschwein genannt. Das ist ein Schweinswal. Okay, das ist eine zweite Beleidigung. Zwei Beleidigungen, zweimal Punkteabzug. Kriege ich die Punkte eigentlich, wenn ihr mich beleidigt? Die kriege ich dann, ne? Nee, die kriegen die anderen Minus. So. Ey, okay. Leute, ich weiß, ich glaube, ich weiß, was falsch ist. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Hotkey auf der Maus, sowohl muten, als auch irgendwie springe ich dann im Browserfenster hin und her. Das ist gerade passiert. Ha, verstehe. Ja. Du bist ja rausgeflogen. Ja, ich bin auch raus jetzt. Ja. Okay, müssen wir eine neue Runde machen. Okay, mal gucken, wer diese Runde gewonnen hat, okay? Und dann machen wir eine neue schnell. Ich weiß noch alles. Wir wissen, deine Antworten stehen auch noch hier. Mhm. Ja, so, also die letzten drei. Ja, die weiß ich noch. Also, in der Kategorie Stadt haben wir von dem Schweinswal Stuttgart. Einwände. Geld ist eine Stadt. Ja. Dann haben wir vom Elefanten haben wir Solingen. Das ist die Messerstadt, ne? Da werden Messer hergestellt. Dann haben wir von Turi haben wir Schwerin. Und von Flo, der eindeutig von Turi abgeschrieben hat, haben wir auch Schwerin. Gibt es da eigentlich Punktabzug, wenn zwei das gleiche haben? Ja. Ich glaube ja. Du kriegst weniger Punkte vom Game selbst. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also da müssen wir nicht diskutieren. Dann jetzt kommen YouTube-Clickbait-Titel. Ich habe da geschrieben, Sextape meiner Nachbarin gefunden. Ja, ist Clickbait. Ist ein Clickbait-Titel. Ja. Ja. Dann Edo hat geschrieben, mit Caps Lock, das finde ich gut. So nimmst du 10 Kilo in 2 Tagen ab. Oh, ja. Das cool. Ja, das ist ein sehr guter Clickbait-Titel. Gut, ja. Dann haben wir Turi, Super Böller explodiert. Gone wrong. Ja, würde ich mir auch direkt angucken. Ja. So, und dann haben wir von Flo Scheiße essen. Ja, komm, das ist schon. Flo, ist das der Titel deines nächsten Videos? Flo, das also, Video würde mich nur clickbaiten. Anfechten? Nee, weißt du, wie mich das Video clickbaiten würde, wenn es komplett klein geschrieben ist und so aussieht, als hätte man sich einfach komplett keine Mühe gegeben, das Video hochzuladen? Scheiße, und zu nennen, weißt essen. Ja. Also. Es ist wahrscheinlich ist das sogar der krasseste Clickbait-Titel. Das würden die meisten Leute klicken heutzutage, weil die anderen sind normale Clickbait-Titel. Ja. Aber Scheiße essen habe ich noch nie geklickt. Also ich kenne das nicht, aber es ist Clickbait. Wahrscheinlich werden wir es machen. Ja. Okay, na gut. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Twitch-Streamer. Dann habe ich geschrieben Summit 1G. Oh, ja, Eduard geschrieben Soon, den kennen wir auch alle. Oh, erst großes U, dann kleines, oder? Naja, nur aber das N wird groß geschrieben. Ich habe lange überlegt, das falsch geschrieben wieder. Okay, aber ich glaube, das zählt. Das ist egal. Also Caps ist nicht case-sensitive. Okay. Dann haben wir hier bei Turi Selfie. Das ist doch der Ich weiß es nicht. YouTube. Ist das nicht? LOL. Selfie ist eine Streamerin wie VTuberin. Ist VTuberin. Ist eine VTuberin. Und die macht so ganz viele Vorlesegeschichten. Es tut mir halt auch so leid, wenn ich irgendwie... Aber schreibt man sie so? Ich glaube, ja. Okay, kenne ich noch nicht mal. Und Flo hat geschrieben, S. Ja, S, Sniper Wolf, ne? Also, das ist, also, ich weiß auf jeden Fall, dass sie YouTube macht. Ich bin mir 100% sicher, die streamt auch. Ich dachte gerade, es wäre ein Joe. Ja, ja. Und du wirst aber drei Buchstaben wird es auf Twitch eigentlich nicht mehr geben. Ach so, ehrlich? Twitch darf eigentlich nur noch 4 Buchstaben. Du darfst keine 3 Buchstaben. Ich habe mal gefragt, ob ich Edo heißen darf. Aber. Nur 4 Buchstaben. Okay, sie hat 3S, heißt Wolf, auf YouTube heißt sie Sniper Wolf, ist dann aber wahrscheinlich falsch, ne? Weil ich habe nicht gewusst, dass sie auf Twitch nur SSS Wolf heißt. Auch gut wäre gewesen, Shushu.
Oh, ja, ich habe auch an Shorty gedacht, aber ich wusste nicht, ob es ein Unterstrich ist oder ohne Unterstrich. Ohne. Mit dem genau. TV. Shorty, ist einfach ohne, Shorty TV, ja. Es ist Shorty TV. Ja, stimmt. Aber ich wusste stimmt, nicht, ob Smash da ein Unterstrich ist oder keiner. Ja, stimmt. Suki, Shorty, es gibt super viele. Ja, ja. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Automarken oder Modellen. Ich habe geschrieben Skoda. Wieso hast du nicht an Schuh gedacht eigentlich, Matteo? Sag mal, Edo, bist du noch? Doch, ich bin da, ja. Hm. Edo? Hm. Weiter geht's. Ich hab geschrieben Skoda. Edo hat geschrieben Seat. Turi hat auch Seat geschrieben. Und jetzt wundert mich etwas, Flo. Du hast als erstes geschrien, ich bin fertig, stopp, ich bin fertig. Und du hast zwei Kategorien nicht ausgefüllt. Warst du da schon rausgetappt? Mehrere sogar. Sag, bist du besoffen, Matteo? Das ist eine Beleidigung. Und ich habe gerade geschrien. Nee, aber komm, du hast mich auch verhöhnt gerade. Du hast dich gerade doof gestellt. Nee, weil, warum? Verhöhnt. Wer sagt denn heutzutage verhöhnen? Flo. Ja, ich weiß nicht, wie man es an... Nee, sag mal, Flo. Können wir aufhören, an meiner Sprache rumzu... also, Matthias, du hast doch wohl mitbekommen, dass ich gesagt habe, Mist, ich bin... Du hast doch selber sogar noch gesagt, dass ich nochmal alles hinschreiben soll. Er vernimmt dich nur. Aber warum sind die anderen Kategorien hingeschrieben und die nicht? Weil ich das nicht noch... Weil ich dann aus Versehen mich gemutet habe und auch zurückgegangen bin und dann habe ich gar nichts mehr... Also, ich habe es nicht mehr geschafft. Na gut, dann nochmal das komplett auszufüllen. Aber ich hatte auch Skoda. Dann nehme ich meine Anfeindung zurück. Ja, und entschuldige mich offiziell bei dir. Ja, hör auf, wie zu fertig. Ja, also du hattest auch Skoda. Weiter wahrscheinlich, geht's. Ja. Dann Todesursache haben wir bei mir. Ich habe Schlaganfall. Mhm. Krass. Ja. Dann hat Edo Sturz. Mhm. Ah, wirklich? Ja. Hallo, das ist eins der größten. Im Alter ist Sturz das, was am meisten zum Tod führt. Ja, aber warum? Ja, aber weil du einen Schädel-Hirn-Trauma hast oder du brichst dir den Schädel, oder? Genickbruch, genau. Also eher, weil die alle legerig werden und dann elendig langsam zugrunde gehen. Also wir müssen jetzt auch nicht viel diskutieren, weil die Runde zählt eh nicht, weil wir starten nochmal neu. Aber Sturz würde ich anfechten, Na gut, dann haben wir bei Turi... Bin ich okay. Bei Turi haben wir Suizid, das ist auf jeden Fall Todesursache. Und dann bei... Suizid ist keine Todesursache. Warum nicht? Also Todesursache ist dann... Ja, das wäre dann auch ist tot. Dann ins Gehirn geschossen oder was? Ah, nee, stimmt. Du hast recht. Suizid kann ja alles sein. Ich würde Sturz nicht anfechten. Okay. Was hast du, Flo? Weißt du es noch? Ich hatte Stich ins Herz. Ja, das aber geht, dramatisch. Ja. Voll Romeo und Julia mäßig. Ja. Dann haben wir Videospiel. Ich habe Super People. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich. Sehr gut. Dann Super Smash Brothers, ja, kennt jeder, ne? SimCity, auch ein Riesentitel. Oh. Ich hatte Saints Row. Oha, geil, das hatte ich früher, das war geil. Ja, gut, okay, dann starten wir die Runde, selbe Kategorien. Ja, ich will mal ganz kurz Ergebnis bestätigen, ja, man sieht es ja nicht. Genau, neue Runde, gleiche Kategorien, ich schalte nochmal runter. Selbe Link oder? Nee, ich kann direkt neue Spiele stellen mit einem neuen Link und denselben Kategorien. Sehr gut, sehr und Flo, mach mal deinen Shortcut runter. Ja, wo 90 macht man Sekunden. Das? Aber ich mach das einfach. Nee, warte mal. Also bei Todesursache, da werden wir nochmal irgendwie diskutieren müssen. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Also am Ende muss es ja das sein, was das Herz zum Schlagen aufhören lässt. Ich glaube, das Leaken ist sogar scheißegal, weil ich habe eingestellt, nur eingeladene Freunde. Ach nee, dann können ja nur Leute mit dem Link rein. Ne? Emma, kann ich mich anmelden bei der Seite, damit man meinen Namen sieht? Was ist der neue? Warte mal, einloggen. Müsstest du mit Google, geht das, glaube ich? Google. Oh mein Gott, mit meinem richtigen Google-Account. Oh Gott, das ist ein Fehler, dass ich das mache. Das ist ein Fehler. Ich glaube, das letzte Mal hattest du das auch, glaube ich. Ja, okay. Gut. So, wir müssen uns hier einloggen, oder? Das geht doch ohne. Nee, ihr müsst nicht, aber damit der Name da steht, mache ich es bei mir. So, okay. Ich joine jetzt, ja? Mhm. Und hier, Turi, der Punkt, da hast du gesagt, ab und zu mal in den Chat klicken, mal schreiben oder sowas, einfach damit man aktiv auf der Seite bleibt, ja? Genau. Ja. Genau. Okay, da erinnert man zwischendurch mal dran. Ich vergesse es bestimmt. Irgendwann werde ich dann als inaktiv gemarkt. Oh, ich habe wieder geleakt, aber bei uns joint da keiner. Ich habe nämlich vorhin auch schon geleakt, da hat auch keiner gejoint. Unser Chat ist cool. Die sind alle, erwachsen oder zu faul. Oh, jetzt hast du es gesagt, jetzt triggerst du, dass sie kommen. Nee. Von denen kann keiner lesen. Ich bin wieder Elephant. Warum ich denn immer Elephant? Ja, ist doch gut, dann können wir es merken mit E. Edo, Elephant. Ja. Wer ist denn es geht schon los. Was geht los? Ist das der Richtige? Es geht schon los. Drin?
Ist Flo drin? Es geht los. Nein, da kam der Typ schon wieder rausgegangen. Wir wurden getrollt. Ach Mann. Matteo. Ihr Leute, geht was doch denn? Nicht rein. Ihr macht uns das Schwarm von ist gejoint. Hä? Okay, ich erstelle nochmal neu. Das ist war andersrum, siehst du schon, oder? Nee, Edo, du kennst die Vorgeschichte nicht. Das ist dieser Stalker, der uns entführt hat und diese Videos geschickt hat. Wie ist der so schnell gejoint? Scheiße. Matthias, so viel dazu. Ich habe die Videos angeguckt, die waren ziemlich creepy. Ja, die waren mega creepy. Hier ist der neue Code, bitte nicht liegen. Wo ist Flo? Der hat sich schon wieder komplett gemutet. Ja, sorry, ich hatte gerade noch die Hotkeys erstellt. Sorry, Leute. Da, der letzte Link. Aber ich glaube immer noch, Matthias, du hast die Videos eigentlich selber aufgenommen. Ja, das, also, ja, könnte man denken. Wenn man mich aber ein bisschen besser kennt, weiß man, dass ich viel zu faul für sowas bin. Das würde ich halt nicht machen. Ah, ich bin drin, ich bin drin. Ah, geil. Sind wir alle drin? Okay, es beginnt. Ja. Okay. Oh, ich muss das anzeigen. Halbe E-Sport hier. So, es geht los. Ja. Oh Gott. Wie fällt die sein? Fuck. Ja, das gibt's nicht, oder? Ich hab viel nicht. Scheiße, Plan, ey. So, das war schwer, ey. Ich war voll überfordert irgendwie, ey. Ja, auf jeden. Okay. Ich war gerade irgendwie voll überfordert noch mit allem drum und dran, ey. So, okay, also wir beginnen mit der Kategorie Stadt. Da hat Edo geschrieben Erfurt. Mhm. Turi hat geschrieben Erlangen. Ich habe geschrieben Erfurt. Ja, schön mit Tippfehlern. Da wir haben für verschiedene Sachen angerechnet werden. Nee, wir können, aber wir haben gesagt, Tippfehler sind kein Problem. Erfurt, das ist falsch. Ja, aber das wird halt später dann verrechnet. Da müssen wir den Doppelpunkt ab. Ja, wir müssen Edo dann und mir alle 5 Punkte abziehen. Ja. Hey, wieso? Ich habe nicht Erfurt geschrieben. Nein, ich weil ich... Das hier im ja, genau, ja, genau. Turi notiert das. Alles gut. Beruhigt euch jetzt mal, okay? Beruhigt euch jetzt mal. Beruhigt euch. Und Flo hat geschrieben, Essen. Das ist leider. Das habe ich geschrieben. Warte mal, nee. Achso, nein. Hast du nicht? Nein, alles gut. Warte, du bist im Clickbait. Das ist leider. Es ist ein Verb. Also, wenn man etwas isst, leider keine Stadt. So, YouTube-Clickbait? So, YouTube-Clickbait haben wir. Edo mit Essen an Obdachlose. Schreibt ihr was im Chat auch? Nein. Scheiße. So. Was? Achso, Chat. So, bei mir kommt aber nichts raus. Bin ich geshadowbanned oder so? Wir sehen dich. YouTube Clickbait ist Essen an Obdachlose verteilt. Reaktion. Aber ist ein Clickbait, aber ist schon fast ein normaler Titel, oder? Ja, aber kommt drauf an, wer das Video hochladen würde, glaube ich. Bei manchen ist es definitiv Clickbait, aber wenn das ein Video wäre. Ja, aber bei wem wäre das ein Clickbait? Bonjour hat das hochgeladen. Ich weiß nicht. Also ich finde, wenn da so eine Pommes dann nur an Obdachlose verteilt wurde, dann ist das Clickbait. Aber wenn da wirklich Essen verteilt wurde, dann nicht. Das ist halt irgendwie so, ja, was halt der Inhalt des Videos bietet. Ich glaube, wenn da jetzt stehen würde, emotionale Reaktion, dann wäre es mehr Clickbait. Weil so denke ich mir auch einfach, man reactet nur darauf, dass jemand das Essen an Obdachlose verteilt. Das ist ein Capstock geschrieben, hallo? Ja, aber guck mal, Essen an Obdachlose verteilt ist eigentlich halt eher was, nicht jetzt Erzeugendes, weißt du, was ich meine? Ich möchte, dass der Chat entscheidet. Warte mal, erstmal müssen wir gucken, ob da die Mehrheit sagt, nee. Aber ich vertraue euch nicht. Nein. Und dann, wenn wir uns uneinig sind, dann wird der Chat dazu bezogen. Also, ich weiß es nicht. Ich finde,
Ich finde es halt schwierig, weil es diese Kategorie ist ein bisschen fragwürdig, weil du kannst im Prinzip bedeutet Clickbait ja, also so kenne ich es, Clickbait bedeutet, du nimmst einen Titel, der eine Unwahrheit über den Inhalt des Videos bietet. Also quasi du übertreibst schamlos im Titel. So, und ja, das kann ja alles sein. Das stimmt schon, aber für mich muss der Clickbait-Titel auch, also Clickbait bedeutet ja, du willst es unbedingt sehen, was da im Titel versprochen wird. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, habe heute ein Puzzle gemacht, und dann kann es auch Clickbait sein nach deiner Definition, wenn dann im Video kein Puzzle drin ist. Aber der Titel selbst muss ja auch krass sein, damit die Leute sagen, okay, das muss ich mir jetzt ansehen. Weißt du, was ich meine? Und Essen an Obdachlose ist cool, aber das ist jetzt für mich nicht was, wo Millionen Leute draufklicken, oder nicht? Wenn da stehen würde... Naja, für mich wäre es halt... Also wenn so ein, zwei einschlägige Personen auf YouTube so ein Video hochladen, wäre es, glaube ich, schon Clickbait wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch nur zu kulant, aber ich finde das okay. Ja, okay, na gut. Aber dann wird wahrscheinlich alles, was wir nehmen, da zählen, ne? Ja, das meine ich ja. Genau, und deswegen habe ich ja gesagt, es muss schon was sein, wo Leute dann sagen, okay, what the fuck, das muss ich jetzt sehen, weil das habe ich noch nie gesehen. Ich muss es klicken. Wie scheiße ist das? Das ist doch eher ein guter Titel dann. Also ich finde, dass ein Clickbait ist schon... Also Clickbait, guck mal, alleine, dass alles in Caps Lock geschrieben ist, das ist schon Clickbait irgendwie. Ja, aber dann ist es jetzt für Stadtland Fluss ja dann zu einfach. Dann schreibe ich alles einfach in Caps Lock. Dann ist es Nächste Runde beginnt. Nächste Runde fängt an. Aber wenn ich geklickt habe... Nächste Runde, schnell! Was? Dann zählt jetzt alles oder was? Nee, das will ich nicht. Hey, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir nicht. Und Mente sind beide raus. Hä? Stimmt. Wir sind beide rausgeflogen. Ja. Hä? Flo und ich sind mach den Link nochmal neu auf. Vielleicht seid ihr dann in der Runde drin, die wir aktuell gerade drin sind. Hä? Okay. Oh Mann, ey, ich hatte so geile Sachen. In Runde 2 sind wir gerade fertig. Ja, bei mir hat halt auch einfach niemand in den Chat geschrieben. Ich hab geschrieben, aber das kommt nicht raus. Ach so, das. Ach so. Ich habe auch einen Chat geschrieben. Ich sehe auch den Chat noch. Das ist interessant, weil wir sehen den Chat noch von euch. Ja, das Letzte, was ich geschrieben habe, war Hallo cool und ein Smiley-Gesicht. Ich sehe euch ja auch noch und ich habe auch was im Chat geschrieben. Ich bin ja noch drin. Bei mir läuft schon die Runde, nur bei euch nicht. Oh doch, bei mir B, ne? B ist oder? Gerade, ja. Ja, ich habe nichts geschrieben, ja. Stimmt schon, aber... Nehmen wir den? Hä? Ach Mann, das ist ja doof. Warte, verstehe ich jetzt nicht. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht andere Seite probieren. Gibt es eine andere Seite? Soll ich F5? Ich glaube nicht. Aber F5 zurück, jetzt bin ich ja B... Ja, aber wir können B nicht machen. Nee, machen wir dann noch nicht. So, was machen wir jetzt? Ach, schade. Nochmal neu, okay. Und häufiger einen Chat tippen. Ja, sorry, ich hab's auch verpeilt. Aber ich so auch, Mann. Und ohne YouTube-Clickbait vielleicht? Nein, wir können es drin lassen, aber ich würde halt sagen... Lass uns eine neue dazu nehmen, würde ich sagen. Okay, na gut. Dann das... Oder YouTube-Clickbait... Also entweder müssen wir es besser definieren oder neu machen. Ja. Ich finde... Weil ich finde die Kategorie eigentlich ganz geil. Ich finde die auch cool. Ich auch, aber dann können wir nicht alles nehmen. Man kann nicht alles in Caps Lock einfach schreiben. Ja, deswegen, das ist halt, weiß ich nicht. Nee, ich finde, es muss schon ein reißerischer Titel sein. Genau, dann sagen wir doch... Ich finde Stadt, Land, Fluss cool, ganz cool. Ja, aber kannst du dann nicht bei... Dann kannst du doch einfach irgendeine Emotion als Beginn schreiben... Bei, weiß nicht, boah, voll eine reingeschleppert. Ja, und das reicht ja auch schon. Ja, das ist auch gut. Das reicht ja. Maurice schlägt gerade vor, stadtlandfluss.cool als Seite. Kenne ich nicht. Stadtlandfluss.cool, ich guck mal. Oder ist es ein Troll? Ich verstehe es halt nicht, wir hatten ja sonst nie Probleme mit dieser Seite eigentlich. Diese Seite? Das gibt's. Oh, die sieht aber geil aus. Ja. Hä? Bei mir geht's ja nicht. Stadtlandfluss.cool. Fluss mit Doppel-S. Ach so, nur mit SZ geschrieben. Oh, sieht cool aus. Wollen wir die nehmen? Stellen. Wie ist dein Name? Starke Palme. Edo. Spiel erstellen. Anmelden. Beitreten. Zum Spiel. Ja, ist cool. Ja, kann probieren. Ja, aber irgendwie kommt, also verbindet zum Spiel steht da. Ja, bei mir auch. Ja, noch. Steht bei mir auch. Ich hab verbockt, das macht voll Spaß. Das macht auch so Bock. Ich bin drin. Ah, okay. Ich will nur, dass es geht. Und ich habe einen Code, den ich teilen kann. Ja. Okay, dann machst du die Kategorien. Nee, lass uns das Turi mal machen. Okay.
Also warte, ich kann eigene Kategorien noch erstellen. Ich kann das auch machen, wenn ihr wollt, aber... Ah ja, jetzt bin ich auch hier. Dann machen das doch mal Turi machen und Turi schickt uns dann den Code, weil Turi ist, glaube ich, der bessere Gamer. Okay, was hatten wir für Kategorien? Chat die doch die Seite einfach. Genau, Stadt. Genau, Stadt, ja. Videospiel. Ja. YouTube-Clickbait. Todesart. YouTube-Clickbait. Und Twitch-Streamer. Mit über 50 Followern. 100. Oder 100, ja. Fast dasselbe. Twitch-Streamer, Automarke noch? Stimmt, Automarke und Videospiel. Automarke oder Modell? Ja. warte mal, was fehlt? Stadt, Videospiel, YouTube-Clickbait, Twitch-Streamer, Automarke oder Modell? Was war noch? Was habe ich vergessen? Todesursache hatten wir, ne? Ach so, Todesursache. Oh, ja, Todesursache. Todesursache. Okay. Okay. Oh, okay, krass. Einstellung. Ich kam gerade nicht auf Automodell mit E. Ja, ich auch nicht, bis ich dann E-Klasse gelesen habe. Ich habe dann irgendwie dass er dann. Ich war so voll auf eine Marke und nicht ein Modell fixiert. Ah, Ente, okay. Ente. Wir haben aber ein Problem. Ja. Hier gibt es bei Zeitlimit gibt es nur eine Minute. Oder? Zwei Minuten. Mach drei Minuten. Ja, das ist ja kein Problem. Dann machen wir einfach zwei Minuten. Ja. Okay. Dann haben wir 30 Sekunden mehr als eben, ist okay. Ja, ja. Punktestand anzeigen. Live während der Abstimmung, jeder Runde oder was mit einem Squatchstream? Squatchstream ist da. Am Ende, weil es dann spannender, oder? Ja, ne? Am Ende des Spiels, ja. Öffentliches Spiel, nein. Maurice wieder geregelt, hier vor die ganze Seite ausgegraben. Chat sagt, eine Minute reicht. Reicht sogar eigentlich, ja. Also entweder eine Minute oder eine Kategorie dazu. Wird hier vorgeschlagen. Oder zwei Minuten mit der Kategorie zusätzlich, wäre auch nicht schlecht. Ja. Können wir auch machen. Okay, dann lass eine Kategorie dazu machen, dann machen wir zwei Minuten. Was für eine Kategorie? Elektronisches Gerät. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, das finde ich aber cool. Okay. Oh, ein okay. Toaster, eine Tastatur, okay. Einen Föhn. Elektrogerät, schreibe ich. Irgendwas, aber warte mal, ist ein Toaster elektronisch oder eher mit? Ja, klar. Ey, Matteo, also. Was ist ein Toaster? Naja, warte. Also, warte mal. Also, elektronisch ist für mich mit Schaltkreisen und sowas. Du steckst hier die Steckdose. Nein, aber ist das ist elektronisch. Hey, der hat doch einen An-Aus-Knopf. Ein An-Knopf ist ein Hammer-Werkzeug. Ist ein Schaltkreis, oder nicht? Also, nee, das kann... Ja, also, du fechtest doch nicht ernsthaft Toaster an. Doch, weil ich kann nicht mal Maurice dazu ziehen. Ich rufe mal Maurice kurz Matteo, an. Wenn du dich in die Badewanne setzt und einen Toaster reinwirfst, der da steckt. Also, hier wird auch geschrieben, ganz kurz. Ein Toaster ist elektrisch, aber nicht elektronisch. Das ist ja korrekt. Aber er ist doch wohl ein Elektrogerät. Oder nicht? Aber hier wird gesagt elektronisch. Oh, jetzt legt das doch nicht auf die Goldwaage. Du weißt, was wir meinen. Ey, Matteo, Alter, ohne Scheiß, ihr wohnt zwar nur eine halbe Stunde weg, aber ich nehme mir die Zeit gleich. Ja, geh dir mal langsam. Fährst du dann mit deinem elektronischen Auto hierher, oder was? Ja, ich fahre direkt die Treppe hoch zu dir rein, Alter. Klugscheißer. Mit meinem E-Auto. Ja, ihr werdet euch wundern, wie diese Runde hier noch ausgeht. Das ist gerade die Spitze des Eisberges. Okay, ich glaube, ich hab das. Geil. Okay, Togi MVP. Okay, danke, ich weiß Maurice, nicht, ob das jetzt so funktioniert richtig. Keine Ahnung, ob das... Das wird schon funktionieren. I don't know. Ich habe Beitreten gedrückt. Du hast den Ding schon geteilt. Ich bin drin, ich sehe cool aus. Kann ich kicken? Den kopieren? Nein, bitte nicht. Das würde ich fühlen. Avatar man, ändern. Oh. Kann man jetzt schon gleich was zeigen? Oder ist feuriger Was? Feuriger Flo. Dürfen wir schon was zeigen oder sowas? Oder? Ich habe jetzt schon gezeigt. Ja, ich habe auch schon gezeigt. Ja, komm, egal. Spieler 4. Nicht joinen bitte, Chat, okay? Nicht joinen bitte, okay? Bleib cool. Sonst komme ich in meinem E-Toaster und mache ich alle fertig. Okay, sind wir fertig? Kann ich auf Starten drücken? Ich glaube, ich habe alles richtig eingestellt. Starte. Ja. Okay. Seid ihr so groß? Okay, let's go. Good luck, have fun. Ich drehe den Chat weg. Ja. H, wie? Oh, geil. Ah, die Zeit.
Warum geht die Zeit so komisch runter? Weißt du nicht. Fuck, ich Fettfinger! Wow, ich hab's! Alter, die Zeitleiste ist ja ekelhaft, weil die alle 3 Sekunden tickt. Die macht viel mehr Stress, als sie müsste. Ah, nein! Oh, nein. Ja, hey, Loser! Oh, sorry. Okay. Ich war von überfordert. Weiß ich nicht. Hä? Mein Elektro... Ach doch. Okay. Oh, shit. Okay. Okay. Okay, die Seite ist geil, muss ich sagen. Ihr könnt auch Sachen likern. Warum? Dann gibt's Bonuspunkte, lachendes Smiley. Ihr könnt 10 Punkte und ich nur 5. Ihr könnt auch Sachen liken, dann gibt's Bonuspunkte. Okay, also wir starten, okay? Ach, Kreativbonus, okay. Ich sehe es. Ah, okay, geil. Aber hä? Man kann nur 7 Mal liken, steht da oben, ne? Okay, okay. Mal aufpassen. Warte mal, ich mache mal die Cam ein bisschen nach oben, damit ihr das alles seht. Kann man die Seite noch irgendwie ein bisschen zoomen? Ach, das geht auch, nice. Echt? Nein, mit STRG-Shift, ja, oder? STRG ist Mausrad, oder was? Genau, STRG-Mausrad. Kannst reinzoomen, die Seite ist so breit. Oh, geil. Ja. Ja. So, nice. Okay, ich lese vor. In der Kategorie Stadt hat feuriger Flo Hannover, kriegt dafür 5 Punkte. Edo hat Hameln, kriegt 10 Punkte. Turi hat Hitzacker. Hitzacker. Turi, eine Stadt gilt ab 100.000 Einwohner. Bist du dir sicher? Das Hitzacker. Es gibt ja wohl Hitzacker, natürlich. Das wo ist diese Stadt? In Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein. Wo ist, wie viele Einwohner hat Hitzacker ungefähr? Ja, weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall über 10.000. Es muss über 100.000 haben, finde ich. Nee, das nicht. Ja? Scheiße, stimmt. Die Stadt geht schon. Stadt ist 10.000, 10k, Großstadt ist. Ja, okay, na gut. Bevölkerung 4.900, ne? Ja, es reicht ja wohl. Hast du gegoogelt? Ja. Turi, das reicht nicht. Hä, warum nicht? Nein, das eine Stadt ist ab 10.000. Hä? Aber ist das eine Stadt oder nicht? Weil Stadt, hier geschrieben, Stadt in Niedersachsen. Ja, aber nee, sorry, tut mir leid, 4.900 ist keine Stadt. In keiner Definition. Nein. Hä, doch, das ist eine Stadt. Kann einer Definition Stadt, bitte? Also jetzt mal ganz im Ernst. Die kommt auch immer im Radio, wenn gesagt wird, hier, da und da ist ein Stau und da wird geblitzt und so. Ist wirklich städtische so. Siedlung ist in Deutschland die Grenze bei 2.000. Es ist schon eine Stadt, also wir müssen schon fair bleiben, finde ich. Also das ist schon eine Stadt. 4.900 ist für euch eine Stadt. Das naja, klar. Die kleinste Stadt. Ja, ein Dorf mit altem ist Stadtrecht auf jeden Fall nicht. Ist in Thüringen mit 453 Einwohnern. Okay, dann ist einfach alles eine Stadt. Alles. Nee, laut Definition 2.000. Gibt's Leute in den Chats, die aus Hitzacker kommen? Würdet ihr sagen, es ist eine Stadt? Ja, ist es ist schon eine Kleinstadt. Also ja, finde ich auch. Schon, ja, man muss schon fair bleiben, finde ich, Matteo. Also ein Dorf ist es nicht. Ja, dann bleibe ich fair. Okay. Nee, ist cool. Also wie kann man hier nochmal Minus und Dislike geben? Ich habe warum? Ein Like gegeben. Nein, ich frage nur. Ich hab den nicht gegeben. Ach so, das ist Kreativbonus. Aber, okay. Das ist Kreativbonus. Okay, dann haben wir noch Mäntel mit Hannover. Gibt natürlich nur 5 Punkte, weil Hannover ist eine schlechtere Stadt als Hitzacker auf jeden Fall, ne? So, dann gehen wir weiter zu den Videospielen. Der feurige Flo hat da vorgeschlagen Half-Life 2. Gibt's nicht. Klar. Nein. Ja, 3 gibt's doch nur nicht. 3 gibt's nicht. Edo, dachtest du gerade, es gibt nicht Half-Life 2? Ich dachte, es gibt nur Half-Life 1. Du bist Streamer auf Twitch und du weißt nicht, dass es Half-Life 2 gibt. Ist das nicht das, was vor kurzem rauskam mit VR und so? Das ist nee, das ist Alex, oder wie das heißt. Alex, so, also, ich bitte jetzt alle Zuschauer, die jetzt gerade zuhören, ihr Abonnement bei Edo zu beenden. Bitte sofort. Beendet das. Das ist ja. Was ist denn hier los? Ich beruhige mich jetzt kurz. Half-Life? Das ist ja, doch sowieso nicht angesagt. Mal, weil es sonst ja, ich beruhige mich ne, ja auch. Und jammern. Ja, ich jammer gar nicht. Ich bin extrem ruhig. So, das gibt natürlich 10 Punkte. Dann hat Edo geschrieben, Hot Wheels. Gibt's als Game auch? Ja. Hm. Das ist ein richtiges Spiel im Gegensatz zu Half-Life 2, nämlich. Ist Hot Wheels ein Spiel? Ich auch nicht, ey. Also ich kenne Hot Wheels. Also ich kenne es nicht als Videospiel. Also ich sag mal so, wir hätten jetzt auch sagen können, Polly Pocket das Game. Also ich finde, wir müssen, also ich finde,
Ja. Man kann da nicht einfach ins Blaue schießen. Wenn du wirklich weißt... Also, ihr könnt das für 50 Euro bei Steam kaufen. 50 Euro? Okay, dann 50 Euro okay, bei Edo, Steam. Okay, also, pass auf, Edo, du kriegst den Punkt, aber bitte sei ehrlich, wusstest du von dem Spiel? Wirklich? Hot Wheels, 50 Euro. Ich habe es nämlich gesehen bei Steam. Ja, das ist ein Vollpreistitel. Unleashed. Ja, Hot Wheels Unleashed. Muss man auch das TM noch dazu schreiben? Wisst ihr, was mir hieran gefällt, dass jetzt ganz langsam... der echte Charakter der Menschen rauskommt und Flo jetzt langsam realisiert, was für ein hinterlistiger, netter Junge der Edo ist. Ja, er dachte auch einfach, dass es Spaß hier mit Stadt ja, ist. Ja, ne? Da dachte er nämlich, ne? So, okay, Hot Wheels zählt natürlich 10 Punkte. Ja, ja. Das Spiel heißt Hot Wheels Unleashed. Nein, es zählt, ist kein Problem. Ist eine Videospielreihe. Da sind wir nicht so, das sehen wir nicht so eng. Okay. So, dann haben wir hier von Turi Hidden Folks. Ja. Was ist das für ein Spiel? Das ist so schwarz-weiß, da muss man kleine Männchen suchen. Das ist ein richtig schönes Spiel, empfehle ich euch. Aber ihr seid wahrscheinlich zu hibbelig dafür. Hast du schon mal gespielt? Ja, habe ich. Hier wird geschrieben, man kann Dark Mode einstellen. Wo geht das? Hidden Forks gibt es auf jeden Fall für 12 Euro auf. Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen bei dir. Ja. Hast du das nicht gestreamt auch mit deiner Kamera? Okay, so krass. Kamera? Ja. Okay. Ja gut, dann zählt es auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich Halo. Ja, das sieht wirklich ganz cool aus. Ich gucke mir das mal an. Ist es auch. Mhm, vor allen Dingen, da sind alle Sounds in dem Spiel, hat der Entwickler selbst gemacht. Ach, cool. Hat jemand den Dark Mode gefunden? Nee, leider nicht. Okay. Wäre aber geil. Noch nicht leider. Ach, ist doch egal. Aber ich mag die Seite, die sieht echt schön aus. Mega cool, ja. Ja. Mhm. Okay, ich habe Halo fechtet auch keine Ahnung, oder? Nee. Mhm. Das finde ich sogar gut. Moment mal, es gab doch nur Halo 2, oder nicht? Ja, das erste kam nie raus. So, dann haben wir bei YouTube Clickbait vom feurigen Flo haben wir Halt die Fresse, Mama. Ja. Das ist also dein Clickbait. Ja, ich habe da jetzt also echt nur einfach was geschrieben, weil mir nichts eingefallen ist. So, das ist, ich bin fair, das ist jetzt nicht wirklich ein Clickbait. Also ich muss sagen, das wäre mir fast ein Kreativpunkt wert, weil das würde ich klicken. Halt die Fresse, Mama, finde ich richtig krass. Würdest du? Ja, safe, weil ich würde... Was für ein Thumbnail müsste dafür sein, für das Video? Oh. Naja, man sieht so eine Mutter mit so einer... diesen wie heißt denn diese Nanny, wo der dieser Biertrinker, halt die Fresse, und der seine Mutter, kennt ihr den? Nein. Assi? Psycho-Andi? Nee, nicht Psycho-Andi, das ist so ein... Ja, ist schon uralt. Egal, ist egal. Da stelle ich mir das TM vor. Aber okay, ja, gut. Ja, ich würde es safe zählen lassen. Okay. Ja, ich würde auch draufklicken. Ja, ich finde ein kreativer Titel auf jeden Fall. Edo schreibt, Hantel vom Balkon geworfen, totale Eskalation. Würde ich auch klicken. Ja. Würde ich safe auch klicken. Ja, ja. Turi hat, hurra, es ist da, Junge oder Mädchen. Und ich würde es auch 100% klicken, weil ich wissen wollen würde, ob es Junge oder Mädchen ist. Obwohl es mir egal ist. Ich weiß ja nicht mehr, wer. Ja. Aber er würde auch klicken. Und ich habe geschrieben, Hundekacke es gegessen. Würde ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es klicken würde, aber ich würde, also es ist auf jeden Fall ein Clickbait. Also. Wenn da ein Fragezeichen hinter wäre, wäre es noch mehr Clickbait, glaube ich. Hundekacke gegessen. Ja, aber dann ist man so, wenn man Fragezeichen macht, dann ist es einfach nicht passiert und dann fuckt man sich einfach das Video. Und dann am besten so ein Toast mit Nutella drauf auf dem Thumbnail so reinhalten. Ja, oder dieses Video, wo Matteo da diese Currywurst isst. Hundekacke gegessen, Fragezeichen, dann dieses Video, wo der das da von der Straße isst. Ja. Okay, alles klar. Dann Twitch-Streamer haben wir hier. Handoff-Blatt. Das ist richtig, aber auf Twitch heißt da doch mit den I's, oder? Ja. Hendo I of I Blatt oder so, oder? Ja, okay. Dann lassen wir es nicht zählen. Nein, wir lassen es zählen. Aber nein, ich sag ja nur. Ja. Ich sag ja nur. Erfurtel, ne? Erfurtel, ja. Aha, okay. Ja, okay, Flo. Du willst so mit spielen, dann spielen wir so. Ich merke das einfach nur. Ja, wenn du so spielen willst, kann man so spielen. Also, Hand of Blood lassen wir zählen. Edo auch Hand of Blood. Mhm. Dann hat Turi Hirnst. Turi Hirnstutz schreiben, oder? Ja, ich wusste, es gibt einen, der so heißt, aber ich hatte dann keine Zeit mehr, weil das die letzte Kategorie war. Ja, zählt das? Nee, ist ja kein Stream. Nee. Ich wollte ja auch Wobei, hier schreiben. Wobei, hier ist bestimmt auch ein Streamer. Soll ich gucken? Warte mal, ich gucke auf Twitch. Boah, safe, oder? Twitch.
hirnst. Ja, das ist doch safe weg. Also. Ja, aber den meinte ich ja halt nicht. Ja, okay. Hirnsturz. Also da. Nee, gibt's nicht. Gibt's gar nicht. Alter, nee, Chat, gibt's das nicht. Nee. Krass, jetzt könnte Hirnst heißen. Also, wie voten wir das jetzt runter ablehnen, ne? Hirnst. Ich glaube ja. Was heißt mit Daumen? Also ich kann es selbst nicht ablehnen. Daumen runter. Nee. Nur die anderen können. Okay. Ja. Ja. Und ich habe Holly-LP. Ja, ja. Das ist so halt. Ja. Was? Ist aber falsch geschrieben. Ich weiß, aber Hand of Blood auch. Ja. Wie wird Holly denn geschrieben? Mit einer Null. Ah, okay. Ja. Okay. Wusste ich aber weil ich wollte keine Null schreiben, weil. Hm. Ne? Automarke Modell haben wir hier Hyundai falsch geschrieben. Ja, von voriger Flo. Ja, weil da gibt es 10 Punkte für, nämlich. Deswegen. Oh, warte mal. Also. Ja, ja, ist in Ordnung. Also, es könnt ihr ruhig da. Das ist, glaube ich, zu falsch geschrieben. Ich war mir unsicher. Naja, also erstmal, du hast nur zwei Buchstaben vertauscht. Ich würde es zählen lassen. Das Problem ist nur, weil die anderen auch alle Hyundai haben, kriegst du 10 Punkte dafür und die anderen nur 5. Ja, ist okay, ist okay. Nee. Das ist echt problematisch. Wir schreiben das auf. Wir ziehen, Flo, in der Endwertung 5 Punkte ab. Aber ich würde es zählen lassen. Was ist, wenn nur einer das runtervotet? Oder nur das geht nicht. Nur alle. Ja, Flo muss 5 Punkte abgezogen bekommen. Ja, lass es einfach zählen. Schreib es in den Channel rein. Okay. Wer macht das? Schreibt das irgendjemand auf? Ich kann nicht schreiben, aber... Ich schreibe das mal hier mit rein, warte. Ja, warte, ich schreibe es bei Discord sonst auch. Ach krass, man kann ja direkt im Internet suchen klicken an der Seite, sich jetzt Hyundai minus 5. Das ist direkt, um den Streit zu ersparen. Ey, wisst ihr, wie geil das ist, dieses Spiel zu spielen, ohne diesen Druck zu haben, die ganze Zeit was zu tippen müssen im Chat? Ja. Das ist so chillig. Ganz angenehm. Das ist so, das war so stressig immer. Geil. So, also Edo und Turi haben auch Hyundai, kriegen auch 5 Punkte. Ich habe Honda. 10. So, dann gehen wir über zur Todesursache. Ja. Flo sagt, die Hai-Attacke würde ich gelten lassen. Also auch, wir haben ja vorhin gesagt, woran ist er dann gestorben? Verbluten oder so. Aber Hai-Attacke ist für mich halt ist ein Todesgrund. Spezifisch. Also da wird nicht Biss stehen, sondern da wird schon Hai-Attacke stehen. Ja, genau. Hai-Attacke. Finde ich gut. Edo, Hungertod. Ja, also verhungern im Prinzip. Aber Caps Lock auch extra. Genau. Das ist Clickbait. Clickbait. Bonuspunkte für Clickbait, Turi, Hirntumor. Ja, ist auf jeden Fall, könnte eine Todesursache sein. Ich habe Hackebeil im Kopf. Ja. Also, ich weiß nicht, ob da wirklich Hacke... Ja, obwohl, wenn das wirklich ein... Also so ein Hackebeil ist so ein Fleischerbeil, ne? Ja, so ein großes Fleischerbeil, also nennt man das, also was nennt man, das ist ja auch nicht wirklich ein Stich, nennt man das erschlagen? Weil das ist ja nicht wirklich ein Stich, ne, wenn man von einem... Nee, ein Stich ist es nicht, nee, das ist schon... Aber wie nennt man das denn, erschlagen? Oder gespalten. Gespalten. Gespalten, ja. Wahrscheinlich, ja. Ich würde, also, wenn da wirklich ein ich glaube, das würde da, also das ist schon okay, finde ich. Ja, das ist okay. Okay, aber ich glaube, man wird nicht Hackebeil schreiben dann. Ja, aber wenn das wirklich so ein... Ja, man würde Fleischerbeil schreiben. Genau, das Verb dazu ist dann hiebt. Also wenn man mit einem Beil reinhackt, hiebt. Er wurde gehiebt. Hieb-Attacke. So, dann haben wir als nächstes Elektrogerät. Oh, da ist mir nichts eingefallen. Da hat der feurige Flo Herd. Ah, da muss ich jetzt aber noch mal... Also ein Herd... Theo, das passt. Ist es ein Elektroherd oder ist es jetzt ein normaler Herd? Was ist denn, also, denn kannst du aber auch Elektro-Glatteisen, Elektro-Laufband, Elektro-Fahrrad, dann kannst du ja alles überall das E vor. Ja, warte mal, aber guck mal, bei Fahrrad, ne? Wenn ich schreibe Fahrrad, zählt Fahrrad dann auch? Oder ist eher nur Elektrofahrrad das Elektrische? Also wollen wir da wirklich so pingelig sein oder wollen wir alles, was irgendwie Strom hat oder so? Gibt es einen Herd ohne Elektro? Ja, also alte Gasherde, Du hast auch einen Gasherd Elektro, sonst kannst du das Gas nicht anzünden. Feuer. Nee, mach mal mit einem Feuerstein. Feuerstein. Ja, okay. Ja. Aber dann würde Herd gar nicht zählen, obwohl es ein Elektroherd ist, aber bei H geht es dann nicht. Weil, mir ist egal. Also ich finde. Nee, passt schon, Herd ist elektrisch. Also so, wenn wir uns darauf einigen können, wir haben alle ein Herd zu Hause, der elektrisch funktioniert. Ich wollte nur mal angesprochen haben, dass man könnte es anfechten, wenn man ein Arschloch ist, aber das mache ich nicht. Ich würde alle drei anfechten, weil ich nicht geschafft habe, was aufzuschreiben. Ach so. Okay, also Haarglätteisen ist auf jeden Fall elektrisch und ein Handy habe ich bisher noch nicht analog gesehen. Würde ich auch nicht anfechten, weil ich es auch selber geschrieben habe. Edo, ihr müsst mehr diskutieren. Hackebeil im Kopf hätte früher nie gezählt.
Warum nicht? Matteo? Ich finde, wir diskutieren schon relativ viel. Ja, also wenn Hai-Attacke zählt, dann zählt auch Hackebeil im Kopf. Also eigentlich haben wir vorhin gesagt, es zählt nur wirklich das, was am Ende aber zum Tod geführt hat. Ja, dann hier, Hirnblutung oder was? Um fair zu bleiben, ich glaube, es steht eher Hai-Attacke statt Hackebeil im Kopf. Ist eher, ich glaube, das würde, das steht, glaube ich, so gut wie nieder. Aber Hai-Attacke, glaube ich, steht schon im Todesbericht drin. Ja, okay, im Todesbericht würde ich Hai-Attacke auch eher sehen. Aber guck mal, ja. Ido, was ist ein Hungertod? Was ist dann, woran bist du gestorben? An Organversagen? Ja, nee, Hunger ist keine Todesursache. Natürlich, Hunger. Kannst verhungern. Ja, aber was ist dann die Todes- und die Organversagen? Ich weiß nicht, was am Ende dazu führt. Aber ja, doch, das ist ja dann Organversagen. Du kriegst ja kein, die Organe funktionieren nicht mehr, weil du keine Nährstoffe mehr bekommst. Ja. Nicht der Hunger. Du stirbst nicht am Hunger. Sorry, ja. Edo, das kann ich genauso anfechten. Ja, deswegen, ja gut. Ja, aber, also wenn jetzt jemand kommt ins Leichenschauhaus, nimmt eine Akte und da steht, da ist jemand verhungert, steht da eher drin, als da steht ja, nein. Im Kopf. Ich war bei einer Autopsie schon dabei. Da muss ich aber zustimmen. Nee, ich war schon bei einer Autopsie dabei. Da wird dann immer geguckt, welches Organ hat versagt, was zum Tod geführt hat. Und nicht Hungertod, das ist viel zu allgemein. Mhm. Ja, aber okay. Also einigen wir uns drauf, dass du Unrecht hast. Nehmen wir einiges drauf, dass alles zählt in der Kategorie bei uns. Okay. Na gut. Okay, gut, dann fertig. Nächste Runde, oder? Ich finde, nichts gilt von euch. Aber ist dann okay, um mal das Beispiel aufzugreifen, Matteo, ist dann nicht, wenn jemand an Altersschwäche stirbt, ist es ja auch Organversagen. Ja, genau, stimmt. Das ist ja theoretisch dann auch so, wird hier im Chat geschrieben. Das genau, stimmt schon. Stimmt, ist auch richtig, ja. Okay. Und stirbt dann nicht am Alter. Es sind ja viele Leute alt, die sind nicht tot. Ja, aber was, ja, steht da wirklich Organversagen oder steht da Altersschwäche? Herzstillstand wäre zum Beispiel. Oder Leberversagen oder Nierenversagen. Ja, oder okay. Ja, warum hast du Herzstillstand dann nicht hingeschrieben? Naja, weil sondern beim, Hackebeil im Kopf. Naja, weil das im Kopf ist und nicht im Herz. Ja, okay, gut. So, okay, gut. Ja, dann nächste Runde. Ich sehe schon, das läuft ganz gut. So, ich bin ready. Ja. Wo muss man hier drücken? Unten, ach, unten rechts, ja. Okay. Okay. Good luck, have fun. Oh, jetzt gibt's. Warte. Ja. Oh, okay. Und B. Oh, B. Das hatten wir vorhin auch schon. Wie Bonjour. Ja. Ah, scheiße, Schreiben. Scheiße. Ah, nein! Oh, shit, ey, aber jetzt war die Zeit aber. Zwei Sachen haben mir gefehlt. Jetzt war die Zeit aber richtig schnell vorbei, oder nicht? Ja, das ist schon echt schwer. Oh, scheiße. Oh, okay, aber okay, na gut. Oh, scheiße. So, dann beginnen wir bei der Stadt. Flo hat geschrieben Bremen. Das ist definitiv eine Stadt. Ja. Stadt bei Turi ist Bernburg. Turi, willst du uns provozieren? Nein, die ist in, ich weiß nicht, ob es Sachsen oder Sachsen-Anhalt ist. Wie viele Einwohner? Wie viele Einwohner? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Drei, vier? Vielleicht 30.000. Du bist durchgefahren in einer Sekunde, oder? Sachsen-Anhalt, Kreisstadt. Wie viele Einwohner? Bernburg an der Saale. Oh mein Gott. Also, Turi, warum hast du so komische, warum weißt du sowas? Ja, weil ich nicht Berlin oder Bremen schreiben wollte, weil ich auch 10 Punkte haben wollte. Ja, okay, dann haben wir bei Edo Berlin. Ich bin schon wieder raus, oder was? Nee. Wie raus? Hä? Bist du? Ach, warte mal. Nee, doch nicht, doch nicht. Nee, Entschuldigung. Okay, gut. Und dann haben wir, ich habe Bern geschrieben, weil ich Berlin nicht nehmen wollte. Das, ey, ohne Scheiß, Edo wird bestraft, nee, wird belohnt für seine Faulheit. Er wusste, dass Berlin mehrere haben werden, aber alle anderen haben sich Mühe gegeben, was anderes zu schreiben. Und er ist einfach, hat einfach die Lösung genommen, die offensichtlich ist. Und hat einfach 10 Punkte, ist unverschämt. Na gut. Videospiel haben wir bei Flo
Brawlhalla gibt es überhaupt? Ja, komm, Matteo, tu nicht so. Es ist ein Videospiel. Hast du schon mal gespielt überhaupt? Natürlich, ich bin der Beste auf der Welt. Okay, gut. Dann haben wir bei Turi Borderlands. Ja, gutes Spiel. Habe ich auch gern früher gespielt. Edo Battle Brothers. Oh, habe ich letztens einen Trailer gesehen. Sieht auch geil aus. Ganz cool. Ja. What is it? Kenne ich gar nicht. Das ist so. Das sind Figürchen, die. Ja, genau. Ja, so Mittelalter-Kriegssimulation. Also nicht Simulation, sondern so strategiemäßig. Ja. Ich habe Bugsnacks. Oh, das ist bestimmt dein Lieblingsspiel, oder? Aber die schreibt man mit X übrigens, glaube ich. Ich weiß, aber ich wusste das nicht. Aber ihr wisst das Spiel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ist dir aufgefallen, dass wir gesagt haben, wir nehmen eine zusätzliche Kategorie und dafür 2 Minuten? Jetzt haben wir eine zusätzliche Kategorie und eine Minute. Ich möchte kurz mal anmerken, Matteo, Bugsnacks schreibt man zusammen und mit X sogar. Also das sind direkt 2 Sachen falsch. Oh. Ist ganz schön am Spiel vorbei, ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie die anderen dazu stehen. Ja. Da müssen die anderen jetzt was dazu sagen. Aber ihr wisst schon, welches Spiel. Ganz klarer Downvote. Aber ihr wisst ja schon, welches Spiel ich meine, oder? Nee, Downvote. Okay. Warte mal. Was war jetzt mit Bugsnacks? Was war da? Ja, guck mal, Bugsnacks wird erstmal mit X geschrieben, nicht mit CKS. Okay. Und zusammen sogar. Ich hab's halt phonetisch, damit ihr wisst, was ich meine. Mhm. Okay, und da seid ihr knallhart jetzt. Also Flo, eigentlich sind wir nicht knallhart, aber Matteo, also irgendwann musst du knallhart werden. Der macht das ja die ganze Zeit schon. Also es wäre wie so eine imaginäre Faust. Ich habe bisher, hab bisher noch nicht einmal Punkte abgezogen. Immer nur diskutiert, ne? Also ich verstehe euch, aber wir müssen vielleicht definieren, ab wann das aufhört, irgendwie so ein. Also ist jetzt vielleicht bei Hand of Blood diese 2 I's, ist das schon Grund genug oder Bugsnacks nicht zusammen und mit einem X? Also wir wissen ja, was gemeint ist. Also ohne da jetzt irgendwie den Spielverderber zu spielen, aber ein bisschen solidarisch müssen wir schon sein. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen, müsste dazu. Ne? Zieh nicht die Karte. Also ich finde, es ist schon sehr Ich bin in Russland geboren. Also wenn er jetzt Bugfruits geschrieben hätte oder so, oder Bugfood, dann hätte ich gesagt, okay. Ja. Aber Bugsnacks, das finde ich schon okay. Flo, du hast mich überzeugt. Danke, Flo. Und danke alle. Aber es sind 2 Sachen falsch von dem Spiel. Das ist okay. Tori, jetzt beruhig dich doch erstmal bitte. Ich bin komplett ruhig. Gut, dann lass uns doch weitermachen bei YouTube Clickbait. Flo sagt, Bumsen im Park, Ausrufezeichen. Ja, das war, ich würde klicken. Ist auch Clickbait, vor allem, weil im Park. Okay. Ja, na klar, im Park, öffentlicher Raum. Im Park, ne? Ja. Menschen. Turi sagt, Bär nachts aus Zoo befreit. Oh, das ist ja eine richtig Feel-Good-Story. Mhm. Ja, mit dem Bolzenschneider. Außer der Bär hat dann die gegessen, die befreit. Also, keine Ahnung. Mhm. Okay. Ja, finde ich gut. Würde ich mir auch ansehen. Mhm. Edo schreibt, Bruder mit Einbrecher verwechselt. Das finde ich auch geil. Oh ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich auch nice. Ich hab mal die gute Clickbait, sollte YouTuber werden. Was ist dann passiert, Edo? Also der hat den erschossen und das war dann super traurig eigentlich, weil die ganze Familie dann zerbrochen ist. Vater ist Alkoholiker geworden und so. Was ist denn dann für einen Kreativbonus kriegt man 15 Punkte direkt. Kann ich das mal wegnehmen? Oha. Kriegt man direkt 5 mehr. Das ist ja krass. Krass, danke. Ja. So, dann habe ich. Reingelegt. Ich habe hier Bumsen mit Zuschauern. Ich habe sie alle rangelassen. Das ist jetzt Clickbait oder ist es deine Geschichte? Das überlasse ich dir. Besuch mich doch mal, Edo, oder findest du es raus? Ich komm vorbei. Ich habe nicht umsonst jetzt über 30 Monaten abonniert. Ich will auch was dafür haben. Hast du? Ich bin, glaube ich, schon 35 Monate Bonjour-Sub, ja. Was? Krass. Alter, das ist ja heftig. Ja. Nice. Ja. So, dann bist du auf jeden Fall auf der Bumsenliste ganz oben bei mir. So, dann haben wir Twitch-Streamer. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe nichts eingefallen, ich schwöre. Bei Turi haben wir, vor allem, das Erste, als die Runde begonnen hat, das Erste, was Edo gesagt hat, Baby Bonjour. Das Erste, was er gesagt hat. Okay, Turi sagt Bierbaron. Ja, den kenne ich, der hat Papsi gespielt. Aber ich glaube, der heißt Bierbank oder so, oder? Ah, nee, es gibt beide. Jetzt. Ach so. Bierbank gibt es auch, aber Bierbaron gibt es doch auch. Nee, warte mal, Bierbaron ist doch so ein Saufladen auf Mallorca, oder nicht? Nee, ich meinte so ein PUBG-Streamer. Das ist Bierbank, du meinst Bierbank. Wer ist ein Bierbaron nochmal? Weiß ich nicht.
Ich dachte, aber ich meinte Bierbank, PUBG auf jeden Fall. Ich meine Bierkönig. Bierbaron Twitch-Streamer, such mal bitte. Kenn ich auch nicht. Ja, ich gucke auch. Kenn ich auch nicht. Gibt's nicht? Oh, dann gibt's hier Minus. Ablehnen. Ja, es gibt Bierbadbaron. Also es gibt Bierbaron mit X davor und so, aber... Ja, aber wenn du nicht wusstest, wen du meinst, weißt du, was ich meine? Dass wir alle keinen Streamer mit Bier kannten. Ja, ist krass, obwohl hier jemand mit... Ja, mir ist halt erst im Nachhinein eingefallen, dass das Bierbank gewesen sein muss, weil ich halt an PUBG gedacht habe, aber Bierbaron dachte ich halt... Ja, X Bierbaron, X hat 70 Follower. Wir haben gesagt, 100 Follower ist auch die Grenze. Deswegen. Ja, okay. Ja, ja. Und Bonjour, lassen wir mal gelten, würde ich sagen. Oder gibt es sogar 20 Punkte, weil sonst niemand das in der Kategorie hat. Das ist ja krass. Ja, verdient. Das ist krass. Okay, dann Automarke oder Modell. Flo hat Brabus, Mercedes. Ja, also lassen wir nicht zählen. Also Brabus... Ist eine Tuning-Marke. Ja, ist so eine Tuning... Also das ist so ein bisschen wie so Maybach, weißt du? Also das sind so umgebaute Mercedes, sehr teuer. Wie AMG oder was? Ja, würde ich nicht zählen lassen. Wobei Maybach ist eine Marke, Brabus nicht. Brabus ist halt AMG ist auch eine Marke, so gesehen. Ja, ist das eine Marke? Ja. Also AMG oder Maybach kommt von den Herstellern selbst. Brabus ist eine externe Tuning-Firma. Die holen sich den Mercedes zum Beispiel rein. Tunen den. Nee, aber AMG kommt direkt von Mercedes. Aber kommen sie nicht. Ganz viele hier im Chat schreiben, Brabus ist eine Marke. Ja, okay, also es ist eine Marke, auf jeden Fall. Brabus ist aber keine Automarke, es ist eine Tuning-Marke. Naja, aber die haben, also es gibt auch ein Brabus Smart, dann, die haben extra ein Logo, also es gibt wirklich dieses B, also es gibt schon. Ne? Ja, aber das ist ja nicht, also das Auto ist ja weiterhin, das ist ja nicht die Automarke, es ist eine Tuning-Marke. Ist die Frage, ob es zählt. Aber ja, wollen wir den Chat entscheiden lassen? Also ich hätte nicht gedacht, dass es, also der Chat, also die schreiben alle, das ist eine Marke. Also hier direkt der Eintrag ist halt auch, die Brabus GmbH ist ein Unternehmen in Bottrop, das hauptsächlich im Bereich Fahrzeug-Tuning, vor allem für Mercedes-Benz-Modelle tätig ist. Richtig, aber es ist keine Automarke. Darüber hinaus ist Brabus ein eingetragener Fahrzeughersteller. Ja, dann ist warte es eine Marke. Aber Fahrzeughersteller ist für mich Automarke, es zählt. Ja, weil, okay. Also wenn die nur tunen und selber keine Autos herstellen, dann hätte ich gesagt, kann man anfechten. Aber wenn da steht Autohersteller, dann ist es meiner Meinung nach eine Automarke, oder nicht? Brabus ist vom Deutschen Kraftfahrtbundesamt als Automobilhersteller anerkannt. Okay, dann zählt's. Okay. Wenn die das wirklich als Automobilhersteller anerkannt sind, dann zählt's. Okay. Ja, okay, cool. Habe ich noch nie von gehört. Habe ich schon mal gehört, aber... Ja. So, dann, dann haben wir bei Turi Bulli. Da weiß ich nur nicht, da lasse ich mich gerne belehren, weil ich kenne zum Beispiel auch bei Motorrad MZ zum Beispiel, da gibt es das EZ-Modell, das nennt man auch umgangssprachlich Etze und so kenne ich es vom... Bulli ist ja eher der Transport, der T1, 2, 3, 4. Hießen die wirklich Bulli oder, also stand da wirklich als Modell Bulli oder ist das so umgangssprachlich? Da lasse ich mich gerne belehren, das weiß ich nicht. Ich glaube, Bus war das auch und halt umgangssprachlich dann. Aber also ich kenne das als T1, 2, 3, 4, 5, 6 Modell, so kenne ich's. Also es sind diese VW T1. Und genau, so. Das Modell heißt, glaube ich, dann T1 und die sind von VW. Aber Bulli ist, glaube ich, einfach nur was, wie man die genannt hat, oder? Also Bulli ist umgangssprachlich. Bulli ist ein Spitzname, so kenne ich es eigentlich auch. Ja, aber umgangssprachlich kann doch wohl auch zählen, oder nicht? Ich weiß nicht, also dann kannst du auch, dann kann Mercedes... Benz ist ja auch kein, ein Benzer würde ich jetzt auch nicht zählen lassen. So. Ja, oder ein Beamer. Ja, stimmt schon. Beamer bei BMW kannst du auch nicht zählen lassen. Nee, muss ich leider, tut mir leid, Tori. Mann. Obwohl, warte ganz kurz. Mickey schreibt, VW E-Bulli gibt's. Also, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht der Spielverderber sein, aber... Ja, aber dann ist es ein E-Bulli mit E. Bulli ist ein Modell. Es gibt Bulli als Modell. Ja, ich kenne es auch umgangssprachlich nur. Gibt es Bulli wirklich als Modell? Jetzt sagt der Serie, Bulli ist ein Modell. Ha. Ja, ich dachte halt auch, dass man das so nennen kann. Vielleicht nehme ich es nochmal zurück. Also das ist halt so ist wie Golf 1, 2, 3, bla bla bla. Aber wenn man sagt Golf, weiß ja trotzdem jeder, dass es ein Also Hotte schreibt, der liebe Ben schreibt, laut VW-Homepage ist Bulli der eingetragene Name. Deswegen, okay. Also wenn das, ich weiß gut, es nicht, dann würde ich es zählen lassen. Ja, dann würde ich auch zählen lassen. Wenn es da steht, dann würde ich auch zählen lassen. Die so wie bei Brabus. Busse werden auch von VW Bulli genannt und sind ein geschützter Name. Ein hier ansässiger Autoverleih musste das Bulli aus seinem Namen rausnehmen wegen Copyright. Ja. Okay. Okay. So, dann Bentley.
Ist so ich hab's falsch geschrieben, aber. Ist egal. Nee, ist richtig, glaube ich. Ja, okay. Schreibt man das nicht so? Das ist okay. Richtig geschrieben. Ich dachte, man muss irgendwo mit A hin, aber ja. Okay. Okay. Und ich habe Beetle, das ist aber falsch geschrieben. Aber ihr wisst. Mit Doppel-T, glaube ich. Ja, ne? Aber ihr wisst, was ich mit Beetle meine, oder? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. VW Beetle. So, ja. Dann. Ich bin nach wie vor, möchte ich übrigens die Bugsnacks anfechten, ne? Ja, das kannst du ja machen, ja. Aber du bist ja nur eine von drei Stimmen. Das heißt, du hast nicht die Mehrheit, um dann ein Vote zu triggern, ne? Reicht leider nicht, Dori. Okay, aber ich finde, wenn wir das wirklich anfechten, dann müssen wir ab jetzt knallhart sein. Denn hätte Hand of Blood auch nicht gezählt, dann müssen wir wirklich, also ich finde, so schwammig, entweder wir machen es knallhart oder wir sind ein bisschen fair. Ich finde da. Guck mal, bei dem Hand of Blood, da ist es halt, finde ich, fast sogar noch in Ordnung, weil er heißt ja auf anderen Plattformen so. Aber Bugsnacks, dieses Spiel, es wird zusammengeschrieben, das S ist klein und ein X, also das halt, aber, das sieht aber komplett anders aus. Aber das Spiel gibt's und ich meinte das Spiel. Und es zählt da nicht, ist es nicht geiler, wenn du ein Spiel kennst, was richtig ist, aber du hast ja, es falsch geschrieben, mal, als wenn du Bierbank irgendwas. Habe ich auch falsch geschrieben. Du hast Bierbaron geschrieben. Da sind auch nur drei Buchstaben vereint. Aber das ist ja ein ganz was anderes. Das ist ja nicht mal phonetisch ähnlich. Ich meinte ja den PUBG-Spieler. Aber ich habe mich ja nur vertippt. Ja, aber es hört sich ja nicht an. Bierbaron hört sich nicht an wie eine Bierbank. Also ich bin auf beiden Seiten. Also generell bin ich ja dafür, Rechtschreibfehler sollten kein Ausschlusskriterium sein. Aber das ist nicht mal mehr ein Rechtschreibfehler. Das ist ja schon wirklich anders geschrieben. Ja, okay, dann lass uns gar nicht diskutieren, sondern dafür gibt es ja die Funktion Daumen runter. Also wenn dann jeder, also wenn ihr der Überzeugung seid, das zählt nicht, dann gebt einen Daumen runter und so würde ich es halt handhaben dann. Weil dann kannst du dich ja sonst zu Tode diskutieren, oder? Ich habe einen Daumen runter da immer noch. Das ist okay, das hat er verdient, einen Daumen runter. Okay, einen Daumen runter, mit dem kann ich leben. Der natürlich nichts bringt. Aber ist okay. Okay, danke. So, okay, der böse Wille zählt. So, dann haben wir hier bei erstmal Todesursache, haben wir bei Flo B, E. Kannst du es noch ausführen, Flo? Nee, oder? Nee, also das ist, gebt das einen Daumen runter, ich wusste da nichts. Ich habe einfach irgendwas reingeschrieben. Hätte eine Abkürzung sein können, wir bionische Einheiten. Betrunken irgendwas, aber keine Ahnung. Okay. Votet das runter. Daumen runter. Turi hat Blutverlust, das ist auf jeden Fall eine Todesursache. Und ich habe Burnout. Burnout ist keine Todesursache. Also kann man so einen extremen Burnout haben, dass man davon stirbt? Nein. Glaube eher nicht. Burnout ist was ganz Schlimmes, aber du stirbst davon nicht. Also das ist, es ist mental, kann es sich komplett kaputt machen. Das ist wirklich eine unfassbar schlimme Geschichte. Aber das ist nichts, was jetzt sofort zum Tod führt. Also ey, wir müssen übrigens alle Daumen runtergeben. Ja, habe ich gerade gesehen. Okay, na gut. Also Burnout, ja, kann nicht zum Tod führen, sagt ihr, ja? Nee, würde ich nicht sagen. Okay, gut, dann macht Daumen runter. Ist fair. So, dann geht's weiter mit Elektrogerät. Da Turi das Bügeleisen, genau. Edo hat auch das Bügeleisen. Das würde ich nicht zählen lassen von Edo. Bügeleisen. Ich auch nicht. Ist das wirklich ein Elektrogerät? Das frage ich mich nämlich auch, weil da kommt ja Wasser raus. Da kann ja, da kommt ja Wasser. Warum seid ihr denn jetzt so? Weil, also mir gegenüber, hä? Nein, weil guck mal, da kommt ja Wasserdampf raus. Wenn da Strom drin wäre, würde man ja einen Stromschlag kriegen. Das heißt, per Definition kann das schon kein Elektrogerät sein. Das ist ein Dampfgerät. Das war ein Joke, ne? Also es war schon ein Joke. Das ist Steampunk. Das Dampfbetrieben. Das war Mobbing, weil Flo darauf gewartet hat, dass ich Edos Bügeleisen ankreide. Hä? Nein, hat er gar nicht. Ich habe einfach nur einen Joke gemacht. Weil das war Mobbing. Aber auch ein Joke kann Mobbing sein, das weißt du, Flo, ne? Also auch ein Joke kann Mobbing sein. Also was du für dich witzig findest, können andere als Mobbing empfinden, das weißt du, Flo, ne? So, weiter. Und ich habe vielleicht wisst ihr es nicht. BA steht für Barium und Barium ist hochgiftig. Okay, also Barium ist ein Elektrogerät. Okay. Gut, dann fertig. Weiter geht's. Okay. Okay, nächste Runde. Mit Luck erfahren. Okay, let's go. Ich mache einen Chat wieder zu. Fertig. So, zwei von vier fertig. Drei von vier fertig. Viel Erfolg. Wir haben echt wenig Zeit, ne? Das ist krass. Ja. Mach dich bereit. Es ist. Ich bin bereit. Ich kann so langsam. Warum sind hier fünf Leute drin? Okay. Gott.
Fuck. Fuck. Boah. Fuck. Alter, ich habe alle. Easy, Mann, war das einfach. Ey, du hast echt alle. Ich hab wieder verschissen. Oh, krass, das war echt einfach. Matteo sagt, war wieder einfach und da steht wieder unten wieder BA. So, okay, wir beginnen mit Stadt. Jemen, das ist keine Stadt, das war mal ein Land. Ja. Ist das wirklich so? Das ist ein Land, ja. Jemen ist ein Land. Stadt, Jemen ist, ja, zu spät. Oder gibt es eine Stadt, die auch Jemen heißt? Ich kenne nur das Land, Jemen. Okay, ja, aber. Da würde ich das, glaube ich, nicht mal, obwohl ich bin mir, ich will irgendwie die ganze Zeit fair spielen, aber. Hä? Warte mal. Willst du jetzt sagen, es ist unfair zu sagen, dass keine. Nee, warte mal. Ich hätte dann so gesagt, okay, wenn es eine Stadt gibt, dann nehme ich die, aber das war ja nicht die, auf die ich spekuliert habe. Deswegen, ja, Daumen runter, gut ist. Flo, du musst nicht über fair spielen. Versuch zu gewinnen, ne? Das ist ja nicht. Ja, aber, ach, weiß auch nicht. Ja, so. Ist okay. Dann haben wir bei Edo haben wir Jena. Mhm. Sehr gut. Bei Turi. Jever, das ist ein Bier-Turi. Mhm. Das zählt nicht. Daumen runter. Passt. Und dann, ich habe Jena. Hab ich abgeschrieben bei Edo. Ich habe dann Stream auf. Du solltest nicht so häufig bei mir abschreiben. Da kommt nicht so viel Gutes mal rum. So, Turi, ist Jever wirklich eine Stadt? Ja, natürlich. Da kommt das Bier her. Oder. Turi ist gerade gemutet, aber ja, auf jeden Fall. Turi? Hey, warum bin ich denn hier gemutet? Keine Ahnung. Ach so, wegen Shortcut, wegen Hotkeeper. Ja. Ah, was? Jever, ja. Spricht man die Stadt. Jever, ja, das genau. Bier heißt zwar Jever, aber Jever gibt es auf jeden Fall. Jever. Natürlich. Na gut, dann glaube ich das mal. Klingt nicht erfunden. Ja. Dann kommen wir zu den Videospielen. Ja. Der vorige Flo sagt Jack and Dexter. Ja, das ist doch okay, ein oder? Gutes Spiel, ja. Mhm. Aber ich wusste nicht, ob das mit CK, das weiß ich nicht. Ich dachte mit K, deswegen, ich habe es mit K geschrieben, aber ich war mir nicht sicher. Kein Problem, das ist, da drücken wir aber mehrere Augen zu, das ist kein Problem. Dann, Edo hat Jurassic World, das ist ein Film, aber ist es auch ein Spiel? Also ich habe da auch ein Gameboy-Spiel. Das ist das, was jetzt rausgekommen ist, das ganze, also so Aufbauspiel, Jurassic World. Wo die Dinos so ausbrechen und Menschen fressen können. Das ist ein super krasses Emulationsspiel, Jurassic World, AAA sogar, glaube ich. Und so, glaube ich. Ja, okay. Das ist ein AAA-Title. Das hat Beam ganz viel gestreamt. Ja, okay, cool, geil, kannte ich nicht. Turi hat Jack and Dexter auch, also zählt natürlich auch. Ja. Aber ihr kriegt jetzt beide 10 Punkte, ne? Das ist ein Problem. Ihr kriegt jetzt beide 5 Punkte abgezogen. Dann müssen wir händisch minus 5 Punkte bei beiden machen. Ja, müssen wir uns notieren. Genau. Habe ich mir hier mit rein. Ja, und ich habe Jenga. Das gibt es als Videospiel bei Steam. Haben wir schon mal gespielt bei Yellow. Ja. So, dann YouTube Clickbait haben wir Flo. Er schreibt, Japan komplett nackt erforscht. Okay, ja, ich würde sagen. Finde ich spannend. Ehrlich? Oh, ich denke mir, das ist ein Scheißtitel, aber. Ja, aber sind es nicht die besten? Ja, okay. Das sind die besten Titel, wo man denkt so, hä, warum? Ja, okay. Warum in Japan nackt, hä? Dann Edo hat in Caps Lock jetzt Lottoscheine gewinnen. Alles muss raus. Ja, finde ich ganz gut. Wobei jetzt halt so einfach, ja, okay, kann man zählen lassen. Jetzt. Ja, ja okay, ja. Dann haben wir bei Turi. Ja. 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 Würde ich klicken sogar. Weil ich einfach, mich interessieren zu was und warum. Ja, kommt halt drauf an, wie das Vorschaubild aussieht, ne? Dann würde ich schon. Aber okay, jetzt sind wir aber, jetzt dehnen wir das aber sehr weit. Also jedes Wort einfach. Ich glaube, mein Classic-Vorschaubild wären zwei Leute und der eine kniet vor der anderen Person. Also je nachdem, keine Ahnung, was auch immer es für Leute sind. Mann, Mann, Frau, 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 Mann, wie auch immer. So heiratsantragmäßig wahrscheinlich. Das ist ein Placement von Rewe, wird hier geschrieben. Ganz cool. Nee. Ja, okay. Nee, aber ist das echt jetzt, also ich würde es anfechten, ganz ehrlich, weil das ist mir zu wenig als Clickbait-Titel. Das ist mir zu wenig. Tut mir leid, das ist mir zu wenig. Ja, ganz kurz. Nee, Turi, sag. Ich habe ja mein Thumbnail erklärt. Ja, ich würde ja danach gefragt. Also, ich muss noch mal ganz kurz Jenga. Also ich auch. Das gibt's also nicht. Es gibt es wohl nicht. Also Matteo, sag mal ehrlich, gibt es das Spiel? Habt ihr das bei Yellow gespielt? Wir haben, also ich weiß, ihr habt das physisch gespielt, aber es ist ja kein Videospiel, oder?
Ja, vielleicht. Gibt's doch nicht bei Steam. Okay, also ablehnen. Würde ich schon sagen. Wartet mal. Einen Moment, kurz Ruhe. Ja. Hat Matteo seins gar nicht angesprochen, eben in der Kategorie? Wir, doch, ich habe es vorgelesen. Und habt, Jenga haben doch vorgelesen, ihr habt alle gesagt, okay. Das wäre ein Classic Case von Schummel. Ich würde sagen, auch jetzt. Minuspunkt, das war Schummel. Nee, was? Also ob das das gibt oder nicht, müsst ihr anfechten. Okay. Matteo, sag mir mal, wo gibt es das Spiel? Ja, gibt's nicht. Aber ihr müsst es ja anfechten, wenn ihr glaubt, es gibt's nicht. Gut, ja, es gibt es nämlich. Es gibt es nämlich für die Nintendo, gibt es es doch, aber du wusstest es nicht. Also gibt es keine Punkte. Nee, warte. Du hast gesagt, das gibt es nicht. Nein, ich wusste nicht, ob es auf Steam gibt. Aber es gibt's ja. Edo, ganz ehrlich, du kannst nicht anderen Leuten Punkte zuspielen. Ich habe ihm gerade gesagt, Matteo, sag mir, wo es das Spiel wirklich gibt. Und du hast selbst gesagt, es gibt es nicht. Nein, aber das ist aber jetzt. Das ist aber nicht mehr die Diskussion, sondern Jenga ist ein Spiel und es gibt es als Videospiel. Ja, aber guck mal, Matteo, ganz ehrlich, die Punkte, die gelten nicht, weil du dir nicht mal die Mühe gemacht hast, danach zu suchen jetzt. Warum soll ich ihn danach suchen? Das hat Edo für mich gemacht. Wenn das nicht Schummeln ist, wie würdet ihr dann Schummeln definieren? Aber warum sollte das denn Schummeln? Nee, ganz kurz, ich will einfach nur wissen für die Zukunft, was Schummeln ist. Weil, also man kann ja nichts weiter außer gezielt versuchen, Wort durchzubringen, was Quatsch ist. Das ist ja Schummeln. Matteo hat was hingeschrieben und wusste es nicht, er hat einfach geraten. Und deswegen, wir entscheiden wir sind Schiedsrichter mit unserem Daumen. Und ich sage, es zählt nicht, weil der einfach geraten hat. Also, es gibt Jenga, als Spiel gibt es. Ja, auf dem Nintendo DS. Ja, aber was tut es zur Sache? Dass du geraten hast. Wusstest. Du hast selbst gesagt, das gibt es nicht. Du hast einfach irgendwas hingeschrieben und hast geraten. Also guck mal, ich gebe euch, ich wusste nicht, dass es auf Steam ist. Aber wenn ich sage, es gibt Jenga das Videospiel, dann könnt ihr das anfechten. Aber wenn es dann doch gibt, dann habe ich ja trotzdem die Punkte, oder nicht? Ja, aber Matteo, weißt du was? Das war jetzt nur ein Test, weil das gibt es nämlich gar nicht für Nintendo DS. Wir wollten nur gucken. Das war ein Joke. Genau. Ich google jetzt selbst, Mann! Guck mal, und er hat sich bis jetzt noch nicht mal die Mühe gemacht, zu gucken, ob es das Spiel wirklich ist. Ja, weil ich nicht raustappen will, weil ich liege sonst. Und dann noch so, und das Krasse, wie der noch beschissen hat. Jenga gibt es 100%, ich habe aber bei Yellow gespielt. Wir haben es aber auch bei Yellow gespielt, aber nur halt physisch. Das ist Schummeln. Also, das ist richtig. Jenga. Ja, physisch. Das Ding heißt Videospiele. Also ich finde da auch nichts. Jenga Videogame. Okay, das lassen unsere Daumen unten. Da musst du was lernen. Das gibt's hier. Jenga World Tour. Jenga Wii Games. Es gibt's. Warum ist warte. Warum ist es zu spät? Matteo, also ich finde, der Grund, dass du gesagt hast, dass es war ja kein Videospiel, was ihr bei Yellow, du hast da, ich finde, das ist schon Schummeln, finde ich, wenn du jetzt gezielt darauf gehst, dass ihr es bei Yellow gespielt habt, aber habt ihr ja nicht. Und er hat gesagt, ja, okay, Jenga auf Steam. Jenga auf Steam gibt es nicht. Ja, aber guck mal, okay. Ich habe dort gelogen. Ja, aber, es gibt kein Jenga auf Steam. Aber für das Spiel selbst gibt es Jenga als Videospiel. Wissentlich gelogen. Also geschummelt. Nee, nicht wissentlich. Ich wusste nicht, ob es es gibt. Ich habe spekuliert, ob es es gibt. Genauso wie du Bierbaron. Das war ja dann auch gelogen. Nein, war es nicht. Warum nicht? Weil das war nicht gelogen, weil Turi hat an einen bestimmten Streamer gedacht, wusste aber nicht mehr genau, wie er richtig heißt. Du hast einfach geraten und noch gelogen und gesagt, ich habe an Jenga das Spiel gedacht. Du hast doch komplett die Situation erfunden. Du hast gesagt, haben wir bei Yellow gespielt? Haben wir auch Steam gespielt. Dabei habt ihr das sogar in Person also gespielt. Alles, was ich gesagt habe, war korrekt. Wir haben alle bei Worte aus deiner Mund waren nein. Wir haben so, wie es ist, drei Daumen nach unten, fertig ist. Jetzt werde ich sehr hart durchgreifen. Also jetzt werde ich sehr hart durchgreifen. So, aber erstmal sind bei bei YouTube Clickbait-Titel. Ich finde, es ist ein Clickbait-Titel. Ja, finde ich auch. Lass dich zählen. Also einfach nur ja. Naja, ich finde halt, kommt drauf an. Also Turi, möchtest du nochmal deine Geschichte erzählen mit dem Vorschaubild? Dann überlege ich. Das Thumbnail? Ja, genau. Naja, es sind zwei Personen drauf, aber man sieht halt noch keinen Ring oder so. Halt nicht diese typische Geste, dass jemand einen Ring hochhält, sondern die eine Person steht, die andere kniet davor. Aber das hast du dir. Wie die Umgebung ist, weiß ich nicht. Aber hast du dir das ausgedacht, als du die Antwort geschrieben hast? Oder hast du dir das gerade am Ende zusammengereimt, nachdem die Zeit schon vorbei war? Nein, ich habe mir das ausgedacht, als ich die Antwort geschrieben habe. Dachte ich, das wäre ein Clickbait-Titel für so ein Hochzeitsvideo. Warum hast du nicht geschrieben, Hochzeit irgendwas oder so? Weil das die letzte Kategorie war, die ich hingeschrieben habe und ich mir dachte, und überlegt habe kurz,
und dachte, ja, okay, das reicht. Also aber ist Jade ein Clickbait-Titel? Ist ja. Das ein Clickbait-Titel? Würde ich schon sagen. Also das ist schon... Okay, was ist dann kein Clickbait-Titel? Nein. Ja, zum Beispiel irgendwie Moin. Warum ja, ist genau. Das kein... Also, aber ja sagen, ist... auch kein Clickbait unbedingt. Ganz kurz, eine Sache noch. Ich habe den lieben Konfuzius, der oder die Liebe, die mir nochmal oder der geschrieben hat, die haben es nicht mal bei Yellow gespielt, sondern bei AOK. Also, du bist einfach. Ja, aber ich versuche hier zu gewinnen. Oh, Theo, ey, du bist einfach. Du bist, geil. So. Okay. Also, ja. So, okay. Ganz kurz an unsere Mods. Können wir Konfuzius bei uns Timeout? So, okay, weiter geht's. Dann der nächste Clickbait-Titel ist von mir. Jeder ist nackt, Familie zu Besuch im Zoo. War der Zoo in Japan? Dann würde ich es gelten lassen. Wollte ich auch gerade sagen. Nein, der war in Deutschland. Hat die nackte Familie nachts den Bären befreit im Zoo? Nein, die haben Lottoscheine verteilt an die Affen im Zoo. Ach so, okay. Die haben dann gerubbelt und dann haben die Affen alle 1 Million gewonnen und dann konnten die den Zoo kaufen und dann waren die eigenständig im Zoo. Wahrscheinlich will ich draufklicken, ist okay. Ja, ja, das ja, ist schon ist Clickbait. Okay. Also ich würde jetzt bei Tobis Ja würde ich auch draufklicken, wenn jetzt aber als nächstes kommt Nein, nochmal, dann nicht mehr. Also beim ersten Mal würde ich das cool und spannend finden, beim zweiten Mal nicht mehr so. Okay, dann Twitch-Streamer, Jen Jan hat Edo. Ja, kleine Korrektur, das N ist groß, ne? Das zweite N ist groß, nur zur Korrektur, aber natürlich zählt das. Dann meinst du aber jemand komplett anderes, Edo, damit, oder was? Und hast einfach nur geraten. Willst du mich komplett verarschen? Turi hat Jan ist an TV. Shit, hätte ich vielleicht auch drauf kommen können. Ja. Ja. Sehr gut. Und ich habe Jay. Ist eigentlich Pete's Meat, ne? Wenn du den meinst. Nee, ich meine den nicht. Ich meine Jay. Wer ist Jay? Der ist ein User, der hat 1168 Follower. Warte mal. Wir haben gesagt. Ja, okay, wir haben, was war das letzte Video? Twitch-Tracker. Das ist egal, das ist ein Twitch-Streamer. Warte, heißt der Jay? Wirklich ich weiß, glaube ich, wen Matteo meinte. Ja. Wenn er ursprünglich J3. Schreiben wollte. Ja. Okay. Aber. 3 Buchstaben auf Twitch, ich bin mir nicht sicher. Also J3. Oh, nee. Ja. Aber 3 Buchstaben darfst du auf Twitch nicht mehr haben, eigentlich, außer du bist Mitarbeiter. Das ist einer der. Ich sag jetzt einfach. Ich sag nichts, ey. Prüft's nach. Prüft's einfach nach und dann guckt ihr, wie viel Follower der hat. Und wenn er über 50 hat, dann ist es eine legitime Antwort. Ja, aber gibt's nicht. Doch. Es gibt keinen Jay. Gibt Jay. Muss ich jetzt selber wieder googeln? Ja, google mal. Nee, würde ich nicht zählen lassen. Jay, warte mal. Ich gucke jetzt gerade bei Twitch-Tracker. Jay. So. Es gibt einen Channel, der heißt Jay. Ja. So, der den habe ich auch. Er war bisher zweimal mein. Ich habe ihn gerade auf. 1,2000 Follower, Jay. Er wird genauso geschrieben, wie ich ihn geschrieben habe. Und er ist. Ja, ist okay. Das ist genau okay, die Definition. Ja, okay, Matteo, ich gebe. Also, ja? Aber ich sage ja, wenn du ehrlich bist und sagst, dass das einfach nur ins Blaue geraten war. Ja, natürlich, aber. So ehrlich, ja, okay, so ehrlich ja, bin okay. ich, aber das ist. Genau nach der Definition, wie wir es gesagt haben. Ja, ist okay. Er hat 1600 Follower, er war schon insgesamt 5-mal live, ja. Er hat 8 Stunden gestreamt. Ja. Nee, warte mal, der hat 8 Stunden gestreamt, ja. Ja. Aber warum findet man den nicht bei Twitch selbst? Ja, ich war gerade auf seinem Channel, ich war gerade auf seinem Channel drauf. Also auf Twitch-Tracker finde ich ihn, den Kanal. Ja, ja, so. Das kann ja in Ordnung sein, aber warum findet okay. man... Ist okay, ist okay. Also ursprünglich wollte ich auf, erfüllt ist. Ja, ursprünglich wollte ich auf Oscar, aber ich kam nicht mehr so weit. Ja. Also Jay Corner, den kennt ihr, glaube ich, nicht von GTRP. Ja. So, okay. Ja, doch, ich ja. Ich ja, du kennst den, ja, ich weiß, ja. weiß. So, dann Automarke, Modell haben wir hier beim Flo den Jetta. Das ist VW, ne? VW Jetta. Jetta. Ja. Auch Bora später gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall ein Auto. Dann haben wir bei Edo der Jaguar, das ist auf jeden Fall eine Automarke. Und ich habe Jade. Oder ja, Jade auf Deutsch, oder? Also. Muss ich jetzt wieder selber googeln. Ist denn Jade für, also. So, ich hab's offen. Honda Jade gibt es. Ja.
Ist eine Honda auf? Produziert von 2013 bis 2020. Ist Matteo ein Van. Denkt sich schon wieder nur einfach, Scheiße aus. Dass du einfach damit durchkommst. Ne? Also ja. Ist aber, es gibt den Honda Jade. Honda Jade ist ein Kompakt-Van, japanischer Automobilhersteller. Also ich habe den hier offen, halt, der Honda Jade. Matteo, alle, sei okay, bitte sei aber wieder ehrlich. Ja, guck das mal, war ins Blaue geraten, oder? Versteht ihr jetzt, warum ich ihm vorhin nicht die Bugsnacks geben wollte? Könnt ihr es jetzt verstehen? Ja, viel besser verstehen als vorhin. So, Leute, jetzt beruhigen wir uns mal, bevor das hier ein Mobbing ausartet. Und dann machen wir weiter bei der Todesursache. So, dann haben wir hier bei Turi die Jodvergiftung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Todesursache. Weil ich krass, ich hätte nicht gewusst, wie man Jod schreibt. Ich wusste nicht, dass es so simpel geschrieben wird. Ja, Jodvergiftung passt sogar. Ja. Wisst ihr, was physiologisch ähnlich ist wie Jod, was von der Schilddrüse auch aufgenommen wird. Jodeln? Ja. Kokain? Technetium. Das ist ein Isotopen-radioaktives. Mhm. Und das wird in der Nuklearmedizin verwendet. Damit und das wird mit Jodeln abgekürzt? Nee. Nee, da gibt es sogar Strahlenbehandlung für Schilddrüsen. Das habe ich damals, das war mein Job. Ich habe da gearbeitet, also habe ich meine Ausbildung gemacht. So, cool. Dann haben wir bei mir Jodeln. Ja, das ist ja, das steht außer Frage, oder? Außer kann man, einer fehlt noch, wer hat noch? Hä? Ja, Moment, was heißt außer Frage weg? Warum? Was? Man kann zu Tode gejodelt werden. Weiter. Sprechen wir über die App? Okay, das nächste, Elektrogerät. Elektrogerät. Okay, dann haben wir bei Turi Jartengerät. Jodelcomputer, willst du mich komplett verarschen? Ich wurde reingelegt. Ich wurde reingelegt. Von einem Jartengerät wurde ich reingelegt. Okay, jetzt sind beides nicht. Ey. Warte mal. Eins nach dem anderen. Erstmal Jartengerät. Gibt's das, Turi? Nee, ne? Ja, natürlich das zum Jäten vom Garten. Deswegen heißt es so. Ja, ja, ich habe auch mal Praktikum Galabau gemacht. Da war auch das Jartengerät. Aber ja, ne? Ey, das war kein Joke mit dem Technetium, mit der Nuklearmedizin. Das ne? meine ich doch. Meinen Sie gearbeitet. Kartengerät? Ich Kartengerät. Okay, dann habe ich der Jodelcomputer. Und jetzt hört mich kurz an. Hört mich doch was kurz macht an. Der? Druckt der Jodeldiplom aus? Nein, der Jodelcomputer funktioniert nicht wie ein elektrisches Gerät, sondern der wandelt Jodel in, also die Akustik, wandelt der um über einen Transformator in Strom. Und wenn du in so ein... Okay, scheiß drauf, mach's einfach weg. Ey, so, fertig. Jetzt kurz, ganz weiter. Kurz. Ich, das Jod, ne? Also, das ist erzählt, aber wird Jod nicht IOD geschrieben? Also, Nein, das Iode, die du meinst. Jod schreibt mal wirklich so. Was ist denn das Jod? Also, ist das das, was... Das Jodsalz oder was ist das? Nee. Das Element wird mit I geschrieben und das Jod so wird mit J geschrieben. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja. Gut, Das habe ich auch gerade. Ah, Jod gibt es auch. Es geht beides, wird hier geschrieben. Ja, es geht beides. Ja. Aber ich kenne es auch nur mit J in der Schreibweise. Ja. Ja. Ah, mit I ist die wissenschaftliche Schreibweise. Genau. Okay, I see. Mit I kenne ich das gar nicht. Ich kenne das nur mit J. Aber ohne Scheiß, ich will es auch nochmal geschrieben, dass Turi mit Ja Ausrufezeichen durchkommt, ist eine Frechheit. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wer schreibt das? Warte, ich lese mal vor. Edo-P steht da hinten. Hey, du sollst nicht vorlesen, was ich dem Chat schreibe, Alter. So, okay. Bin ich voll gecallt. Nächste Runde, let's go. Okay. Wir haben echt wenig Zeit, ey. Nächstes Mal müssen wir eine Kategorie weniger. Ja, zwei Zeit. Von sechs? Nächstes Mal, wir haben drei Runden gespielt, fünf Stunden diskutiert. Vier von sechs? Warum von sechs? Sind hier Leute reingejoint oder was? Hä, wirklich? Hä, geht doch gar nicht. Aber wir sind nur vier. Von sechs? Hä? Ach, Mann. Halt, wartet mal, halt, stopp. Halt, einen Moment. Es sind wirklich vier Leute hier drin, weil alle Daumen runter, es sind auf einmal drei von vier. Fünf sind drin jetzt. Oh ja, stimmt. Unbesiegbare Palmen. Wartet mal, ich kann doch Leute rausschmeißen, oder? Ja, ist auch so unnötig. Werdet ihr gekickt? Ja. Ist so unnötig. Macht uns bitte das Spiel nicht kaputt. Das wäre sehr schade. So, was haben wir hier? Okay, geil. Okay, es geht weiter. Wir sind bei fünf. Immer noch Leute. Och nee, geht bitte raus. Okay. Gehen wir weiter, sagen wir mit ey. Ja, deswegen, die Runde ist für den Arsch gerade, weil da Matteo Lee heißt auch noch, ey. Ja, die Runde ist für den Arsch, oder? Was machen wir jetzt? Ja. Kann die Person nicht rausgehen einfach? Aber spielt ihr jetzt, oder? Ja, aber das bringt nichts, weil die Runde davor ist ja für den Arsch. Warum? Ach so, ja. Wegen der Punkte, weil das alles nicht zählt. Ach Mann. Och nee, Leute. Why?
Das heißt, wir starten nochmal komplett von vorne. Müssen wir, ja. Okay, dann starten wir nochmal komplett von vorne. Leute, macht uns bitte das Spiel nicht danke kaputt, auf okay? Auf jeden Fall. Wird das Spiel kaputt machen. Okay, wir müssen gucken, dass wir den Link jetzt bitte komplett verstecken einfach. Aber ja, das Problem ist, als ich googeln musste, musste ich es ja minimieren. Ich kann nicht anders googeln. Weißt du, was du machen solltest? Mache ich auch. Google einfach auf dem Handy. Ah, okay. Nimm das Handy, Google da drauf. Mache ich auch. Ja, okay. Na gut, dann. Du musst das Fenster gar nicht verändern. Okay, dann gehen wir hier raus. Okay, neuer nein, Versuch. Nein, jetzt so gut. Ja, dann, wenn wir heute eine Runde schaffen, wäre es geil. Das war Warm-up. Ist okay. Okay. Oh, wir sollten mal Kategorien jetzt ändern, weil wir haben jetzt schon viele. Wir sollten ja, austauschen neue, jetzt. Neue ja, Kategorien. Okay, okay, ja. Okay. Dann schalte ich hier auf groß. Schade, ich hätte es gewonnen, glaube ich. Macht es bitte nicht, joint nicht da rein. Ihr wollt doch auch sehen, wie wir Spaß haben, oder ja, nicht? Ja. Und dann also macht ihr uns das kaputt. Und ihr macht es auch ja für euch auch kaputt, weil ihr habt ja auch keinen Spaß immer dran. Eben. Mhm. So, was für Kategorien? Okay, dann. Vor allen Dingen, ich verstehe halt gar nicht, wieso das ist, weil ich habe. Wie was ist? Weil du die Maximalspieler eingestellt hattest? Nee, man kann hier keine Maximalspieler einstellen. Ja, dann, okay, dann versuchen, ich versuche es nicht rauszutappen, ja. Dieses Mal. Okay? Gleicher Link nicht, ne? Ist ein neuer Link. Nee, das wird neue Karte machen wir. Einfach, am besten, wie gesagt, Matteo, mach das auf dem Handy, ja, nicht raustappen und dann ist gut und dann bleiben wir einfach komplett im Browser drin. Ja, okay. Okay, cool, dann neue Kategorien. Wollen wir diesmal Stadt Land nehmen? Ja, können wir. Ja. Und zwei Minuten einstellen. Ja. Eine Minute war. Ja, oder 90 Sekunden oder so. Also ja, 90 Sekunden, aber zwei Minuten. Zwei Minuten ja, okay, für sechs Kategorien. Ja, ja. Ich schätze, wir schaffen eh nur noch zweimal oder so, wenn überhaupt. Wir reden echt lange so dazwischen. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist. Ja, aber das macht das Spiel halt aus. Aber wenn Matteo ein bisschen weniger Quatsch schreiben würde, dann würde es auch ein bisschen schneller gehen. Wenn er also, das, was du als Quatsch siehst, waren legitime Antworten. Ne? Es gibt Jenga. Ich kaufe dir das zum Geburtstag. Gerne. Auf dem okay, Nintendo DS. So. Was für Kategorien nehmen wir noch? Also Länder haben wir jetzt schon. Ne? Dann. Lass mal Chats vorschlagen, vielleicht finden wir da was. Beförderungsmittel wird hier vorgeschlagen. Krankheiten. Kündigungsgrund. Ja. Buchtitel. Körperteil. Also, ich finde Kündigungsgrund cool. Das könnte Clickbait-Titel ersetzen, weil es auch sowas in die Richtung ist. Okay. Ja, mach Kündigungsgrund. Aber ja. Klar, da wird viel Diskussion sein. Aber ja, mach mal Kündigungsgrund. Ja, ja. Kinofilme wird hier vorgeschlagen. Ja, ich auch Filme, ganz, Serien, auch cool. Ja, lass Filme und Serien finde. Machen. Das finde ich geil. Mhm. Ja, das ist cool. Was ist mit Statussymbole? Oh, das wieder, da kann dann wieder alles kommen. Da steht ja, dann wieder ja auch. Und dann... Naja. Ja, schon auch. Küchenutensil. Ja, hier wird noch vorgeschlagen Helden-Schurken, finde ich auch ganz oh, cool. Aber das ist schwer, ja. Das ist aber ja, oder geil. So fiktiver Charakter halt. Ja, ja. Fiktive Charaktere, ja. Das ja, Flo das nochmal so ja, betont, ne? Das war so klar. Aber fiktive Charaktere sind ja mit Serien und Filmen. Ich habe da überhaupt nein. Nichts rein in der nö, ich nö. Schwer. Also ey, soll ich Matteo, jetzt, ohne Scheiße. Sind wir jetzt fiktive Charaktere? Ja. Aber passt das mir noch mit Serien und Filmen, weil das ist schon sehr ähnlich. Ja, das stimmt schon. Wir könnten machen fiktive Charaktere. Aber aus Videospielen. Aber das ist echt hart. Ich kenne mich da lass nicht doch einfach nur in general, einfach fiktive Personen so. Okay, ja. Okay. Ja, was noch? Okay. Rufe? Ich hätte gern. Ruf? Ich hätte gern. Ja, Tori? Ich hätte gern so eine Kategorie wie etwas, das in eine Streichholzschachtel reinpasst oder so. Aber kein Insekt oder kein Lebewesen. Das ist sowas ganz Kleines halt, wisst ihr? Okay. Etwas, was in eine Streichholzschachtel passt. Das ist okay. Ja. Finde ich gut. Wie okay. Nenne ich die Kategorie? In Streichholzschachtel? In ja, Streichholzschachtel, aber ja. Wir wissen kein Lebewesen, ja? Kein. Ja. Also genau. Keine Insekten. Oder anorganisch. So. Nicht sagen, dass da ein Wurm drin ist oder so. Okay. Aber was ist ein Gummiwurm? Aber warte, was heißt anorganisch? Ein Gummiwurm würde gehen. Okay. Was ist, wenn ich sage Erbse? Ist das jetzt organisch? Erbse würde ich sagen gilt. Kein Lebewesen, sagen wir kein Lebewesen, okay? Ist eine Pflanze kein Lebewesen? Ja, weil sonst kannst du da einen Marienkäfer reinpacken, eine Ameise, alles, weißt du? Okay, Pflanzen, also keine Tiere und Insekten, okay? Ja, aber okay, würde dann zählen Minisocke?
Das ist eine Minisocke. Kommt doch, ja, haben wie klein die ist. Eine selbstgestrickte Minisocke. Ja. Eine Streichholzschachtel, da musst du dann überlegen. Kriegst du ja eine Minisocke rein. Das meine ich. Also, dann kannst du ja auch Mini-Fahrrad nehmen. Also, da, wisst ihr, also. Ja, aber wenn man das abused mit Mini irgendwas, dann zählt es ja, okay, wieder nicht für mich. Okay. Ja, okay. Okay, das Wort Mini darf nicht vorkommen. Außer, okay, es ist das Wort selbst. Also, zum Beispiel, Minotaurus ist ja Min. Was? Ja, Minotaurus passt da nicht rein. So ein Schlaganfall? Ich hatte gerade einen Schlaganfall. So, okay, wie viele Kategorien haben wir denn jetzt? Wir haben Land, Kündigungsgrund, Filme oder Serien, fiktiver Charakter und in Streichholzschachtel. Eine brauchen wir noch. Mentalsglied, oh, das fand ich voll ärgerlich. Oh, hey, hey! Ekelhaft. Und dann noch... Pornotitel, aber das geht nicht, da kommen wir, kriegen wir Probleme. Aber gut, ja, dass du es gesagt hast nochmal. Mhm. Ekelhaft, Schlagzeile, Straftat, Mobbing. Oh nee, das ist wirklich. Alkoholische Cocktail. Was? Alkohol? Finde ich ganz gut, weil was Panabea gerade schreibt, ein Wort mit drei Buchstaben. Oh, das ist, boah, aber, das ist aber hardcore schwer, oder? Mit drei Buchstaben, cool. Okay, finde ich auch cool, finde ich auch cool, finde ich geil. Finde ich geil. Oder mit fünf? Ja. Nee, mit drei, ja, mit drei. Okay, mit drei, das ist geil, das ist geil. Okay. Ja. Aber ja, bitte mehr Zeit, bitte mehr Zeit, weil das war zu... 2 Minuten statt einer. Geil. 6 Kategorien, hab 10 Minuten. Ich habe 2 Minuten eingestellt. Geil, okay, geil. Okay, nice. Geil. Ich hab Bock, ich hab Bock. lass uns, ja, wie viele Runden? Wir spielen ja eben noch diese Runde, ne? Diese Runde, 5 Runden. 5 oder 6? Egal, ihr habt Zeit. 5, ja, lass Hauptsache, 5. Wir leaken nicht den Code wieder, ne? Ja. Nee, niemals. Ja. Sonst müssen wir nochmal neu anfangen. Das wird nicht passieren. Okay. So, Rundenende nach Zeitlimit. Punktestand am Ende des Spiels. Okay, das müsste passen. Runden 5, Rundenende, Kategorien. Okay, müsste fertig sein. Okay, okay, cool. Let's go. Geil. Geil. Let's go. Okay, ich schicke euch das hier wieder rein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, jetzt alles entscheidende Runde. There it is. Ja. Alles oder nichts. Und am besten nicht leaken, sonst ist es nicht die entscheidende Runde. Okay. Ja. Ich habe jetzt. So, ich kann nicht leaken. Ich habe schon geleakt, scheiße. Ich habe nicht geleakt. 12 Monate. Sag mir, wenn ich reinschalten darf. Sag mir, wenn ich reinschalten darf. Ich sehe es ja selbst. So. Warte mal, wir dürfen noch nicht reinschalten. Okay, soll ich auf Starten drücken? Ja, drück Starten Start. Und dann schalten wir rein. Und jetzt okay, dürfen wir, ne? Ja, so, jetzt let's go. Ja. Chat weg, okay, und let's go. Okay. Ja. Oh, fuck. Okay. V, ja? Ich wurde reingelegt. Jenga, ich wurde reingelegt. Bonja Herz. Hä? Oh Gott, ich bin überfordert. Ach du Scheiße. Aber wir haben zum Glück mehr Zeit. Geil! Was denn? Er hat ein Wort. Fuck. Ich hab alles. Ja. Ich auch. Ich auch, aber nicht. Oder Land? Nicht gut habe ich's, scheiße.
Geil, ich weiß nicht, ob das ein Land ist. Okay, shit. Oh, ich glaube auch alles. Alter, ich hatte am Anfang voll die Blockade, Alter. Hat bei mir ewig gedauert, bis ich überhaupt irgendwas gekommen bin. Ja, es wundert mich bei dir. Ah, okay. Ey. So. Nochmal richtig gelackt am Ende. Wir beginnen mit dem Land. Edo hat Venezuela. Ja. Turi hat Venezuela. Fabelhafter Flo hat Venezuela. Und ich habe Vietnam. Ich hatte zuerst Vorpommern, das ist ja ein Bundesland, das hätte aber nicht gezählt, ne? Nee. Das ist kein Land, nee. Gut. Ich habe gestern Nacht um 7 Uhr habe ich Länder gelernt für heute. Kein Joke. Okay. Ernsthaft? Ja, ist kein Joke. Zähl alle auf. Ey, wisst ihr, was der Joke ist? Dass du sagst, gestern Nacht um 7 Uhr. 7 Uhr ist morgens früh. Ja, bestimmt, ja. Ich habe nur halt X, da gab es irgendwas in China, da gab es irgendwie so ein. Das hat aber nicht ganz gezählt. Und Y gab es nur Jemen halt auf Englisch. Deswegen wusste ich es vorhin auch. Was geil wäre Vatikanstadt. Wie das Land. Ja, wäre auch cool gewesen, genau. Ja, gab es sogar noch ein cooles mit V. Ich weiß gar nicht. Gut, dann Kündigungsgrund. Vertragsbruch. Das ist auf jeden Fall ein Kündigungsgrund. Turi hat auch Vertragsbruch. Krass, okay. Dann Flo hat Verteilen von Schellen am Chef. Wow. Das ist auf jeden Fall ein Kündigungsgrund. Das wäre mir, fast ein Kreativpunkt wert. Ja, okay. Ja, safe ist es ein Kündigungsgrund. Ich habe Verträge gestohlen. Ein Kündigungsgrund sein, ja. Ja. Dann haben wir Filme und Serien. Eduard Venom. Oh, sehr gut. Ja. Ist der gut? Hätte ich noch nicht gesehen. Ist okay. Also das ist der Spider-Man mit der Zunge, ne? Ja, der Parasit oder der. Genau, wenn du so auf schwache Action stehst, wird hier Dings entwickelt, glaube ich. Wer steht nach schwache Action? Tom Hardy. Ed Hardy spielt bei schwache Action-Filmen. Ed Hardy ist bei WWE. Wenn sie schwache Action lieben, dann ist Ed Hardy ihr Mann. So. Okay, Turi hat V. Vor Vendetta. Ich habe, also Flo hat Vikings, ist eine Serie, sehr gute Serie, glaube ich sogar. Und ich habe V wie Vendetta. Wir haben aber dasselbe jetzt. Wir müssen bei uns fünf Punkte abziehen. Ja, da müssen wir uns das aufschreiben. Ich schreibe es kurz in den Chat. Okay. Mhm. Okay, danke. Dann fiktiver Charakter. Edo natürlich smart. Ohne Scheiß. Da müssen wir überlegen, ob wir da Punktabzug machen, wenn man dasselbe mehreren Kategorien schreibt. Ja, wieso das denn? Venom ist der Film und Venom ist auch der Charakter, hä? Geht doch nutzen. Also, Venom, nicht Venom. Venom, dann würde ich es anfangen. Ja, dann bin ich hier auch. Heißt es nicht Venom? Ja, das heißt Venom. Ist doch scheißegal. Nee, ist nicht scheißegal. Es geht, wie das geschrieben ist. Okay. Wie es gesprochen wurde. Okay, wenn du das meinst, Bugsnacks, ich sag nur Bugsnacks. Venom, 10 Punkte. Dann haben wir Turi. Wie LOL. Ist es von League of Legends ein Charakter oder was? Ja, so mit pinken Haaren. Die hat pinke Haare. Nicht anders? Nee, die hat pinke Haare und diese Handschuhe. Okay. Ich kenne mich mit League so aus. Ich habe nur die Serie neu erkennen. Ja, Chat sagt zählt. Zählt, stimmt. Okay. Ja, okay. Dann haben wir von Flo Vino. Ja, Vino ist ein Nebencharakter in Gothic 2. Also ich. Ist halt ein fiktiver Charakter. Ist okay, wenn wir das nicht zählen lassen, aber ist ein Nebencharakter. Nee, also Flo, hör bitte mal auf, immer zu sagen, ist okay, wenn wir das nicht zählen lassen. Steh doch mal zu deiner Antwort jetzt. Steh doch mal dazu jetzt. Also Vino, also Vino ist ein Bauer, den du bei Loberts Hof direkt am Anfang triffst und dem du Wein bringen Dann zählt das. Vino sagt zu Wein nie, ich kann es nicht, aber ihr wisst, ne? Also Nino, ja genau. Vino sage ich Nino. Ja, das ist halt fiktiv. Also die kenne ich gar nicht. Ihr kennt nicht Veronica Mars? Nee. Und dann googelt mal. Das ist eine sehr gute Serie. Während die Google meine Idee, die aus dem Chat kam, bei Filme, Serien, wo Turi und Mente beide das geschrieben haben, nur unterschiedlich geschrieben haben, können wir da vielleicht Flo und mir einfach einen Kreativpunkt geben, da mal 5 mehr, dann müssen wir es nicht subtrahieren. Dann passt es von den Punkten wieder. Oh ja, aber dann haben wir unsere Kreativpunkte vergeben, oder? Kann man die immer, kann man jede Runde geben? Ich glaube, deine verfügbaren Likes für diese Runde, ich weiß nicht, ob, also oben steht Antworten Runde 1. Also ich vermute, es ist für diese Runde nur, oder? Also nur, als damit wir es nicht niederschreiben müssen, damit wir es wo war das denn nochmal? Also mir müsste da einfach mir und Flo jeweils was geben.
Dann mache ich Vikings Plus und dann machst du Venom Plus. Venom, sorry. Jetzt hat hier einer zu viel. Einer muss rausnehmen. Ach so. So. Ja, jetzt passt es eigentlich wieder. Jetzt ja, okay. Dann machen wir das gut, so. Ist, ja. Gut. Ist okay. Ja, ja, ja. So, Veronica Mars, gibt's die? Ja. Also, es wird die wird wohl mit C geschrieben, aber ja, ich finde das okay. Ich finde es okay. Okay, passt. Okay. Ja. Ich habe sie selber nicht gesehen, aber ein Kumpel von mir hat die gesehen, hat mir empfohlen. Der wollte mal, dass ich die gucke. Also, ich weiß auch, dass es die gibt. So, dann. Ich kenne es halt bloß nicht überhaupt. Kannst ja geben. In Streichholzschachtel, also was passt in eine Streichholzschachtel? Mhm. Edo hat Ventil von einem Fahrrad. Ja. Das ist sehr gut. Mhm. Turi hat Verlobungsring. Oha, auch sehr gut. Ich musste so lange überlegen. Ja, sehr gut. Flo hat Vaseline. Was hast du noch vor, Flo? Passt. Ich weiß, also ist da eine ganze Tube drin oder hast du die da einfach reingeschmiert? Also du kannst ja Vaseline reinschmieren, theoretisch. Das würde ja gehen. Ja, das geht schon. Und zählt, bei mir kommt ein Vogelschnabel rein. Boah, es ist creepy, aber ja, kann man. Creepy, ziemlich, ja. Ist kein Vogel, nur der Schnabel, ne? Ist also. Ja, es ist ganz schön ekelhaft. Okay, dann warum? Wenn man als Andenken. Oh ja, ist okay. So, drei Buchstaben von. Dann haben wir VFL. Was ist das? Ist das ein Buchstabe oder ist das eine Abkürzung? Das ist Abkürzung. Das ist, aber das ist kein Wort. Das ist ja dann ein, wie nennt man es, Akronym? Abkürzung. Oder wie nennt man das? Abkürzung. Abkürzung. Das ist kein Wort, Tori. Und VHS auch nicht. Ist kein Wort? Nee. Naja, also. Das ist eine Abkürzung, das sind keine Wörter. VFL ist für mich kein Wort. Okay, also Abkürzungen sind für euch keine Wörter? Ja. Nee, das ist eine Abkürzung. Also, ehrlich? Also, ich muss sagen. Also, eine Abkürzung ist doch auch ein Wort. Also, VHS würde ich fast noch gelten lassen, weil, gib mal die VHS-Kassette, sagt man ja. VHS, finde ich, ist aber okay. VFL ist halt wirklich halt. Ja, VHS steht ja auch genauso für Video Home System. Also, ja, stimmt okay. Schon. Ja. Halt ja, aber ich habe gerade geguckt auf Duden. Mhm. Und also, VHS gibt es, aber. VFL gibt es nicht. Ja, deswegen, ich würde halt, VHS ist halt geflügelt und geht als Wort schon durch im Sprachgebrauch. Ja. VFL ist halt, da weiß man, man redet von einem Verein und das ist halt die Abkürzung. Ja. Ja, VHS hat sich vielleicht als Wort schon etabliert, ja, aber VFL. Also ja, ich würde sagen, VHS grenzwertig, aber VFL. Ja, ich auch sagen. Ja, aber genau, ab jetzt keine Abkürzung. Sowas wie zum Beispiel bei MFG wäre halt auch kein Wort. Ja, okay. Ja, aber zum Beispiel ETC, also etc., da würde ich schon sagen, das geht, oder? Ja, oder HDL so, diese ganzen Abkürzungen. Ja, warte, HDL wieder nicht. ETC ist okay, weil ETC ein Wort ist, was abgekürzt ist. Genau. Aber das ist dann aber echt ultra schwammig. Dann würde ich, glaube ich, sagen, jetzt für die nächsten gar keine Abkürzung. Denn, ja, also, würde ich ja auch sagen. Das komplett keine Abkürzung. Rausnehmen. Ab jetzt also, ja, okay, dann keine Abkürzung. Ich bin dann dumm, verliere die Punkte, aber dann einfach, weil ich sehe uns schon wieder diskutieren. Ja, fair play, finde ich stark. Ey, der Chat ist so toxisch, der will die ganze Zeit, dass ich alles anfechte. Das ist so schlimm. Leute, reißt euch mal bitte zusammen. Du musst dich daran gewöhnen. Die Chats, die hassen sich dann auch gegenseitig. So schlimm. Also man wird richtig gehasst. Ich finde das halt so. Das wird angefochten, das geht niemals. Fechte das an, was für ein Schnabel. Das ist richtig schlimm. Wir sind hier noch in Deutschland. Halt Flo, da wird angefochten. Standlandfrust. Ich finde es eigentlich ganz witzig, aber okay, na gut. Ja, aber benehmt euch. Nicht beleidigend werden, aber dürft gerne mitdiskutieren. So. Okay. Ja. Dann fertig, würde ich sagen. Nee, VfL fehlt noch. Sorry, VfL. Ja. Ich kann nichts wegwählen, das müsst ihr machen. Oh, sorry, das war ich nicht. Irgendjemand jetzt habe ich es. So. Drei von drei, ne? Okay. Richtig. Okay. Ja. Okay. So, dann nächste Runde. Good luck erfahren. Ja. Chat weg. Mache mich bereit. Gib mir ein X. M. Oha, das kann ich am besten. Scheiße. Ich wurde reingelegt. Wo bin ich? Ich bin raus! Nein! Ja. Nee, warum? Kannst du noch wieder rein? Kannst du wieder rein? Warte. Probier mal. Bitte. Verbinde zum Spiel.
Please. Ach Mann, das ist doch scheiße. Geht das? Was hast du denn gemacht, dass du raus bist? Keine Ahnung, ich habe irgendwelche scheißen Hotkeys hier. Ach Mann. Warte mal, kann ich beitreten? Ich glaube nicht. Ach Mann. Doch, doch. Magischer Schneemann. Oh, ich hab. Warte mal. Besser. In einem ganz anderen Fenster. Ja, hier. Matteo passt auch in die Streichholzschachtel Kappa. Kappa. Gut, dass wir viel Zeit eingestellt haben. Oh, geil! Das wird eine Top-Runde bei mir, sage ich jetzt schon. Ja, ich glaube, ich habe das hier falsch. Wieder so geschrieben? Nee, so. Ich will, weil die Rechtschreibung ist manchmal ist. Uff. Naja, du kommst aus Russland, ist okay. Ich komme aus Russland, nehmen wir es nicht übel. Ich weiß ja nicht, wie man Wienem richtig ausspricht. Daher. Wienem, ist schon richtig so. In Russland kennen die kein Englisch und so. Okay. Okay. So, wir starten. mit dem Land habe ich Madagaskar. Nee, Edo hat Madagaskar. Och nee! Flo, aber richtig gut. Ich hatte auch erst München. Mannheim, Gott. Ich wollte München und hab dann gesagt, nee, ich bin schlau. Ah, ich dachte. Mannheim. Okay, also Madagaskar sind 10 Punkte. So, dann haben wir sind nicht 10, wir haben beide 5 Punkte. Ja, das stimmt schon. Der magische Schneemann hat Mannheim, das ist das krasseste Land der Welt. Ja. Ich mach mal hier Minus. Dann haben wir bei Turi Moldawien. Ja. Ist ein Land. Das stimmt auch, ja. Was heißt, Turi kriegt von uns 5 Punkte mehr. Ich klicke mal einmal drauf, so, genau, damit das zählt. Achso, das reicht schon, ne? Und, genau, das reicht schon. Genau, und dann haben wir Madagaskar. Ja. Okay. Mhm. Nee, warte mal, das geht nicht mit den 5 Punkten, weil dann hat Flo einen krasseren Nachteil, wenn wir alle so viele Punkte dafür kriegen. Wieso? Naja, weil wir kriegen alle, obwohl wir nur 5 bekommen hätten, hätten wir 10 bekommen. Schon. Das geht nicht. Ah, okay. Aber kann ich nicht Flo trotzdem 5 Kreativpunkte geben? Ne, geht so nicht, okay. Das geht nicht. Wir können Flo's. Ah, ja. Oh, ne, es geht auch nicht. Ja, soll ich dann. Hä, aber wieso habe ich. Ich habe doch keine 5. Ja, gut, aber weil schon. Du 0 hast und wir uns 10 geben, obwohl wir nur 5 hätten, haben alle dann mehr. Wir geben gleich Flo irgendwo 5. Dann passt das schon. Achso, ja, das würde gehen. Das würde gehen. Wir geben Flo woanders 5 extra. Okay, na gut, okay. Ja. Super. Dann Kündigungsgrund haben wir von Edo Manipulation von Daten. Ja, gut, das ist. Also man ja, kann ist okay. Auf jeden Fall. Dann hat Flo Müll erzählt. Also das ist, glaube ich, wirklich Quatsch. Also das ist. Na, es ist einfach nur weit, also es ist weit gedehnt. Ne? Also man kann schon dafür gekündigt werden, wenn man irgendwie so sagt, so ja, also unsere Quartalszahlen, die sind sehr gut und dann müssen 3 Leute gekündigt werden oder so. Oder keine Ahnung. Ja. Also ja, ist halt schwer zu sagen. Müll erzählt. Müll erzählt ist auf der Beförderungsgrund. Stimmt, bei vielen ist ist schwer zu sagen, ey. Ich würde es aber trotzdem gelten lassen. Ich würde es auch gelten lassen. Ich lasse es gelten. Ja, das kann, es kann, man kann wegen sowas gekündigt werden. Ja. Und ich gebe Flo jetzt hier die 5 Punkte drauf. Ja, okay. So, dann haben wir bei Turi Meeting verpennt. Wenn es häufig vorkommt. Ja. Wenn es ein sehr wichtiges ist. Aber dann gekündigt direkt. Ja, stell dir mal vor, in welchem Land das passiert. Wenn dir das in Japan passiert zum Beispiel, wo alle so krass am Arbeiten sind, dann ein wichtiges Meeting verpennt. Oder in den USA kann auch. Aber gibt es da nicht irgendwie erstmal so eine Abmahnung oder eine Verwarnung? In den USA doch nicht. Weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn in der USA kriegst du einen Schuhkarton. Man vielleicht echt rausgeschmissen wird dann. Bei einem Meeting. Ja. Ja, aber guck mal, hätte Turi jetzt Meetings geschrieben. Dann hätte ich es verstanden. Aber dann wäre es safe. Deswegen, ich lasse es gelten, ja. Okay, na gut. Also wenn Müller zählt, dann zählt das auch. Na gut. Ja. Und ich habe mit der Frau des Chefs geschlafen. Das würde nicht zählen, zumindest nicht in Deutschland. Aber. Wirklich? Weil das ist egal, was du mit der Frau des Chefs machst. Das ist privat. Das hat nichts auf dein Unternehmen oder das Arbeitsumfeld zu tun. Das kann er dir niemals vor einem Arbeitsgericht, kann er dir niemals sagen, der hat mit meiner Frau gevögelt und deswegen möchte ich ihn jetzt rausschmeißen. Wird niemals funktionieren, das darfst du nicht. Ja, aber dann findet er einen anderen Vorwand. Das ist dann der Grund. Der Arbeitsrechtler würde dir ganz klar sagen: Hier kriegst du richtig Kohle. Wenn er deswegen dich rausschmeißt, dann kommen die Anwälte und dann.
Was mich jetzt interessieren würde, woher weißt du denn das so genau, Edo? Woher ich das weiß? Ja. Du weißt ja, wie ich aussehe, das passiert mir häufig. Ja, dass Leute mit deiner Frau schlafen. Ja, das, ich weiß. So. So, ja, aber es meiner Meinung nach. Oh Mann. Meiner Meinung nach. Das ist meiner Meinung nach ist es schon ein Kündigungsgrund, oder? Ist okay. Ja, ich würde es auch gelten lassen. Okay, cool. Oh Mann, dann kommen wir jetzt zu Filmen. Sorry, Edo, es war, war nur die Vorgabe, die war zu krass. Okay, Film und Serien haben wir von Edo. Mutant Hero Ninja Turtles. Ist das, hat das Yoda geschrieben? Hey, wieso? Weil es ist Mutant Ninja Hero Turtles ist, aber... Das heißt Teenage, Mutant Ninja Turtles oder Teenage Mutant Hero Turtles? Stimmt, in Deutsch wurde Ninja zensiert, Teenage, ne? Genau. Ich habe keine Ahnung von Ninja Turtles. Also, warte mal, ich hätte euch den Titel so komplett genau. Also, wie heißt das? Stimmt schon, Teenage Mutant Hero Turtles in Deutschland und Teenage Mutant Ninja Turtles in USA, weil in Deutschland wurde der Titel Ninja wurde zensiert, weil das zu brutal war. Ninjas waren ja so Attentäter. Also wäre jetzt so, als wenn man jetzt Dead the Walking schreiben würde. Also es ist schon nicht korrekt eigentlich. Don't Dead Open Inside. Genau, genau das. Und das Problem ist ja, dass das erste Wort ja fehlt und das erste Wort ist ja ausschlaggebend für den Buchstaben. Ja, okay, okay. Also, ich könnte mich rausworten, ist okay. Gutes Auge, ich hätte es jetzt nämlich gar nicht gecheckt, Flo, sehr gut. Dann haben wir von Flo Mickey Maus Wunderhaus. Ja, da ist es natürlich blöd, will das jemand sagen? Also ist natürlich Deutsch-Englisch, ne? Also das habe ich nicht bedacht. Also es gibt Mickey Maus Wunderhaus, also das ist so eine Kinderserie. Ach so, weil du Mickey Maus Ja, ich habe halt Mickey Maus im Englischen geschrieben. Ist das schlimm? Nee, ist nicht schlimm, weil ist auch Eigenname. Okay. Also würde ich gelten, ich kenne das noch nicht. Aber wenn du sagst, es gibt's. Ja, ja, das gibt's. Kann der Chat gerne bestätigen. Mhm. Ja, Chat hat, hier ist ein großer Fanclub hier scheinbar. Okay. Dann haben wir bei Turi Melke mittendrin. Boah, sogar ja, doppelt. Alliteration ist ja nice. Auch eine gute Serie. Und ich habe Memento. Mhm. Ich hatte erst Matrix und dachte, oh, die haben bestimmt auch alle Matrix, aber von daher keine stimmt, Matrix. Ja, stimmt. Nee. Ja, okay. Dann fiktiver Charakter. Edo hat Mega Man. Oh, sehr gut. Ja, auch wieder gut. Dann Flo hat Mandalorian. Ja, wird der so geschrieben, Mandalorian? Ich weiß es nicht. Ich glaube mit A. Ich dachte auch mit A, aber es ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, Mandal, ich glaube schon, ja. Ja, die Serie, ne, die Star Wars. Genau, der mit dem Mandelkopf, ne? Mandalorian. Ja, genau. Ja. Dann haben wir bei Turi Madeleine. Ist ein Cartoon. Ja, das ist ein Cartoon-Mädchen. Und ich weiß genau, dass es einen Cartoon gibt und der heißt auch so, glaube ich, der Cartoon. Und dieses Mädchen hat so einen kleinen, ich glaube, es ist immer so eine Regenjacke an oder irgendwas. Und so eine Schleife im Haar oder so ein blaues Kleid. Gibt's wirklich. Oh ja. Oh wait. Ich hab, nee, Madeleines neues Abenteuer. So ein gelber Hut, ne? Wir müssen alle mal bei Dings runtervoten, bei Edos Turtles. Petzen, ey, diese blöden Petzen. Ja, ja, die kamen nämlich hier rein, gerade die Petzen. Ey. Ihr müsst bitte alle bei Edo oben bei den Ninja Turtles. Wir haben nur 2 von 3 da. Ach so. Das war übrigens, hat Edo gerade einen Schummelversuch zugegeben. Stimmt gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass das Petzen waren. Ich habe nicht gesagt, dass ich schummel. Das heißt, du wusstest, dass es nicht von allen gewählt wurde. Ich sag nur, dass das jetzt kommt mit irgendwas petzt, was für dich stimmt. Mhm. Also du wusstest es nicht. Das heißt, du lügst jetzt auch noch dazu. Also du schummelst und dann lügst du danach, nachdem du vorher was falsch gesagt hast. Was ist passiert? Nichts, Matteo, ich hatte nur vergessen, so einen Daumen runter zu geben und Edo hat es nicht gesagt. Okay. Übrigens habe ich gerade diesen Cartoon gegoogelt, einfach Madeleine Cartoon und das dritte Bild ist dieses Mädel mit einer fragwürdigen Binde und einem fragwürdigen Bart. Ich weiß nicht, warum. Auf Google. Guckt es nicht im Screen. Nee, ich sehe es auch. Ja. Okay, krass. Das ist ja weird. Okay, gut. So, weiter geht's. Dann habe ich bei fiktive Charaktere Magneto. Ja, Klassiker, ne? Ja, geil. Aus Pokémon. Genau. In Streichholzschachtel passt laut Edo eine Münze. Ja. Flo sagt, eine Murmel passt auch in der Streichholzschachtel. Mhm. Turi sagt, eine Muschelschale in Klammern Milky Way Celebration, Klammer zu.
Also, ja. Die Klammer musst du mal erklären. Ich muss das erklären kurz, weil ich hatte erst Muschel da stehen. Dann dachte ich, oh halt, warte, wir hatten keine Insekten und Lebewesen. Ja, aber Problem. Ich dachte halt wirklich an die Muschelschale. Ja, dann habe ich Muschelschale geschrieben. Dann dachte ich aber, halt, warte, wir haben Matteo dabei. Und dann dachte ich, okay, als Ersatz, falls das nicht zählt, Muschelschale. Ah, okay. Lege ich in meine Streichholzschachtel so einen kleinen Milky Way Celebration. Geil. Ein. Mars Celebration hätte auch gepasst. Geil. Aber sehr gut, sehr gut, ja. Okay. Ja. Okay, aber wollen wir uns in Zukunft da. Also, wir müssen natürlich gucken, wir können ja jetzt nicht irgendwelchen. Also, wir können ja nicht irgendwie 4, 5 Sachen einfach hinschreiben. Ja, das stimmt das schon. Nee, aber ich war mir halt nicht sicher, weil eine Muschel ist halt. Ja, ja, das zählt schon. Muschelschale hätte schon gezählt und okay, beides gut. Zählt. Ja, passt schon. Also wir müssen nur darüber diskutieren, wenn zwei Sachen dastehen und das erste ist falsch. Ich hatte nur Angst einfach. Ob man auf das zweite ausweichen darf, weil das glaube ich eher nicht dann, weißt du? Okay. Ja. Ich habe eine Mandel genommen. Mandel schreibt Mandel? Ja. Mandel. Okay. Mandel. Yes. Mandel. Mhm, so, dann schon, Wörter schon. Mit 3 Buchstaben. Mhm. Edo hat mal. Ja. 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 Mhm. Verdammt. Flo hat Mann. Also MAN, ja, klar. Die LKW-Marke. Klar, Mann. Mhm. Was? Ach so. Was? Warum habe ich da 5 Punkte? Weil ich auch Mann habe. Weil Metal auch Mann. Ja, okay, haben das beide. Das ist ja was anderes. Mhm. Das, also MAN meine ich. Deswegen habe ich hier auch ausgeschrieben. Mann gibt es nicht. Bei Theo hat Unrecht. Aber warum? Flo, hey, Mann gibt's. Aber klar kann man. Kann man das nehmen? Kann man machen, oder nicht? Also man kann machen, ja. Ja, ja, doch, doch. Das ja, also dann kriegen wir aber beide. Dann müsst ihr uns Bonuspunkte geben. Weil wenn er es wirklich meint, dann ist ein anderes Wort. Ja, MAN meine ich. Genau. Ich habe deins gar nicht gesehen. Aber grad. Ist er mal endlich eine Abkürzung? Oh, oh. Oh, oh. Wir haben gesagt, wir machen keine Abkürzung mehr. Oh, oh, oh. Ja, okay. Ja, ja okay. Ist so noch. Hat hier aus dir geleakt? Nein, nein. Ich meine nur, weil es Abkürzung ist. Für was ist steht denn MAN? Ich kenne das gar nicht. MAN steht für was steht Maschinenfabrik denn MAN? Augsburg Nürnberg. Okay, ja, ja okay. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das hätte ich nie gewusst, dass das da steht. Okay. Daumenboden. Heftig. Dann müsst ihr, ich will aber den Bonuspunkt trotzdem haben, weil mein Mann ist ja dann sogar alleine. Ja, ja das ist von mir ein Kreativ. Danke. Und aber Flo Downwood. Ich habe schon. Ich habe schon kreativ gegeben. Okay. Turi sagt Met. Aber ist also, Met auch eine Abkürzung? Also ist das auch eine Abkürzung? Oder? Nö, ist ein eigenständiges Wort, okay. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Met ist auch das Getränk, dieses Honigbier, oder? Honigbier, oder? Ja. Okay. Ist nicht Honigwein? Hast du Honigwein gesagt? Honigschnaps oder so? Meinst du Honigwein? Ja, ich dachte, es heißt, also ist es nicht Honigwein, Met? Ah, es ist Wein, okay. Aber ich weiß es nicht. Wir schreiben Leute, aber Mann geht doch jetzt. Ja, also ich finde es ist halt, weil VW ist ja auch die Marke, die vorne draufsteht. Ne? Da steht ja nirgendwo, also es steht hier, Marke, MAN ist so eingetragen als Marke, sollte zählen. Ja, MAN ist, by the way, es ist zwar eine Abkürzung, aber man kann es vielleicht auch so sagen. Also ich finde, MAN ist was anderes als ZB. Ja, zum Beispiel schon. MAN, wenn du in dem Text schreibst, dann schreibst du auch das Unternehmen. Ja. MAN hat das und das gemacht. Du schreibst es ja nicht mal aus. Also ich finde, dafür ist halt MAN so ähnlich wie Volkshochschule, VHS oder. Ich meinte eigentlich, VHS meinte ich die Videokassette, aber. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es kein Wort. Wir hatten eben gerade gesagt, keine Abkürzung mehr. Und das ist eigentlich eine Abkürzung, ganz ehrlich. Wir haben eigentlich gesagt, keine Abkürzung mehr. Sowas wie VHS eigentlich auch nicht mehr. Okay, ja, warte, lass uns. Und wenn es im Duden steht, ist es dann ein Wort? VHS steht auch im Duden, aber wir hatten trotzdem gerade gesagt, keine Abkürzung mehr. Okay. Nee, VHS hatte ja auch gegolten. Ja, letzte Runde, aber dann haben wir trotzdem diskutiert und gesagt, keine Abkürzung mehr. Jetzt, wo es um den Sieg geht, da merkt man, wer jetzt auf einmal. Ja, ich bin eh hinten. Okay, dann lassen wir es nicht. Alles gut. Okay. Mir geht es aber nur darum, dass wir. Also wir haben es ja eben gerade wirklich gesagt. Wir haben gesagt. Okay. Okay. Also, okay, ich sag's nur, der Chat sagt was anderes. Aber ist okay. Mhm. Ist okay. Okay. Also für mich ist okay. Okay, gut. Sonst haben wir alles richtig, oder? Sonst haben wir alles richtig. Warum ist er Mandalorian anfechten, wird er noch gesagt. Warum sollten wir Mandalorian anfechten? Ist ein fiktiver Charakter. Ist ein fiktiver Charakter, ja. Wobei eigentlich ist Mando der Charakter, nicht der Mandalorian, aber. Aber die nennen auch den The Mandalorian, okay, die nennen den ja so. Ja. Also Mando ist ja so die sein Nickname. Aber sie nennen ihn den Mandalorianer. Ja, ja, das ist schon okay. Einige würde ich sagen, der Mann Mandalorianer, auch wenn das natürlich eher die Religion oder das Volk ist, aber sagen die trotzdem zu ihm, der Mandalorianer kommt. Jeder weiß, was gemeint ist. Ist für mich voll okay. Ich finde es voll okay, ja. Finde ich auch. Okay, gut, dann nächste Runde. Warte ganz kurz, Konfuzius schreibt, ich kriege noch Bonus. Hast du schon, oben. Hab ich bekommen? Wir haben jetzt am Ende nicht weggevotet, das wisst ihr. Ja, dann votet das weg.
Irgendjemand hat jetzt. Achso, Mann, muss ich wegmachen, oder was? Ja, okay. Und dann, Turi, kannst du jetzt bei Matteo, wurde mal raus. Und dann musst du aber Matteo deinen Punkt Kreativbonus wieder rausnehmen. Nee, musst du rausnehmen, weil ich habe jetzt 15. Ja. Genau, jetzt stimmt's. Danke. Ja. Hä, wieso 5? Hä? Ja, weil jetzt Flo. Weil Mann gekillt wurde. Genau. Und deswegen habe ich 10 bekommen. Deswegen müssen wir nicht mehr aufstocken bei mir. Ja. Ach so, aber ganz kurz zu MAN noch. Also, ich will nur noch mal sagen, es ist ja ein Unterschied, ob es ein Markenname ist oder ob es ZB für zum Beispiel steht. Ich finde, da gibt es schon einen Unterschied. Oder meint ihr nicht? Ja, schon, aber VHS zum Beispiel ist ja auch so, was machen wir damit jetzt? VHS ist eigentlich auch im Duden eingetragen, aber ist eine Abkürzung. Und wir hatten eigentlich vorhin gesagt, ja VHS okay, lassen wir einmal gelten, aber hab jetzt keine Abkürzung mehr. Ja, okay, also aber schwer. Ich finde, eine Abkürzung ist eigentlich eher sowas wie zum Beispiel etc., MN, meiner Meinung nach, so, aber... Okay. Ja, es ist echt ein schwieriger Fall. Also, wir können von mir so auch die Chats entscheiden lassen, wenn ihr wollt. Weil ich bin da auch nicht ganz. Wir haben zwar gesagt, Abkürzung auf jeden Fall raus, aber Mann ist für mich dann schon wieder so fast wie. Okay, aber dann hätte ich auch sagen können, okay, ich meine eigentlich Mann. Das, was Matteo meint. Ja, aber dann das wäre dann. Aber hättest du machen können, aber dann von Anfang an, nicht mittendrin wechseln. Weißt du, was ich meine? Weil dann ist ja einfach, dann ist offensichtlich, dass du es gewechselt hast. Ja, aber dann können wir wieder viel, weil solche Sachen wie LOL und sowas werden auch im Duden stehen. Das glaube ich nicht. Doch, LOL wird im Duden stehen. Naja, aber wir haben uns ja verbal darauf geeinigt vorhin, dass wir solche Abkürzungen nicht nehmen. Ja, okay, aber ich finde halt, MAN steht vorne auf dem Truck. Also das ist ja schon, das steht ja nicht, das ist ja nicht eine Abkürzung vorne auf dem Truck, sondern der Markenname. Ja, der wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber das ist wie BMW, der steht dann für also Bayerische Motorwerke oder halt ja, irgendwas ich auch Maschinen. BMW. BMW würde ich nie anfechten. Ja, weißt aber du? VfL steht auch auf diversen Internetseiten. Aber okay, Turi, aber du bist, also wir sind uns auch einig, dass BMW und MAN was anderes ist als VfL. Okay, oder? Also ich wäre jetzt für Chat-Abstimmung. Weil wir werden nicht mehr einig. Auch, also lassen wir alle Chats stimmen jetzt einmal ab. Oder beziehungsweise also Boah, ich kann sowas gar nicht. Paul, kannst du sowas machen? Nee, einfach nur 1 und 2, ob es richtig oder so. Nee, 1, 2 würde ich nicht machen. Ich würde die Umfrage schon so machen, dass die wirklich klar ist. Leute, bei dem Versuch, jetzt gleich eine Umfrage zu machen, wird irgendjemand die IP leaken, die Dings leaken. Achso, das müssten dann die Mods machen. Wirklich sowas schreiben wie ja, es gilt oder nein, es gilt nicht. Damit keine Fragen kommen wie, oh, ich habe die Frage falsch verstanden oder ich dachte, zwei ist ja. Nochmal ein Gegenbeispiel, Haribo würde dann auch nicht zählen, also theoretisch, weil es Hans-Riegel Bonn ist. Ne? Ja, also, weil es sowieso erstmal mehr als 3 Buchstaben. Ja, das meine ich, ja klar, davon abgesehen. Ne? Also. Eine Minute, Umfrage läuft. Läuft bei uns eine Umfrage? Ich sehe es nicht, ich kann es nicht Umfrage sehen. Umfrage läuft, ja, eine Minute, zählt MAN, ja oder nein? Ihr könnt jetzt oben voten. Genau, hier, okay, Umfrage läuft. Danke, vielen Dank fürs Anlegen. Danke, Paul. Danke, Paul, und danke, bei uns hat es nicht Paul gemacht, danke. Jaden? Dann voten. Jade? Die Marke? Nee, Jaden hat bei uns die Umfrage, okay. Jaden Smith, also der Sohn von Will Smith, macht bei uns Mod. So schlecht wie der Schauspieler ist, wundert mich das nicht. Das ist hey, in Streben nach Glück war der gut. Also bei mir steht 63% für ja. Echt? Also ja, 63%. Ja, wir müssen jetzt für ja, es gilt nicht oder für ja, es gilt? Zählt MAN. Okay, wir müssen dann alle Prozente verrechnen, ne? Ja, also wenn jetzt alles über 50 ist, würde ich, dann ist es ja korrekt. Ja, ja, dann ist es korrekt. Aber also allein hier ist es jetzt ist knapp, aber 54% sind für nein. Bei mir sind 66 für nein. Bei mir ja, 66% für nein. Ja, dann, ja okay, dann zählt's nicht. Dann wäre es. Arthur streamt nicht, ja. Außer ich kann soll ich in meinem Offline-Chat? Ja, Offline-Chat. Offline-Chat. Okay, ich mache in meinem Offline-Chat auch noch. Warte, ich schreibe. Ich warte mit. Okay, ja, ich weiß nicht. Ich finde immer noch, also hier wird auch noch mal als Beispiel: LKW würde auch nicht ziehen, aber ich finde, LKW ist schon ein Unterschied. Ob's, LKW ist auch kein Markenname. Das ist schon. Hm. So, da alle aber zu Turi und da nochmal mitvoten, Leute. Frage zählt MAN als. Alle nochmal zu Turi im Offline-Chat. 3 als Matthias. Ja, komm, das wird eh nichts. Ja, zählt. So. Also hier wird es immer, also es bleibt bei mir gleich, aber es ist relativ knapp. Also 46% zu 54. So, Turi. Ja. Oder, wo stellt man eine Minute ein? Nochmal. Hier, da.
Eine Minute. Okay, habe ich. Da. Okay. Läuft. Ah, okay. So, bei Turi ist die Entscheidung. Warte mal. 54 plus 66 plus 37 durch 3 ist mehr als 50, also nein. Ja, genau. Wir machen bei Turi ist die alleine okay. Entscheidung jetzt im Offline-Chat. Ja, es wird nein dann wahrscheinlich. Das sind gerade 62% für Nein. Es gibt so Wahlbetrug. So die Zuschauer von Flo gehen jetzt alle zu Turi rein und voten alle nur Ja. Ja, nicht mal 100% waren ja hier bei Ja. Ja, aber die Ultras, die voten dann, die anderen voten nicht. 250? Kann das wegklicken eigentlich im Dashboard oder wird es dann abgebrochen, die Abstimmung? Ich glaube, man kann es nur einklappen. Es zählt nicht. 60 zu 40. Ich habe 53% nicht. Hm. Ja. Okay, gut, dann Flo, tut mir leid. Wir haben es versucht. Wir haben alles, Zuschauer alles sagen, gegeben, was wir hatten. Nein. Okay, danke fürs Abstimmen. Danke, ja, danke. Danke, danke Chat, für eure Entscheidung. Das hohe Gremium, der höchste Richter. Okay, so dann nächste Runde, ne? Seid ihr bereit? Ja, ich bin ready. Ich bin sowas ready. Von bereit. 3, 2, 1, let's go. Good luck, have fun. Let's go. Okay, das wird ein geiler Buchstabe jetzt. Komm. Jetzt ein geiler Buchstabe, ein geiler. Was? Scheiße. Scheiße. Ach. Ich habe eigentlich alle schon. Ja, wirklich? Ja, ist eigentlich ziemlich easy sogar. Ich habe gar nichts einfach. Hm. Doch. Oh Gott, mir fehlt. Oh. Ich glaube, ich habe auch alles. Schreibt man das? Das ist ja eigentlich ein Land, das ist kein Land. Das ist kein Land, was du da hast. Wahrscheinlich nicht. Deinen Stream habe ich gerade aufgemacht, das ist kein Land. Oh, scheiße. Ich glaube, es ist echt kein Land, jetzt im Nachhinein. Das ist krass. Okay, ich habe kompletten Bullshit einfach. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich hab falsch korrigiert. Was? Glaube ich. Okay, wir starten mal. So, ja. Land. Edo hat Zypern, das ist ein Land. Oh Gott sei Dank, close enough. Ich hab Zimbabwe, aber das schreibt man in Deutsch mit S, glaube ich. Ja. Ach Mann. Wisst ihr, was ich vorher hatte? Ich hatte vorher Zentralafrika, was aber auch falsch. Glaube ich, Zentralafrikanische Republik oder so wäre richtig gewesen. Ich habe die aber nur auf Englisch gelernt, die Länder von Afrika. Scheiße. Streber. Ja, können wir wegmachen bei mir. Könnt ihr wegmachen. Und Turi hat auch Zypern. 5. Mhm. Okay. Also macht mal hier Vote und mal Mäntel raus. Ja. Danke. Ist dir keins eingefallen, Flo, oder? Nee. Ist auch schwer mit Z. Mäntel. Ey, was geht da im Kopf vor? Warum? Keine Antwort bei Kündigungsgrund. Hä? Also erstmal Kündigungsgrund bei Edo, Zollbetrug. Ja, würde sagen, das ist ein Kündigungsgrund. Ich habe Zunge in den Mund des Chefs gesteckt. Das ist doch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist auf jeden Fall Kündigungsgrund, oder nicht? Kommt drauf an, ne? Wie der Chef drauf ist. Kommt drauf an. Ja, aber wenn du mit dem Chef verheiratet bist? Ja, aber das kann ein Kündigungsgrund sein, okay? Sexuelle Belästigung. Sexuell, ja. Ich glaube halt, das ist auch eine Kategorie, wo es nie was Falsches geben wird, weil du halt immer was Kreatives... Warte mal ab.
Hier wird nämlich geschrieben, zu spät zur Arbeit erschienen und das mehrfach. Aber zu spät, zählt das wirklich als dann Grund-Z? Ich tue mich immer so lange Sätze immer sehr schwer, weil du kannst am Anfang, du kannst ja jeden Satz mit einem Wort beginnen. Ja. Naja, aber das, aber ja, das ist ja zu spät, das ist ja sogar schon... Auch das Zunge in den Mund gesteckt, finde ich auch irgendwie. Hä, was? Zunge. Ja, da ist die Zunge halt das... Ey, come on. Ich habe bisher jedes Mal ein einziges Wort drin gehabt, mit dem passenden Buchstaben. Ihr habt immer so lange Sätze mit ja, dem weil Buchstaben. Wir uns halt Mühe geben. Ich doch. Wir geben das uns halt Mühe, Edo. Ja, gebt euch richtig Mühe. Ja, aber würde ich gelten lassen bei Flo Safe, weil zu spät kommen kann auf Dauer halt ein Kündigungsgrund sein. Ja. Und dann haben wir hier Turi Zungenkuss mit Chef Frau. Mit Chef Frau. Oh Gott. Ja, ich hatte erst Zungenkuss mit Chef, aber dann dachte ich, nee, das ist ja eigentlich kein Kündigungsgrund. Warum nicht? Also ich habe... Ja, weil ich habe gar nicht an das Belästigen gedacht. Ich dachte halt, ja, ist bestimmt Einverständnis. Also so, beide. Okay, aber okay. Kam ja nicht. Dann dachte ich halt, ja. Aber nur ein Zungenkuss mit der Cheffrau reicht schon zum Kündigen. Man muss dazu sagen, ich würde vielleicht euch beiden hier 5 Punkte geben, ja, oder? Nee, Moment. Nein. Naja. Erstmal, es wird einer anderen Person in den Mund gesteckt. Und ja, aber der Zungenkuss ist ja quasi. Bei mir ist es kein. Stopp. Bei dir ist ein Zungenkuss. Bei mir ist es kein Kuss, sondern man geht hin und steckt einfach die Zunge rein. Hat nichts mit Küssen zu tun. Aber warum sollte man das machen? Aber wäre der Grund dann. Naja, wenn man verrückt ist. Wäre das nicht sowas wie sexuelle Belästigung oder Belästigung am Arbeitsplatz oder sowas? Wäre das nicht der Grund? Also, wir suchen nach einem Grund. Das ist ja eine Handlung und kein Grund. Ja, aber der Grund für die Kündigung war, weil die Zunge in den Mund gesteckt wurde. Also, ja. Jetzt am Ende raus werdet ihr ein bisschen zu penibel, finde ich. Es ist kein Kündigungsgrund, es ist einfach nur eine Handlung. Ich finde schon, dass es beides klar ist. Der Grund ist sexuelle Belästigung oder der Grund ist Betrug. Oder der Grund ist, aha, das ist ja einfach warte mal. Der Grund ist Betrug, das hat mit Z nichts zu tun. Da wäre also ein B, also Zollbetrug geht gar nicht. Natürlich, Zollbetrug ist ja eine bestimmte Handlung. Und ja, zwar, wenn du zum Beispiel in der Logistik arbeitest. Aber der Kündigungsgrund ist der Betrug, nicht Zollbetrug. Ja, und bei Flo wäre es dann auch Unzuverlässigkeit wahrscheinlich. Ja, ja, deswegen, also... Ja. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du die Zunge nicht gelten lässt, kannst du Zollbetrug auch nicht gelten lassen, weil es geht um Betrug. Ich finde das schon ein ziemlicher Unterschied, ist Zollbetrug und Zunge. Zollbetrug ist halt wirklich eine Handlung, die passiert, wenn zwar vor allem in Logistikunternehmen, dann bescheißt du, es gibt Leute, die bescheißen wirklich krass den Zoll, packen Sachen zum Beispiel in Kisten vom Unternehmen rein, um Drogen zu schmuddeln oder was. Ja, dann ist Betrug. Zu schmuddeln. Ja, zu schmuddeln. Okay. Also Zollbetrug ist halt eine Handlung, die du wirklich häufig vorkommt, da viel beschissen wird. Aber Zunge in den Mund des Chefs stecken. Das ist also keine Handlung. Das ist deiner Meinung nach keine Handlung, die Zunge in den Mund zu stecken. Das ist keine Handlung. Und Zollbetrug ist sogar ein eigenes Delikt eigentlich, weil der Zollbetrug wird als Zollbetrug auch am Ende angezeigt. Zunge in den Mund des Chefs stecken wird ja nicht angezeigt. Aber da steht ja. Also Zollbetrug wird wirklich angezeigt von der Polizei. Da steht ja, aber da steht Zollbetrug. Aber da steht bei dir steht sexuelle Handlung. Aber die ganzen Gründe, die wir davor hatten, die waren nie so juristisch geklärt. Und jetzt auf einmal sind wir Power-Juristen. Ja, Edo will einfach nur Selbstpunkte haben. Ja, so sieht es nämlich aus. Die Runden davor, was hast du da bei Kündigungsgrund, Edo? Was hast du da davor? Was war die Runde davor? Ich hatte bisher jedes Mal ein einziges Wort, was richtig gepasst hat. Was waren denn die Wörter? Was waren denn die Wörter? Was habe ich denn da eben gerade gesagt? Ja, erklär doch mal, sag doch mal. Genau, sag mal die Wörter. War das jedes Mal? Ich kann mir merken, was 5 Minuten war. Was hatte ich davor? Das weiß ich nicht. Erst, wie du es erst sagst und dann aber selber gar nicht mehr weißt. Ja, letztes Mal, was war denn das davor? Ich kann mich doch noch nicht merken. Ich weiß nur, dass es jedes Mal war. Vertragsbruch war davor. Ein Wort, Vertragsbruch. Kündigungsgrund. Okay, und dann davor? Ja, aber das hat gegolten. Manipulation von Daten. Hatte ich auch. Vertragsbruch, Manipulation von Daten, Zollbetrug. Aha, okay. Ja, weiß nicht. Ich würde es mal so sagen. Also Edo sagt also Zunge und zu spät kommen und Zungenkuss sind keine Gründe für eine Kündigung. Nur Zollbetrug zählt. Ja, Edo, zählt. Guck mal, du musst jetzt überlegen, ne? Möchtest du Matteo und mir die Punkte absprechen? Ich möchte sie euch, also wir machen das so, ihr kriegt von mir 10 Kreativitätspunkte, aber nicht die richtigen Punkte dafür. Nee, das geht ja nicht. Also guck mal, bei Kündigungsgrund, dass wir da so ultra genau jetzt vorgehen, das ist auf einmal strange. Ja, weil guck mal, wenn jetzt Edo, Matteo und ich keine Punkte dafür kriegen, dann kriegt Flo für seine absolute Müllantwort 20 Punkte. Willst du das, Edo? Weiß ich, also... mir wird es auch ein bisschen zu competitive jetzt gerade, also dass wir uns bei sowas, es wird ein bisschen anstrengend gerade, ich weiß nicht. Also für mich ist nicht so. Ja, für mich ist Kündigungsgrund auch einfach normal, das sind halt, also die Sachen, die alle, die hier stehen, sind alles für mich Kündigungsgründe.
Also Hai-Attacken und Hackebein. Ich finde es auch ein bisschen frech. Guck mal, Turi, du schreibst Zungkuss mit Cheffrau und zu spät zur Arbeit kommen. Das ist mehr ein Kündigungsgrund als Zungkuss mit Cheffrau. Ja. Also, das ist schon, das als Müllantwort zu betiteln, ist schon ist es eigentlich schon ein bisschen, ja, Mobbing? Ist es Mobbing eigentlich ein bisschen? Müllantwort? Ja, weiß ich nicht. Schon ein bisschen, ne? Ist ja, okay, lassen wir alles gelten. Ist okay. Ey, ihr könnt das rauswurmen, mir ist es egal. Alles gut. Nein. Also ich finde, wenn ich ehrlich bin, hat nur Edo eine richtige Antwort hier, weil es ist so, das meinte ich ja vorhin, das habe ich ja versucht anzusprechen, du kannst dann ja, bei A kannst du sagen, am Anfang des Monats immer zu spät kommen. Genau, das ist bei ja, B kannst du sagen, ja, meine ich ja. Genau, kannst das du sagen. Das meine ich ja. Okay, dann würde ich es so machen, ich gebe Edo einen Bonuspunkt, weil er die Aufgabe am besten gelöst hat. Brauche ich gar nicht die Bonuspunkte, alles gut. Die hast du aber bekommen. Kannst du dich nicht dagegen wehren jetzt mehr. Aber und die anderen würde ich auch zählen lassen. Am Ende des Tages ist es zu spät kommen, ist schon Kündigungsgrund. Das kann man schon schreiben. Also ich habe es nur länger geschrieben, klar. Aber der Kontext, der stimmt ja. Also Zu spät kommen ist sogar, zu spät ist eigentlich ein Wort sogar, kann man sagen. Und das passt eigentlich sogar. Zu spät ist sogar ein Kündigungsgrund, also Verspätung. Mhm. Weil ich habe auch nur mehrfach geschrieben, weil ich nicht wollte, dass dann wieder, ne? Ja. Okay, dann lass uns einfach so. Das ist wie der Milky Way Celebration. Passt. Okay, wir lassen jetzt. Nächste Kategorie: Filme und Serien. Edo hat Zorro. Ja, ist ein Film. Mantle hat Zoolander. Das ist ein Film. Ja. Kennt ihr den? Mhm. Sehr gut. Ja, ist das der mit. Ist das Adam der mit Sandler. Kevin. Ach so, ja. Mit Kevin James, oder? Warte mal. Nicht Adam Sandler, was sage ich da? Jerry. Jerry Stiller. Jerry Stiller. Jerry Stiller. So. Der ist saugut, der ist wirklich saugut. Der ist, Ben Stiller. Ben Stiller, nicht Jerry Stiller, sorry. Ach so, Ben Stiller. Ja, sorry, ich hab's gerade verwechselt. Ich hab's, naja. So, dann haben wir von Flo Z wie Zorro. Ja, ist das, ich dachte Z wie Zorro heißt es. Ah, es gibt vielleicht Film, beides, ich oder? Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Ich weiß es auch nicht. Es beides gibt verschiedene Verfilmungen. Es gibt doch auch eine Zeichen, Serie. Das gibt's Zeichen. Ey, Moment, Jerry Stiller spielt sogar auch mit. Lese ich auch gerade. Stimmt, der spielt auch. Ist aber auch egal. Z wie Es gibt beides. Also es gab den Film Zorro 1969 Italien und Z wie Zorro 1995 Anime-Serie. Okay, aber ist das jetzt was Unterschiedliches? Ist schon ist unterschiedlich. Zorro ist die Anime-Serie und Zorro ist der Film. Ja. Ist eine Anime-Serie? Gibt es auch davon? Z wie Zorro ist die Anime-Serie. Oh Gott. Und Zorro ist der Film. Okay. So, dann haben wir von Turi Zoe 101. Ja, das ist cool. Ja. Zoe. Ah, okay, geil, cool. Geile Serie. So, dann fiktiver Charakter. Hat Edo Zorro. Ja. Mhm. Ich habe Zoolander. Ja. Mhm. Flo hat Z. 4 gegen Z. Was ist das? Ja, okay, ich erkläre das. 4 gegen Z ist so eine deutsche Serie, die spielt in Lübeck. Und da geht es um so Teenager. Das sind die 4 und Z ist, Mensch, wie heißt denn der 4 gegen Z? Pfefferkörner. Ja, es ist sowas ähnliches, 4 gegen Z, warte mal, wer spielt da mit, wie heißt der Typ nochmal hier? Er heißt Zandrelord, aber sein Spitzname ist halt Z. Also lass Udo, gespielt von Udo Kier. War überzeugend rübergebracht, ich google es nicht mehr. Und Turi hat Z. Ja, ist von League of Legends. Okay. Oder aus Pulp Fiction. Mal, Turi, wie viele League of Legends spielst du? Oder wie hast du gespielt? Warum kennst du ja, da schon alle? Ja, ich spiele tatsächlich ein bisschen öfter League of Legends. Okay. Gut, dann so, in Streichholzschachtel liegt bei Edo ein Zehennagel, ekelhaft. Ey, ich hatte auch Zehennagel drin stehen, Edo, ohne Scheiß. Und wir anderen drei haben Zahn. Ja, ja. Okay, erzählt alles. Okay. Dann, drei Buchstabenwort ist bei Edo C. Ich habe Zur. Oh, ja, Zur. Sehr gut. Und Zar, oh. Nochmal C und Zar, okay, das ist krass. Das ist gut. Zar, sehr gut. Zar, sehr gut. Sehr gut. Okay, nice. Wie viele Runden haben wir noch? Wenn die jetzt durch ist. Noch eine? Haben wir 4 oder 5 gemacht? Weiß ich nicht, kann man das nicht. Ich würde, glaube ich, nur noch eine machen. Ich würde, also zumindest ein Ergebnis würde ich schon haben, Flo. Ja, ich will eigentlich früher pennen, ey. Ja, wir beeilen uns. Okay, okay. Alle fertig drücken. Eine? Weiter. Okay. Alle fertig drücken. Mach dich bereit. Okay, good luck, erfahren. Ja. Oh nein. Eine 0, scheiße. Oh nein. Also, was haben wir jetzt mit Kündigungsgründe? Was hatten wir da jetzt alles? Alles gut. Oh. Weiß ich nicht.
Shit. Hi, Leon. Ey, das, ey, ich hab ein Wort, ey. Boah, ich bin so schlecht gerade. Ich hab nix. Boah, also. Kündigungsgrund ist bei mir auch. Ah, ich hab. Ich hab nichts. Schade. Ich hab zwei Wörter. Ey. So, okay, dann starten wir über Land. Ach. Edo hat Österreich, ey, aber schreibt mal so Österreich bescheuert. Mit OE oder mit Ö? Mit Ö, oder? Mit Ö. Aber Ö haben wir ja nicht. Ja, weil das ja auch nicht mit, also wir suchen ja Wörter mit O, nicht mit Ö. Mhm. Ist schon, würde ich schon zählen, oder? Also... Würde es nicht zählen? Eigentlich ist das doch die korrekte Schreibweise, OE. Na, korrekt ist Ö. Also OE ist Ö, das stimmt, aber das Chat. O ist nicht Chat. Ein Ö. Ich würde, glaube ich, sagen, es zählt nicht. Das ist so aber richtig, ich kenne bei dieser Seite nicht, ob es halt Ö wirklich auch als Buchstaben gibt, bei der Buchstabenauswahl. Bei der anderen gab es ja also, Ö zum Beispiel. Ich finde schon, dass es zählt. Na, aber pass mal auf. O und E zusammen ergeben das Wort Ö, das stimmt. Aber wir suchen Wörter, die mit O beginnen. Und das ist Österreich beginnt mit Ö. Ich finde, da seid ihr echt knallhart, aber okay. Ich finde es schon okay. Ein Kreuzworträtsel wird auch mit OE geschrieben. Ja, klar, weil da keine Umlaut. Ja, okay. Hm. Na gut. Ja, gut. Na gut. Ich würde es nicht anfechten. Ich hätte gerne rausholen. Ich fechte es ja. nicht an. Ich fechte nee, nicht an. Ich würde es dann auch gelten lassen. Turi und ich haben den Oman. Okay, gut. Ja. Kündigungsgrund haben wir bei Edo. Oben ohne auf der Arbeit erscheinen. Finde ich übrigens interessant, dass Edo gerade... Ich hab genau so eine Kategorie jetzt auch genommen. Ich hab's diesmal nicht gemacht. Ich hab extra sogar so eine Kategorie genommen jetzt. Okay. Ja, aber... Ja, okay, das kann auf jeden Fall ein Kündigungsgrund sein. Aber ist jetzt natürlich kein Zollbetrug, ne? Nee, ist es nicht. So, dann haben wir bei Turi Oberarzttitel erschlichen. Ja, erschlichen das, oder gefällt, ja. Das ist schon okay. Ja. Definitiv. Und ich habe versucht, Edos eine Edo-Antwort zu geben. Ordnungswidrigkeit am Arbeitsplatz mehrfach. Ach, Matteo, ey. Naja, was? Ich habe versucht, Edos Regeln jetzt anzuwenden. Aber, okay, achso, ich dachte, dieses mehrfach ist so eine Verarsche an mich. So. Nee, warum an dich? Nee, weil Edo ja das... Auch. Ja, okay. Na, Matteo möchte mich nur treuen, aber ist okay. Nee, hä, ich weiß gar nicht, war gar nicht auf dich bezogen, Flo. So, dann haben wir Filme und Serien. Ozark als Serie, glaube ich. Ne? Ja, ich wollte erst von Peace, ich hätte nicht gedacht, dass Ozark jemand nimmt. Okay. Dann haben wir bei Edo Open Sea. Gab es einen Film, der so hieß? Ja. Oder? Oh ja, das so, ist der. Nee, wann, Film, ah ja, stimmt, wo die Wasser, ja, wo das ja. Boot wegfährt und die Taucher kommen hoch und die sind dann die ganze Zeit auf dem offenen Wasser. Ja, der war, ja, stimmt. Der war ziemlich bedrückend. Ja, Turi hat auch Ozark. Ich weiß nicht, was du ausspricht, aber zumindest so ähnlich. Ja. Ich habe Otto der Film. Sehr gut, stimmt, ja. Ja, Klassiker. Dann, bei fiktive Charaktere hat Flo Ori. Ja, Ori ist, das ja. ist doch dieses, ne? Genau, von Ori. Ja, ja. Aber Moment mal, Open Sea ist falsch, Open Water heißt der Film. Ach so, ich dachte, Open Sea gibt's. Ich dachte auch, der heißt Open Sea. Dachte ich auch, aber der heißt Open Water. Mir nicht aufgefallen. Was ist Open Sea, Edo? Open Sea, da, Film 2010, Moviepilot. Ich wollte gerade sagen, da gibt's doch Safe und Open Sea. Ist ein Thriller von 2010. Ein Thriller. Wie viele Bewertungen hatten der? Mit F. 4,7. Nee, wie viele Bewertungen? Also wie viele Leute haben den bewertet, wie viele Leute haben den gesehen? Unter 5000, dann ist... Ich habe keine Ahnung. Open Sea ist ein Thriller aus dem Jahr 2010 von Gonzalo Lopez Gallego.
Ah, den kenne ich, aber der hat doch auch... Den meintest du auch, den Opens. Also den meintest meinte du, ich, ne? Das ist den ein spanischer Film und ich gucke sehr viele spanische Filme. Ah, ein Spanier, ja, du hast... Ein Kenner, das ist ein Kenner. Hallo? Okay, alles klar, ja, klar. Wenn das ein Thriller ist, den du geil findest, ein spanischen... Ist ja, seit wann, ich bin gerade auf der Seite Moviepilot, ne? Und seit wann kriegt man da nicht immer so Werbung von wegen hier, ja, Ärzte in deiner Umgebung geraten, dies und das? Ich kriege einfach Werbung, wie ich mein Eisfach abtauen soll. Die ist personalisiert, Tori. Warum? Weiß ich nicht. Ja, aber warum kriege ich Eisfach? Ich habe immer Frauen vorgeschlagen, so, die irgendwie meine Nähe sind. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Leon ist schon da. Ja, okay. Und ich will ihn nicht warten lassen. So, dann haben wir fiktive Charaktere. Haben wir von... Ah, nee, hatten wir ja schon. Nee, warte mal. Da waren wir gerade. Also Ori hatten wir, war ja safe. Otti Fund ist ja, fiktiver sehr gut, Charakter. Sehr, ja, ja. Sehr gut, ja. Obi-Hörnchen. Aus der Werbung das, oder was? Ja. Ja, ist korrekt. Und ich habe Otto Octavius von Spider-Man. Sehr gut, ja. Ja. So, dann haben wir in Streichholzschachtel haben wir den Ohrring. Mann, ey, Turi. Das ist so dumm, das ist so schlau, ey. Tori hat den Ohrstecker, ja. Und ich habe die Olive. Lecker. Ja, oh, da muss aber quetschen schon ein bisschen wahrscheinlich, ne? Naja, eine kleine Olive passt schon rein. Das passt doch schon. Ja, dann passt das. Ja. Dann drei Buchstaben haben wir bei Edo Opa, bei Tori oben, den Widerstand, das finde ich ja stark. Und bei mir haben wir das Ohr. Ey, so gut. Ey, auf Opa und Oma und so wäre ich nie gekommen. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Okay, so, dann machen wir alle fertig. Und dann ist jetzt vielleicht schon, ist jetzt schon Entscheidung? Eine noch, ne? Eine noch? Okay, machen wir die noch? Ja, oder schnell, oder? Oder? Ja, okay. Ja, ganz schnell. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Bereit, so, let's go. D. D, oh je. Land mit D fällt mir keins ein. Nee, warte mal, das ist ein echte Person, oder? Ganz kurz, es dürfen nicht weniger Buchstaben, also drei, ne? Nicht zwei und, ne? Also ja, genau drei, genau drei. Drei Buchstaben, ne? Mhm. Okay. Ja, ich glaube, ich hab's. Same. Scheiße. Ja. Falls gleich noch eine Runde sein sollte, können wir die einfach alle wegklicken? Nee, ist keine Runde mehr, ist hier 5 okay. von 5. Perfekt. Super. Ja. Ich hab's sicher. Auch. Ja, ich auch. Okay, jetzt bin ich gespannt. So, Geil! Was jetzt so passiert? Nee, schon gut. Oh Mann. Land. Ach nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht. Och mein Gott. Ernsthaft mit Deutschland. Ja, gut. Dänemark. Und Flo hat den 2000 IQ-Move gemacht und einfach Deutschland genommen. Ja. Scheiße. Na gut, okay. Kündigungsgrund: Doping, Entlassung aus dem Profiteam, ja. Mhm. Das ist ein Grund. Ich habe Damenausgang gezeigt. Okay. Ja. Ja. Also jemanden, auf jemanden scheißen. Also. Nee, nein, der Dame. Also, ach so. Also nur den das Ausgang. Zeigen. Nicht. Genau, den Ausgang okay. nur zeigen. Ja, ja, aber ja, den Ausgang zeigen. Also einfach, wo der ist, mit dem Finger dahin. Nee, gezeigt. Nein, nein, also. Nee, oder? Gebückt, Hose runter und gezeigt. Nee, gezeigt, so, okay. Ja, ja. Okay. Dann Flo hat dauerhaftes Fehlverhalten, ja, richtig, das ist eine Edo-Antwort. Und Diebstahl, auch eine Edo-Antwort, sehr gut. Oh, Diebstahl ist richtig gut. Ja, Diebstahl ist sehr gut. Einer der meisten Gründe überhaupt. Ja, oh, wenn das so gut ist, könnt ihr mir auch gerne einen Kreativpunkt geben. Nee, das ist so weit würde ich nicht, aber nee, ist so weit würde ich nicht gehen.
Das ist halt ein richtiger Grund. Das ist für mich so ein richtiger klassischer Grund. Ja. Diebstahl. Okay, Punkt. Okay. So, dann so. Haben wir bei Film und Serien Dragon Ball Z. Ja, ich habe Doom. Sehr gut. Das ist ein Film. Mhm. Ja. Gibt es auch als Film. Dexter, ja, gute Serie. Geil. Und Der mit dem Wolf tanzt, auch sehr guter Film. Sehr gut. Sehr, sehr guter Film. Fiktiver Charakter. Alter, Dagobert Duck, das ist ja geil. Oh, sehr gut, ja. Ja. Dobby der Hauself. Dobby auch krass. Ich bin Harry krass. Potter. Ich liebe Harry Potter. Ich auch. Dann haben wir von Flo Dexter. Ah, aber von Jack und Dexter diesmal. Ja, geil, sogar getrennt. Nice. Ja. Nice. Und Daniel Düsentrieb ist richtig geil. Auch geil. Den habe ich früher geliebt. Ich wollte Daniel Düsentrieb werden früher. Das war richtig geil. So, in Streichholzschachtel. Edo hat eine Dorne. Sehr gute Antwort. Sehr gut, ja. Ich habe den Damestein. Also von die Dame, ne? Ja. Dann, eine Dattel, ich weiß nicht, wie groß die ist. Passt schon rein. Ja, okay. Wenn eine Olive passt, dann passt eine Dattel auch. Ja. Okay, alles klar. Und Dinkelkorn passt auf jeden Fall rein. Okay, geil. Dann drei Buchstabenwort. Das, der, dem, dem. Alter. Allen geil. Anderes. Holy shit. Das ist insane. Das war eine krasse Runde. Ja, das war eine heftige Runde. Okay. So, jetzt kommt die Auswertung. GG. Drumroll, please. Und Ergebnis kommt. Check this out. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe mit Edo zusammen. Warte, gibt es noch Bonuspunkte? Auf der Flo. Muss man nicht noch Punkte verrechnen? Wegen irgendwas? Ja, aber wo stehen die? Nee, wir haben das ja in-game verklickt, haben wir ja. Wir haben in-game stimmt, wir haben es in-game geklickt. Ah, ja, stimmt. Und bei Flo musst du zusammenziehen. Ja. Flo hat 240. 220. Ah, okay. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an dich, Edo, und an mich. Herzlichen Glückwunsch an dich, Matteo. Ja, danke, ja, danke. Wow, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass ich klüger bin als du. Das täuscht mich jetzt gerade. Ich bin gerade so krass überrascht, dass Turi nicht gewonnen hat. Weil sonst hat Turi immer gewonnen. Seit 3 Jahren spielen wir das, glaube ich, Turi, oder? Halt, ich verstehe einfach nicht. Matteo und ich hatten so oft die gleichen Antworten, bei Länder auch. Ja, ne? Oman und so ein Scheiß. Ja, aber ich glaube, ich hatte einmal eine Antwort, wo nur ich eine Antwort hatte und sonst niemand in der Kategorie. Wisst ihr noch? Wo ich einmal 20 bekommen habe. Das war relativ am Anfang. Irgendwas hatte ich ja bei 20. Na gut, so. Stimmt. Entschuldigt bitte, ich muss jetzt leider schon los, weil ich will Leon nicht mehr länger warten lassen. Wir haben schon 10 Minuten überzogen. Vielen Dank für die tolle Runde mit euch. Es war eine sehr schöne Zeit. Hat Spaß gemacht, mal zu streiten mit euch. Zu frohlocken. Daher, es war wirklich toll. Gerne wieder. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Toll, richtig Spaß danke euch. Schönen Abend noch. Mach's schönen gut. Abend euch. Danke auf jeden Fall. Ich mag euch trotzdem alle. Tschüssi. Tschüssi. So, okay. So, sorry, Leon. Wir mussten das gerade noch zu Ende bringen. Ey, ist ja meine Woche. Das ist ja meine Woche. Das ist wirklich deine Woche. Das ist meine Woche. Das ist meine Woche. Alles deins, Mann. Ja. So, okay. Also, das war's von mir. Chat, danke, dass ihr da wart. Und jetzt viel, viel Spaß mit Leon. Bye, bye. Ja, Mafia. Meine Familie, die kommen aus Italien. In Italien haben die alle umgebracht. Und jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es. Und du weißt, dass